Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Etavox Ehrenfeld Podcast. Der Host und Betreiber Christian Schneider bietet euch hier jeden Donnerstag Gossip, Rants und Lebenshilfe und das ohne einen einzigen Ausfall seit über 5 Jahren. Wow, das ist wirklich eine Leistung. Das inspiriert mich jede Woche aufs Neue. Und Christian ist aber mehr als einfach nur ein Spitzenpodcaster, sondern er ist auch einfach jemand, der eine Community von tollen Menschen um sich versammelt hat. So auch meinen heutigen Gast und mich. mein heutiger Gast Jasmin Klein und ich, wir hätten uns, da muss man sich keine Illusionen machen, ohne Christian wahrscheinlich niemals kennengelernt. Dafür und für so viel mehr bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Darum soll diese Stelle des Podcasts ihm gewidmet sein. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Christian, und auf weitere 50, 500 oder 5000 Jahre Etavox Ehrenfeld. Folgt Christian überall, abonniert den Podcast und wer das alles schon macht, unterstützt ihn auf Patreon. Es lohnt sich. Und jetzt ganz viel Spaß mit, glaube ich, knapp 3,5 Stunden Jasmin Klein und André Georg Haase über die Bücher, die sie prägt. Hallo und herzlich willkommen zum Die-Therapie Summer Special, aka André allein. Aber wie auch in den letzten Folgen, so auch in dieser, bin ich nicht allein, sondern habe mir einen ganz besonderen, ganz, ganz tollen und auch wirklich einen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Sie ist wieder eine Frau. Ja, schön, ne? Hier der Quoten-Podcast jetzt auch, ja, nach Larissa Heller. Jetzt die zweite Frau im Podcast, ja. Wir halten die Quote, wir schaffen das, ja. Sie ist aber nicht nur ein weibliches Geschlecht, ja, sondern sie ist auch eine treue Begleiterin des Podcasts. Sie ist eine unglaublich inspirierende, motivierende und den Podcast und die Kunst verbreitende Person. Und ich würde sogar auch sagen, obwohl wir uns erst einmal im Leben real gesehen haben, stehen wir aber laufend in Kontakt und ich zähle sie auch wirklich als Freundin wirklich. Ich hoffe, sie sieht das auch so und ich bringe sie jetzt nicht in Verlegenheit. Bei mir heute zu Gast Jasmin Klein. Hallo Jasmin. Ja. Hallo. Hallo André, danke für die Einladung. Ja, du verfolgst den Podcast ja tatsächlich auch schon länger. Du schriebst sogar auch schon mal über den Podcast. Du bist ja Redakteurin bei Meine Südstadt, heißt das, ne? Ja, das habe ich eine Zeit lang sehr intensiv gemacht. Momentan komme ich aber irgendwie nicht mehr so dazu. Mhm. Nur noch, wenn so große Comedians in die Stadt kommen, dann interviewe ich die natürlich. Ja. Ah, ja. Sehr, sehr gut. Nur noch die großen Fische. Ja, genau, ich mache jetzt nichts Kleines mehr. Dann können wir uns ja wirklich glücklich schätzen, dass du uns auch mal besprochen hast als hörenswerte Podcasts. Ansonsten hast du ja auch noch nebenbei eine Filmproduktion, ne? Ja, auch noch vielleicht eine ganz interessante Nebeninformation, also wer aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt und Bewegtbildinhalte produziert haben möchte, der kann gerne auf Eyecatcher, heißt die Firma, was ist für eine Firmierung, GmbH? GmbH, genau. GmbH, Eyecatcher GmbH in Köln, das hier geht nämlich von Wiesbaden nach Köln. Und Jasmin und ich, wir stehen ja in laufendem Kontakt und Jasmin gibt mir auch immer sehr gutes Feedback zu den Folgen und auch was so ansteht und ansonsten wir lästern auch gern mal ein bisschen, ja. Und die Jasmin ist aber halt eben auch eine Person, die ein interessantes Studium gemacht hat, nämlich hier in der gegenüberliegenden Stadt, in der verhassten gegenüberliegenden Stadt Mainz, hast du ja Literaturwissenschaften studiert, richtig? Ja, ich habe angefangen mit VWL tatsächlich, 3 Semester VWL und habe schon im 2. Semester gemerkt, dass ich über Kosten- und Leistungsrechnung stolper. Ja. Und bin dann umgeschwenkt. Ich dachte mal, ich gehe nach Südamerika und rette die Welt. Ne? Und dafür muss ich VWL kennen und habe auch Spanisch gelernt dafür tatsächlich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist es dann doch nicht. Bevor ich die Welt rette, rette ich mich selber und habe dann das getan, was ich immer schon gerne tue, nämlich das Lesen professionalisiert. Also ich habe dann in Mainz kannst du allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften studieren. Das nennt sich Komparatistik. Und das habe ich dann studiert und bin dann später nach Hamburg gezogen und habe dann dort weiter studiert, deutsche Sprache und Literatur mit dem Schwerpunkt Theater und Medien. Wunderbar. Ne? Nämlich das Lesen professionalisieren, soweit bin ich leider nie gekommen. Aber das soll heute auch unser Thema sein, denn wir sprechen heute über Lesen und wir beide haben uns einfach jeder für sich eine Liste gemacht mit 10 Büchern, wo wir einfach sagen, die haben uns irgendwie im Leben was gegeben, die haben uns irgendwie geprägt, die haben irgendwie was ausgelöst oder die waren irgendwie mehr als bloß ein Zeitvertreib. Es gibt ja, ich glaube, wir lesen beide wirklich auch sehr, sehr viel, was selten ist. Ja? Die meisten Menschen sagen immer so, ach, ich würde ja auch gern mehr lesen oder kommen dann nur im Urlaub dazu. Du hast ja auch angedeutet, dass es bei dir auch weniger geworden ist. Absolut, absolut.
Ich glaube aber auch, dass das normal ist, dass das dann auch immer mal so ein bisschen schwankt und das halt eben einfach, es sind ja ganz viele interessante Medien auch mit dazugekommen, Podcasts, Hörbücher, Netflix, YouTube und sowas, das hat es ja halt eben einfach vor 10 Jahren noch nicht und dann war natürlich auch mehr Raum zum Lesen, aber ich glaube, es ist dann schon was, was uns beide auch begleitet und letzten Endes auch Online-Artikel zum Beispiel zu lesen, ist ja auch Lesen. Also es ist ja auch eben die Tätigkeit, ne? Also ich muss auch sagen, ich glaube, das Hardcover-Buch sein. Ja, ich glaube, ich lese auch wirklich den ganzen Tag. Also ich lese ständig. Ja. Ne? Also ich lese alles, was auf der Milchpackung draufsteht. Ich lese, also im Bad, ich lese alles. Alles, was man lesen kann, lese ich halt. Ja. Und weißt du eigentlich, wie viel Mühe das ist, diesen Milchpackungstext zu erstellen? Ich bin ja auch Werbetexter. Ja. Glaubst es halt eben nicht. Und dann teilweise, du sitzt halt eben da und du denkst dir auch, ey, was soll das? Die Leute wollen einfach nur Milch kaufen. Ich habe hier hinten Platz für 3 Sätze. Warum muss ich mir jetzt hier so viel Mühe geben? Ja? Aber hast du schon mal, hast du schon mal auf Monster Energy die Texte gelesen? Nein. Also die haben richtig, also ich bin ja erstaunt. In meinem Leben noch keinen Monster Energy Drink getrunken. Ich finde es auch echt, ich finde es auch pubertär und prekär tatsächlich. Ich finde es total ein perverses Getränk. Ja, aber ich hatte kürzlich von dem anderen gehört, dass es Monster Energy Ultra gibt, Zero Kalorien, Zero Zucker. Und dann habe ich das gekauft und es schmeckt wirklich pervers süß. Ja. Und lustigerweise, man trinkt sie aus so einer Dose, die so tut, als wäre sie kalt und perlt so ein bisschen, ne? Das ist so eine Perloptik. Mhm. Ja, und dann hat die in so einer schönen Kinderschrift, stehen dann, also dann, ne, Kinder trinken das ja auch, obwohl sie es nicht dürfen, steht ein schöner Text auch dabei. Und das Witzige ist, ich habe dann tatsächlich mal so ein Ding gekauft und habe es zu Hause aufgemacht, nachdem ich es im Kühlschrank hatte, und habe es in Glas geschenkt. Und das ist eine milchige, also dieses Monster Energy Ultra ist weiß, ist eine milchige Angelegenheit. Ach was, also, das finde ich Creme-Drink-mäßig? Nee, so Joghurt-Drink. Nee, so, also nicht von der Konsistenz, sondern von der Optik her. Ach so, von der Farbe. Ja, als hättest du so eine Aspirin aufgelöst, weißt du? Aha. Und ich finde, es ist so verrückt, weil man trinkt Dinge aus einer Dose, hat keine Ahnung, welche Farbe die haben. Und wenn du dann siehst, was für eine Farbe die haben, wirkt es dann schon wieder ganz anders. Ja, ist gar nicht so energy-mäßig, ne? Ganz komisch, aber das ist ein bisschen fast schon wie Medizin. Ich glaube auch, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der schon mal einen Monster-Energy-Drink aus dem Glas überhaupt getrunken hat. Glaub, aus der Tasse. Das hat noch nie jemand gedacht, aus der Tasse, ja. Ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht, ja. Also ich sehe nur immer, das ist ein Bekannter, mit dem war ich mal in einer Impro-Theatergruppe und der war damals halt eben 16, der hat das dann immer getrunken und ich fand das immer ganz abgefahren, weil für mich waren, also ich war nie für Energy Drinks zu haben, auch so Red Bull oder sowas, das hat mir auch nie geschmeckt, ja. Aber bei Red Bull, das war ja noch so eine ganz andere Generation, das war ja so, das war halt das teuerste, was du kaufen konntest sowieso, ja. Und das war ja diese schlanke, kleine Dose, also ja, auch weniger nur 03 als 03er oder sowas. Dose, ja, weißt oder 02, mhm. Und Monster Energy Drink war ja dann plötzlich halt eben auch so, also ich glaube, da gibt's auch so Literdosen, da kannst du so eine Mars Energy Drink dir kaufen. Wahnsinn. Und sogar wieder verschließbare Dosen gibt's da ja. Und ja, halt so einen Deckel genau, das habe ich letzte Woche entdeckt. Und es gibt ja den DSDS, ich weiß nicht, Sieger war er nicht, Mike Leon Grosch. Ja. Ne, so ein Typ, der wohnt auch in Köln, der singt auch sehr gut, ist auch ein schöner Hochzeitssänger. Und der hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt, der ist ein paar 30, und dann sagte er, dass er jeden Morgen Kaffee und gefühlt 10 Dosen Red Bull trinkt. Und raucht. Und was dann hast du halt mit Mitte 30 einen Herzinfarkt. Wie kann das denn sein, dass der dann einen Herzinfarkt hat? Und seitdem nochmal habe ich nachträglich nochmal total den Respekt vor Red Bull, weil dieses Koffein ist ja auch nicht für jeden gut, ne? Nee. Absolut nicht. Koffein und Taurin. Ja, ja, irre. Ja, aber gut, wer das trinken möchte, der darf das natürlich gerne machen. Und mich freut es natürlich auch für diese ganzen Unternehmen, dass sie da jetzt weitergekommen sind. Ja, und dass sich da auch was entwickelt hat. Ja, Entwicklung ist ja immer eine schöne Sache. Ja. So, jetzt haben wir einen schönen Einstieg gefunden über Energy Drinks. Aber wir wollten ja heute über Bücher reden. Literatur. Wir sind ja heute hier der Kulturpodcast. Grüße an Daniel Storb, falls er hier zuhört. Ja, auch ganz herzliche Grüße. Der springt bestimmt auch aus dem Fenster, ja, wenn ich dem jetzt noch sage, dass ich mir jetzt hier auch noch so einen Sencha-Tee habe ich mir jetzt noch aufgegossen in meiner gusseisernen Teekanne, ja. Und wir beide führen heute das gepflegte Gespräch. Ja, wir parlieren über Literatur. Ja, aber das da kommen wir auch schon zu einem Punkt. Das habe ich ja auch immer im Podcast mal erwähnt. Das stört mich tatsächlich seit jeher. Also mich stört es natürlich nicht, wenn ich Vorteile davon habe. Aber
ich fand das immer schon komisch, dass es so bestimmte Dinge gibt, die man ja einfach machen kann oder nicht machen kann. Aber dass die dann so als, ohoho, der feine Herr und ja, das ist halt eben, ah, das ist mir zu hoch und sowas, ja. Und ich finde, da gehört Lesen, also wirklich einfach die Tätigkeit, ich lese halt eben gerne, das gilt dann immer schon so ein bisschen, das sagen dann auch bei mir ganz viele so, natürlich ist es auch so ein bisschen meinem Habitus geschuldet, ja, kann ich mir schon vorstellen, wie du dann so hier in deinem Ohrensessel sitzt und so schön so ein Whisky und sowas, eine Schallplatte im Hintergrund und dann liest du da so und sowas und ja, das mache ich auch, ja. Also hier neben steht auch ein Ohrensessel, ja, und es gibt den Schallplattenspieler und ich trinke auch gern Whisky, aber das ist genauso wie Menschen, die irgendwie sagen, ah, zum Meditieren, da muss ich irgendwie nach Indien fliegen oder in so ein thailändisches Kloster oder sowas gehen. Nee, wenn du halt gerne meditieren möchtest, dann kannst du das auch im Pendlerzug machen, ja. Aber, also da Lesen bei mir ja schon immer in meinem Leben ein großer Teil ausgemacht hat, habe ich da einen ganz anderen Blick drauf und ich denke auch, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Leute denke, die lesen, denke ich an die KVB, wo ganz viele Leute sitzen und aus der Stadtbibliothek Bücher ausleihen und dann so Eskapismusbücher, also Bücher, die sie rausholen aus ihrem vielleicht eher tristeren Alltag, ja, Liebesromane, ja, zum Träumen, ja. Kriminalromane, Thriller und sowas, genau. Das sind Liebes-, irgendwie Beziehungsgeflechte und sowas. Mhm. Habe ich sogar auch, glaube ich, einen mit drauf oder sowas, der so ähnlich ein bisschen ist, ja. Mhm. Das ist ja halt eben das Ding, bei Literatur, also gerade auch wenn man dann sagt Literatur, ja, dann denken halt viele immer so an Schulbuch oder so, hier die Liste der BBC von den 100 Büchern, die man gelesen haben muss und dann ist da halt immer Marcel Proust und Robert Musil und sowas mit drauf, ja, oder Ulysses habe ich ja auch angefangen, habe ich dann beleidigt weggelegt, weil ich das todlangweilig wirklich fand. Ich hoffe, du hast es jetzt nicht auf deiner Liste. Nee, also ich muss sagen, ich bin ich will auch schon unterhalten werden, ne, wenn ich lese. Ja. Und ich möchte es mir auch nicht selber schwer machen. Es muss schon fließen. Und wenn ich das fällt mir halt in letzter Zeit immer schwerer, ich muss in den Flow kommen und überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, dass ich lese. Ja. Und wenn ich mir schon, es gibt ja Leute, die sagen halt so, ein erfolgreicher Mensch muss 30 Minuten am Tag lesen und stellt sich dann den Wecker. Das ist Quatsch. Ja? Du musst in den Flow kommen. Und dann, ich weiß zum Beispiel, ich schaffe so 50 Seiten die Stunde. Ja. Ne? Und dann, wenn ich dann zum Beispiel jetzt ein Buch kaufe, dann hat es halt 150 Seiten, da weiß ich halt in 3 Stunden könnte ich das schaffen. Also es ist so ein Leistungsding, ich will das gar nicht als Leistung sehen im Buch. Ja. Aber dass ich einfach sage, okay, dann kann ich mich fallen lassen, ich habe heute Abend Zeit, dann, ne, so, dann funktioniert das. Und Naja, zumal es gibt ja halt eben auch unterschiedliches Lesen. Also was man dann gerne mal bei so diesen Life-Coaches und sowas, ja, die propagieren das dann ganz gerne. So diese, das sind die 7 Tipps für Schnelllesetechniken. Und dann lesen die halt aus ihrem Circle-Jerk von den ganzen anderen Life-Coaches, schießen die sich dann halt gegenseitig irgendwie die Bücher zu, die dann halt irgendwie 800 Seiten haben, aber eigentlich sind 799 Seiten und eine halbe bräuchtest du eigentlich gar nicht, weil die einfach nur stumpfes Blabla sind und auf der halben Seite haben sie dann so einen Kalenderspruch halt irgendwie, den sie dann zu ihrer Lebensphilosophie ausgewalzt haben. Und dafür brauchen die dann halt irgendwelche Schnelllesetechniken, wo du dann so, ja, nur jedes dritte Wort und das Auge springt dann und dann kannst du das alles aufnehmen und das kann man trainieren. Das ist aber, also für mich ist das nichts. Das mag vielleicht irgendwie in so einem Jobkontext oder sowas Sinn machen, wenn man, weiß ich nicht, Jurist ist zum Beispiel. Ja, Wirtschaftsjuristen oder so. Die müssen bestimmt dann auch einfach viel lesen und viel überfliegen und aufnehmen können. Ja, ja, da gibt's ja einen alten Trick. Man legt sich das Buch einfach unter das Kopfkissen und dann schläft man. Und am nächsten Morgen hat man alles im Kopf. No? Ja, eben. Hat ja in der Schule ganz auch immer schon funktioniert. Ja. Wie war das bei dir eigentlich? Hast du so eine gute Schulbuchbildung? Also wie war da so deine Schulbildung? Also, da ich schon vorher lange, lange, lange gelesen habe, hat die Schulbuch, also was im Deutschunterricht passiert ist, hatte keinerlei Einfluss auf meine Lesefreude. Ja. Also spielte keine Rolle. Hast du so die ganzen Klassiker und sowas durchgenommen? Ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen schräg. Ich habe den kompletten Kafka, Hesse, Mann, ich habe alles durch, bis ich 15 war. Und Böll, alles. Also ich habe diese ganzen Basics, habe ich alle schon längst, aber nicht, weil ich es musste, das hat mir ja keiner gesagt, sondern weil ich einfach total Bock drauf hatte. Und nur so funktioniert es auch. Du kannst keinem sagen, bitte lies. Du kannst auch deinen Kindern jeden Abend vorlesen und trotzdem ist es keinerlei Garantie, dass sie auch nur
ein einziges Buch selbst in die Hand nehmen. Das ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, wenn man mal irgendwie eine gute Erfahrung mit einem Buch gehabt hat, wo man in Flow rutscht. Und da muss man auch Harry Potter Danke sagen. Ja. Die Joanne K. Rowling hat es tatsächlich geschafft, dass ganz viele Kinder plötzlich in den Flow gekommen sind beim Lesen und auch geschafft haben, so riesige Bücher. Ja. Riesige Bücher. Echt. Ja, mit und Also, und Sie kennen mich als einen von zwei männlichen Hosts bei Die Therapie. Meine Rolle als Mann hält mich aber natürlich nicht davon ab, mich ab und an auch gerne mal in die Psyche von Frauen zu versetzen, insbesondere von Jüngeren. Und was gäbe es dafür Besseres als den Roman von Jasmin Klein, hat ja gar nicht wehgetan, naja, vielleicht ein bisschen. Umweltschützer, aufgepasst, dieses Buch gibt es nur als E-Book, also alles im grünen Bereich. Jasmin Klein mit Hat ja gar nicht wehgetan, überall wo es E-Books gibt. Potter gelesen, aber ich kann mir halt eben schon vorstellen, dass man da so reingeraten kann, genauso auch Herr der Ringe und sowas. Mhm. Und was da dran ja halt eben, das ist ja jetzt auch nicht Unterhaltungsliteratur, das ist ja immer so das Ding mit E- und U-Kunst und sowas, ja. Mhm. Und U-Kunst, Unterhaltungskunst, das ist ja dann, das gilt dann immer mal ja so ein bisschen so als, ja, so ein bisschen schmuddelig und so ein bisschen, naja, also richtige Literatur ist das ja jetzt nicht. Also da fällt mir ja fast das Monokel vor Schreck aus dem Auge, als sie gesagt hat, dass sie Harry Potter liest. Aber das sind ja schon sehr komplexe Bücher. Absolut. Auch, ne? Also ich war im Urlaub 2001 und habe überlegt, was nehme ich mit? Und dann sagt meine Freundin, nimm doch mal Harry Potter mit. Ja. Und ich habe sie immer so belächelt, dass sie das gut fand. Und dann sagte sie, pass auf, nimm dir gleich 3-4 Bücher mit in Urlaub, weil du, wenn du eins gelesen hast, wirst du sie alle lesen wollen. Ja. Und dann war das der Urlaub, in dem 9/11 passierte. Oh, weia. Und ich kam also aus dem Kino, war in der Nachmittagsvorstellung, Final Fantasy. Ein total dystopischer Film, also richtig zermürbt, in Dunkelheit spielen. Ja, und einer war, glaube ich, der erste Film, der nur mit Computer animiert war. Ja, genau. Und dann kamen wir da aus dem Kino raus und dann mache ich mein Handy an und meine Mutter rief an und sagte, hast du es gesehen, das World Trade Center und lalala. Ja. Und dann sind wir sofort in die Ferienwohnung, Fernsehen angemacht und der ganze Urlaub war quasi im Arsch, weil wir haben praktisch die ganze Zeit nur Peter Klöppel zugeguckt, wie er World Trade Center Nummer 9/11 kommentiert. Und in der Phase habe ich dann wirklich alle Harry Potter durchgekloppt, die es bis dato gab. Ach, Wahnsinn. In dieser Woche, ne? Das war für mich dann 9/11 Harry Potter, 9/11 Harry Potter. Und tatsächlich ist es so. Wechsel. Ja, und ich finde, das ist wirklich eine sehr intelligent geschriebene Reihe, die Kinder sehr ernst nimmt, die Geschichte sehr ernst nimmt, die spannend ist. Also wirklich super geschrieben. Also Chapeau, hat sie wirklich toll gemacht, eine ganz eigene Welt kreiert. Ja. Und ja, den letzten Teil habe ich nicht mehr gelesen, hat mich dann irgendwann auch verlassen. Gab es immer wieder so Spoiler, irgendjemand stirbt, aber ich weiß es bis heute nicht. Ja, vielleicht ich habe nur die Filme mal gesehen. Die Filme habe ich mir irgendwann mal angeguckt, weil ich beim Impro-Theater kam ganz oft irgendwie Harry Potter-Anspielungen und dann stand ich halt immer da und wusste nur so, ja, das ist ja, was hat der, so eine Brille, so eine Narbe, irgendwas ist mit den Eltern, dann gibt's irgendwie so einen, von dem darf man den Namen nicht aussprechen. Dann habe ich mir gesagt, jetzt muss ich mir das alles mal reinziehen, ja, damit ich da ein bisschen Bescheid weiß. Ja. Aber das sollte mir dann dabei auch reichen. Kommst du aus einem Haushalt, in dem viel gelesen wurde? Viel jetzt nicht, aber es wurde gelesen. Wir hatten durchaus Bücherregale, was ja nicht in allen Familien so der Fall ist. Ich weiß noch irgendwie über was von Rüdiger Neberg, war ein ganz tolles Buch, oder von German Greer, der weibliche Eunuch, glaube ich, eine Feministin der 70er. Meine Mutter liest sehr viel und wir tauschen auch immer mal wieder Bücher aus. Mein Vater liest viele Sachbücher, aber dann auch immer so mit dem Stift, wo er dann immer Notizen macht und an der Seite dann Ausrufezeichen und Dinge, die er sich merken will und so. Also schon, Bücher spielen schon eine Rolle und meine Eltern kaufen sich auch immer noch wahnsinnig viel. Also wenn ich zu Hause bin, immer wieder neue Bücher, da passiert ganz viel. Ja, das ist ganz gut. Also meine Eltern sind ja geschieden und ich komme aus keinem intellektuellen Haushalt oder sowas. Ja, also mein Vater, der hat halt so John Grisham und sowas, hat er dann mal im Urlaub gelesen. Meine Mutter nie. Also meine Mutter wüsste ich nicht, dass ich die irgendwann mal mit einem Buch in der Hand gesehen habe. Ich liebe die über alles, ja, und das ist auch eine intelligente Frau. Das ist ja nämlich auch das Ding. Lesen hat ja jetzt nicht per se was mit Intelligenz oder so zu tun. Eben, es gibt Leute, die sind sehr, sehr belesen, aber strunzdumm.
Ja, oder die lesen einfach sehr, sehr viele Bücher oder haben dann halt eben einfach nur so diese, ja, so diese schmuddeligen Romane, und die werden dann auch so groß ausgestellt. Die haben noch einen breiten Rücken und alle sollen sehen, dass ich sehr viele Bücher hier habe. Oder die holen sich dann einfach nur, sehe ich hier ganz oft, hier geht's um die Ecke, so einen Bücherschrank. Finde ich ja eine schöne Einrichtung, habe ich mir auch schon öfter mal was rausgeholt. Aber ich sehe da manchmal auch Leute, wo ich mir so denke, das wird gar nicht gelesen. Das wird einfach nur jetzt, die nehmen sich dann so eine ganze Sammelreihe mit und das wird dann einfach dekorativ zu Hause hingestellt, damit es irgendwie clever aussieht, weil das ja von vielen auch so verwechselt wird, ne? Ja, wobei aber ich glaube mittlerweile schon, dass die Bücherschrankwand schon wieder passé ist, langsam. Also ich glaube, dass das schon nicht mehr so, man will ja zu zeigen, guck mal, was ich alles gelesen habe, ich bin so toll, ne? Ja. Ich glaube, das ist langsam durch. Also ich merke es auch an mir, ich bin so oft umgezogen und habe wirklich kistenweise Bücher mitgeschleppt und irgendwann gesagt, was soll der Scheiß? Und habe die wirklich verkauft, getreu dem Motto, ich lese kein Buch zweimal, weil es so viele Bücher auf der Welt gibt, warum soll ich eins zweimal lesen? Absolut. Ich gucke auch keine Filme zweimal. Tatsächlich. Ja, das schon, ja. Serien, ja, schon. Frasier gucke ich immer wieder. Ich gucke ständig Frasier. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass man den Platz für andere Dinge braucht. Gerade wenn man in einer Großstadt wohnt, ist es total pervers, sich ein Zimmer mit Büchern vorzustellen. Ja, es stimmt schon, es stimmt schon. Bei mir ist, mit Büchern ist es mittlerweile so, also natürlich, ne, eine Zeit lang, dann wollte ich ja auch, man will ja dann auch, gerade wenn du so Anfang 20 oder sowas, dann gierst du ja nach irgendwie was dir Kontur gibt, was dir irgendwie Persönlichkeit gibt, ne, und dann wollte ich natürlich auch der sein, nein, ich bin der Intelligente, ich bin der Belesene, schau, wie viele Bücher ich hier habe, und dann wurde halt auch alles ausgestellt und so, ja, und alle sollten es sehen, direkt beim Reinkommen, ja, vor allen Dingen die Mädchen, ja. Und mittlerweile ist es bei mir mit Büchern eigentlich so wie mit Filmen auf DVD. Ja? Ich habe tatsächlich auch viele Filme auf DVD, das sind aber alles dann einfach Filme, wo ich sage, die schaue ich auch immer wieder oder die bedeuten mir irgendwie was, die möchte ich halt irgendwie bei mir haben, weil sie, weiß ich nicht, mir irgendwas geben, ja? Irgendwie ein erdendes Gefühl oder sowas. Ich bin halt auch recht häufig umgezogen und ich habe immer so das Gefühl, das ist dann sowas, das nimmt man dann halt eben auch mit, und das ist auch, weiß ich nicht, so durch die Scheidung meiner Eltern von mir gibt es fast nichts mehr aus der Kindheit und so. Das hat mein Vater dann irgendwann alles weggeschmissen und so, ja. Und ich habe so das Gefühl, keine Ahnung, ist jetzt hier so Küchenpsychologie, aber dass ich das irgendwie auch so ein bisschen brauche als so eine Erinnerung. So, das war so mit 21, das war so mit 16 und sowas, ja. Dass mir das dann halt eben irgendwas gibt. Aber ich lese auch ganz viele Bücher und die bringe ich dann eben zu diesem Bücherschrank, weil das sind dann halt eben einfach, das ist Zeitvertreib einfach nur. Ja, das ist für mich dann wirklich einfach so, wie man halt eben auch Tough im Fernsehen gucken kann als Zeitvertreib, ist dann halt eben dieses Buch auch ein bloßer Zeitvertreib, und ich lese es nur mal im Urlaub und dann lasse ich es auch einfach da liegen für andere oder so. Ich mache das ja so, als ich angefangen habe, Bücher wegzuschmeißen oder zu verschenken oder zu verkaufen, dass ich mir so eine Liste erstellt habe, von wegen in diesem Jahr gelesen. Und dann schreibe ich die auf, damit ich die nicht vergesse. Ne, dann kann ich also jetzt, ich habe also eine ganze Reihe von Dateien, wo ich dann einfach gucke, guck mal, das hast du dann gelesen, ne? Ja, wunderbar, ne? Früher habe ich es mal so gemacht, wenn ich ein Buch mir gekauft habe, habe ich meinen Namen reingeschrieben und dann den Zeitraum, in dem ich es gelesen habe. So dass ich dann später nochmal gucke, wann habe ich das eigentlich gelesen? Und dann schlägst du so auf und denkst, guck mal, da habe ich das gelesen. Ja. Ja. Na, ich glaube halt eben einfach, was Bücher zum Beispiel Filmen oder auch Musik oder sowas voraus haben, das sind ja so die drei großen Dinge. Mit Büchern musst du dich halt eben beschäftigen. Ein Film ist halt eben, es gibt's auch anspruchsvollere Filme und weniger anspruchsvollere Filme, aber ein Film ist immer ein passives Ding. Ja, das ist wie die Achterbahn, wenn der Gurt sitzt, dann geht die Fahrt los. Und so ist es halt mit einem Film. Du machst auf Play und dann geht die Fahrt los, ne? Genau, ne? Und auch bei Büchern habe ich das halt auch manchmal. Ich verliere es dann plötzlich mittendrin. Weißt du, ich merke dann irgendwie so, okay, ich habe jetzt irgendwie 20 Seiten einfach nur mechanisch gelesen, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, worum es da irgendwie gegangen wäre oder sowas, weil ich es irgendwie einfach nur passiv konsumiert habe. Und bei Büchern, ja, weiß ich nicht, du musst dann halt nochmal zurückgehen. Du musst, machst du das dann bewusst wahrnehmen. Gehst du nochmal zurück oder legst du es dann weg? Nein. Ich gehe dann, also entweder lege ich es weg oder ich gehe dann nochmal zurück, je nachdem, wie mir. Nee, ich meine im Sinne von, würdest du ein Buch, wenn du merkst, es kriegt dich nicht, gibst du es dann noch auf? So, aufgeben, also nach dem Motto, habe keinen Bock drauf, weg. Ganz selten, also ganz, ganz selten. Und in der Regel komme ich auch nochmal zurück. Also tatsächlich habe ich auch kein Buch hier,
was ich nicht gelesen habe oder zumindest auch vorhabe, es zu lesen. Und das klingt jetzt so, als ob der Großteil einfach so, ja, ja, die Odyssee von Homer, die werde ich schon irgendwann noch lesen oder so. Aber es sieht auch so schön im Regal aus, ja. Sowas habe ich tatsächlich gar nicht, sondern es sind wirklich auch alles Bücher, die ich auch irgendwann lesen werde. Also ich kaufe jetzt auch nicht so, 20 Bücher oder sowas mal, sondern es ist schon, ich kaufe immer einzeln auch. Ich kaufe auch in der Regel immer nur im Antiquariat, wo ich mich dann einfach mal ein bisschen inspirieren lasse. Also ganz, ganz wenige Bücher kaufe ich wirklich im Buchhandel oder bestell mir die neu oder so. Ja. Also ich habe ja mir vor, glaube 5 oder 6 Jahren mir ein Buchkaufverbot ausgesprochen, weil, weil ich einfach nur noch gekauft habe. Und die Bücher, die da rumliegen, die sind ja wie so eine Aufforderung. Die sprechen ja mit dir, ne? Und die sagen, lies mich doch jetzt endlich, ne? Und so du bildest quasi schlechtes Gewissen an. Häufst schlechtes Gewissen an, und dann habe ich damit aufgehört. Und was jetzt so echt schwierig ist, ich habe ja auch ein Kindle, und Kindle kann man ja auch eine App runterladen auf seinem Telefon, Smartphone und so weiter. Und du kannst ja kostenlos Leseproben runterziehen. Ohne Ende. Oh, und das heißt, und jetzt bist du so jemand, ich bin so wie voller Leseproben. So Leute, die halt einfach nur Trailer gucken. Genau, so ungefähr. Und dann so ewig lange Watchlists, die einfach nur so bei Amazon Prime oder bei Netflix durchgehen und einfach nur die Watchlist voll machen. Und dann ist halt so 11 Uhr abends und man geht einfach ins Bett. Das habe ich teilweise so gemacht wie beim Saturn oder so. Wenn es da irgendwie CDs für 1 Euro gibt, ne, wo ich dann einfach hin bin und habe dann bestimmte Stunde mir schön mein Körbchen voll gemacht. Und es war so eine große Freude und eine Befriedigung. Und dann habe ich dieses Körbchen irgendwo hingestellt und bin gegangen. Ist einfach weggegangen. Musste der Mitarbeiter das alles schon wieder so eine, musste dir das dann alles wegräumen. Was man einfach so Spaß, so sowas zu kuratieren, ne? Und so, und dann stellt man sich's kurz vor und dann reicht es auch schon, ne? Ja, eben. Ne? Also das ist ja halt eben auch eine schöne Sache, und man kann es ja auch nicht von der Hand weisen, auch wenn wir jetzt hier eingestiegen sind mit, hey, es ist was ganz Normales und sowas. Natürlich genießt man das halt eben auch, dann irgendwie sich mal mit einem Buch gut sichtbar auf eine Bank in der Stadt auf dem Marktplatz zu setzen und dann halt auch noch so einen Kaffee dabei zu haben oder sowas. Ich hatte mal einen Bekannten, irgendwie mit überschlagenen Beinen da zu sitzen. Ne? Ich hatte mal einen Bekannten, der hat sich in sein Jackett, ich glaube es war irgendwie Peter Handke oder so, gab es ja diese eine, ich weiß, Diogenes, die hatten so eine bestimmte Optik, auch die Bücher. Da waren nur so intellektuelle Bücher verlegt. Und dann hat er sich so ins Jackett und hat sich unten dran, da war ich sogar anwesend, so ein Taschentuch noch rein, damit es so sitzt, dieses Buch, damit man den Titel lesen kann. Also das, ne? Und dann da lief er dann durch die Stadt, durch Münster, und dann, ne, von wegen, gucke mal hier, ich kann lesen, ne? Genau. Ja, auch gerne Accessoires, die diese Männer, es sind, würde ich sagen, ausnahmslos Männer, die sich so verhalten. Ja. Accessoires, die Männer dieser Art gerne auch haben. Ein ganz besonderer Stift, den haben die immer mit dabei, gerne auch mal so ein Füllfederhalter. Ja, dann die tragen dann auch gerne mal so ein, der muss nämlich auch sichtbar sein, damit auch jeder sieht, nicht nur lesen, auch schreiben. Ja. Genau. Dann tragen die auch gerne mal so ein Barett oder sowas, so eine Franzosenmütze und so ein Plastron mit Paisley-Muster. Kennst du Plastron, so diese Schals, die man ins Hemd reinstecken kann, wo man dann halt wirklich so richtig wie so ein Baron oder wie so ein, genau, so ein Malerfürst. Und riechen dann nach gekipptem Aftershave und altem Männerschweiß. Genau, ja. Mhm. Ja, ich habe ja 3 Jahre lang das Repair-Café gemacht in der Kölner Südstadt, und lernt man viele verschiedene Menschen kennen. Ja, das glaube ich. Ja, das ist auch hier bei mir um die Ecke. Ist ja auch eine schöne Einrichtung. Absolut. Aber da sitzen auch so entsprechende Leute. Auch gerne immer mit sehr, sehr gut ausgestatteten Fahrrädern. Ah, die halt nicht cool aussehen, aber im Liegen praktisch sind. Genau, gerne mal bräuchlings im Liegen. Oder zum Zusammenklappen oder mit sehr, sehr vielen Aufbauten und Taschen noch. Ja. Und die haben dann halt eben auch so im Kordjackett steckt dann halt eben noch der Diogenes Verlag. Ja. Also sehr, sehr schöne Bücher. Mhm. Ja, wirklich immer. Habe ich immer ganz gern gelesen von, nicht Irvin Welch, sondern, wie heißt der Hotel New Hampshire geschrieben? John Irving. John Irving, genau. Ja. Könnte sogar sein, dass er in meiner Liste auftaucht. Könnte eventuell sein, ja. Nee, ich hab ihn nicht drauf, aber genau. Weil er dir zu platt ist. Ja. Nein, lese ich total gerne. Finde ich, find ich ganz, ganz tolle, liebevolle, wunderschöne Literatur. Ja. Nee, das finde ich auch schön. Es wäre ja furchtbar, wenn wir beide die gleichen Bücher hätten. Dann, ich meine, so kann man sich ja gegenseitig inspirieren. So, vielleicht sagst du auch Bücher, auf die ich verzichten musste, aufgrund der Zahl, und dann hast du die vielleicht. Ja, das könnte sein. Ja. Mhm. Ich habe ja eben so gefragt, wie das bei dir mit der Familie so ist, und habe ja dann schon erzählt, dass es bei mir in der Familie halt eben, da wurde nicht viel gelesen. Das änderte sich dann aber tatsächlich, als meine Mutter ihren neuen Mann kennenlernte.
namens Axel Otto Hase, von dem ich auch den Künstlernamen Hase dann einfach übernommen habe, ihm zu ehren. Und Axel ist tatsächlich jemand, der kommt halt noch aus so einer Zeit, wo Arbeiterkinder nicht aufs Gymnasium gegangen sind, aufs Gymnasien gegangen sind. Ja. Und man merkte dem auch so an, also der ist... Ja, der hat halt kein Abitur gemacht, der hat nicht studiert und sowas, das ging damals halt auch alles nicht. Ich glaube, er wäre auch nicht der Typ dafür gewesen, aber der ist ein sehr, sehr intelligenter Typ und dem war Lesen immer schon sehr, sehr wichtig. Und der brachte dann halt eben auch in den gemeinsamen Haushalt eine riesige, wandfüllende Bibliothek mit ein. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, und das soll auch mein erster Pick sein, ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut, ich habe als Kind viel gelesen, ja, aber halt eben so Kindersachen halt eben. Ich habe wahnsinnig gerne, kennst du vielleicht auch Kommissar Kugelblitz gelesen, ja, das waren so Kinderdetektivromane halt eben, da hatte man dann immer noch, das war dann immer, jede Geschichte war so ein Rätsel, das waren dann immer so, immer Alliterationen, ja, der lila Leierkasten, der rote Rockzopf oder sowas, ja, immer Kommissar Kugelblitz und der oder so, ja, und dann ging es immer so darum und man hatte dann immer so ein Rätsel da halt eben mit drin und da war so eine rote Folie war da mit dabei und am Ende jedes Buches war dann halt eben die Frage so, na, was glaubst du, wer hat den lila Leierkasten gestohlen? Und dann konntest du halt eben so überlegen, wer das war und dann war da so ein Feld und wenn du da die rote Folie draufgelegt hast, dann hat man die Lösung gesehen und dann war natürlich halt das Ding, das dann aufzulösen, ja, und natürlich auch schön für Kinder mit Action mit dieser roten Folie mit dabei. Ich habe dann auch noch viele andere Sachen einfach so als Kind gelesen, auch mal Michael Ende und sowas, ja, mochte ich auch wahnsinnig gern. Aber irgendwann, und das passiert ja halt, glaube ich, bei ganz, ganz vielen, kommt halt eben die Pubertät und dann verliert man diese Dinge. Also bei ganz vielen ist es ja zum Beispiel auch, die spielen dann als Kind total gerne Klavier oder Gitarre und dann irgendwann werden die halt motzige Teenager und dann lassen die es sein. Und mit 19 bereuen die das dann total, dass sie damit aufgehört haben. So war es auch bei mir mit dem Lesen. Irgendwann war halt eben einfach der Fernseh, war dann halt eben einfach wichtiger, ja. Und dann musste halt eben den ganzen Tag Fernsehen geguckt werden, ja. Also zumindest in jeder freien Minute, in der ich durfte. Und Lesen war dann halt eben nichts. Und ich erinnere mich noch ganz genau, da war ich so 14 ungefähr und es war wieder so ein Tag von der Schule heimgekommen, Hausaufgaben gemacht und dann halt einfach nur auf dem Zimmer sitzen und Fernsehen gucken. Und es war so ein Tag wie heute hier in Wiesbaden, sehr diesig, sehr bewölkt, leicht gewitterig. Man kann auf keinen Fall rausgehen. Also, man kann auf gar keinen Fall rausgehen. Ja, ne? Ja. Und es kam aber nichts. Ich war so gelangweilt vom Fernsehen. Es hat mich nicht gepackt. Es war noch nicht mal irgendwie eine Nebenbei-Berieselung. Es hat mich einfach nur gelangweilt. Und ich ging dann halt eben runter ins Wohnzimmer und da saß eben der Axel. Und der war gerade am Lesen. Und dann meinte ich so, ja, oh, hier total langweilig. Und was machst du so? Und meinte er, ah ja, hier, wenn du Lust hast, lies doch einfach mal ein Buch. Hier, ist so eine ganze Schrankwand da. Ich auch so gesagt, ja, was soll ich da jetzt nehmen und weiß ich auch nicht und keine Lust und sowas, wie man halt so ist als Teenager. Da hat er gesagt, ja komm, ich empfehle dir mal eins. Ja, und das ist ja ganz, ganz selten. Das ist ja bei Musik oder sonstigen Dingen auch ganz genauso. Eigentlich ist nie gut, wenn dir jemand was empfiehlt, weil in der Regel führt das dann dazu, dass man das erstmal gar nicht macht. Ist zumindest so mein Gefühl, ja, dass man dann so, ah ja, vielen Dank für diesen Tipp, ja, ja, ich höre es mir später mal an und so. Das ja. Ist wie wenn jemand sagt, bring doch jetzt mal den Müll runter. Dann genau, wird man auf jeden Fall den Müll nicht runterbringen. Auf gar keinen Fall jetzt, ja. Aber an diesem Tag funktionierte es und das war dann tatsächlich auch das Buch, deswegen ist es auch auf der Liste, was dann wieder dazu geführt hat, dass ich dann einfach wieder mit dem Lesen angefangen habe. Jetzt bin ich gespannt. Und das ist Arthur Haley, heißt der Autor, und das Buch heißt Hotel. Sagt dir das was? Natürlich, da gab es auch eine Fernsehserie oder einen Film. Ich glaube, das Hotel wurde auch verfilmt. Mhm. Arthur Haley, ja auch der Autor. Also bei Arthur Haley funktionieren eigentlich alle Romane, ich habe ein paar gelesen, funktionieren alle immer komplett gleich. Es sind immer Sterngeschichten, also du hast immer so, es fängt immer an mit verschiedenen Figuren, die halt einfach so in den ersten Kapiteln vorgestellt werden und dann am Ende laufen die Fäden halt eben zusammen, ne? Sterngeschichte. Ja? Mhm. Oder vielleicht korrigiere mich, wenn das nicht der... Ich habe den Begriff noch nie gehört, aber ich weiß sofort, was du meinst. Okay, wunderbar. Vielleicht ist es auch ein Fantasiebegriff von mir. ein Neologismus, ja. Hotel habe ich von dem gelesen, ansonsten gibt es noch Airport, das wurde auch verfilmt, das war auch, glaube ich, ein relativ erfolgreicher Film, funktioniert auch ganz genauso, verschiedene Figuren, am Ende läuft alles zusammen. Dann habe ich noch gelesen,
auf höchster Ebene. Das ist so ein Regierungskriminalroman, der in Kanada spielt. Und dann gibt's noch einen Räder, ich glaube, der spielt dann in so einem Bahnhof oder sowas. Aber Hotel ist halt eben einfach eine Geschichte, die hat mich sofort reingezogen. Ja? Weil du hast halt einfach interessante Figuren und interessante kleine Geschichten. Also es war tatsächlich einfach ein gutes Buch, um wieder in dieses Ding einzusteigen, das ja Lesen auch, das vergisst man. Man vergisst ja manchmal einfach Dinge, die einem auch früher mal Spaß gemacht haben und die man dann aus irgendwelchen Gründen, weil andere Dinge, die einem Spaß machen, mit dazugekommen sind. Und dann vergisst man diese Sachen, aber man kann die dann immer wieder aufleben lassen. Ja. Und Hotel war da tatsächlich ein guter Einstieg, weil du hast halt eben ja erstmal, es ist wie eine Kurzgeschichtensammlung. Ne? Also du hast ja viele kleine Geschichten, die erstmal aufgemacht werden. Ich mag es auch immer nicht gern, wenn Bücher so riesige, endlose Kapitel haben oder sowas. Ich mag es immer gern, wenn du so kleine Happen hast, ne, die du dann einfach so aufnehmen kannst. Und Hotel war halt eben tatsächlich so ein Buch für mich, ne, wo du dann erstmal so schön einsteigen konntest. Und es ist eine spannende Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte ist mit dabei. Es ist aber auch irgendwie ein Wirtschaftskrimi, weil der junge Hotelleiter versucht halt eben dieses in die Jahre gekommene Hotel vor so einer feindlichen Übernahme durch so eine Kette zu retten und sowas. Dann haben wir noch einen Mordfall mit drin und sowas, der aufgeklärt werden muss. Es gibt sogar tatsächlich ganz klischeehaft noch so ein Adelspärchen, das da in dem Hotel logiert und so. Ja, ist wirklich ein tolles Buch, angenehm leicht zu lesen, würde ich sogar auch einfach jedem so als Urlaubsliteratur zum Beispiel empfehlen. Das ist ein tolles Urlaubsbuch, kann man auch wunderbar am Strand lesen. Mhm. Weißt du, in welcher Stadt es spielt? Wird es irgendwie benannt? Ah, das spielt in irgendeiner US-amerikanischen Stadt. Ich müsste jetzt lügen. Ich sag mal Chicago. Ja, und wann? 50er, 60er, 70er? Das Buch ist, warte, das habe ich mir aufgeschrieben, das Buch ist von 1965 und so in der Zeit ungefähr spielt es auch. Ja, wird auch viel geraucht, viel getrunken. Hast du so ein Buch, wo du so sagst, dass das war so eine Initialzündung dann wieder? Da ich ja durchgelesen habe, gibt es keine Initialzündung. Gibt's keins, ne? Nee. Bei dir gab es gar keine Pause. Nee, die hat jetzt vor anderthalb Jahren angefangen. Ja. Also ich hab mir mal aufgeschrieben, was mich in meiner Kindheit so umgetrieben hat. Ja, gerne. Ich habe zum Beispiel, es gab den Schneider Verlag, der hat ganz tolle Bücher rausgebracht für mich, die ich toll fand. Dolly, Honey, Nanny, ne, das ganze Gedöns. Ja, was ich ganz toll fand, eine dreiteilige Reihe, beginnend mit Claudia, die Flirtkanone von Marie-Louise Fischer. Und könntest du heute halt nicht mehr bringen. Was? Nee, und tatsächlich ist es so, Schicksal. Ich habe vor 3 Jahren eine Regisseurin hier in Köln interviewt, die eine Vampir-Geschichte inszeniert hat und dazu einen Maler akquiriert hat, der früher für den Schneider Verlag gezeichnet hat, der Illustrator Nicolas Moras. Ja. Und ich war total erstaunt, weil diese Bücher aus dem Schneider Verlag, die kommen ja aus den 60er, 70er Jahren und dass der Typ noch existiert. Ja. Und das Verrückte war, der hat diese ganzen Zeichnungen, die der damals gemacht hat für den Schneider Buchverlag, auch Burg Schreckenstein und so, hat er alles aufgehoben und ich habe für ihn eine kleine Ausstellung hier in Köln initiiert und dann habe ich sogar von ihm Signaturen bekommen und ein Buch bekommen, also ein echtes Honey Nanny Buch und nebendran das echte, die echte Zeichnung, die echte. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Und jetzt ist er letztes Jahr leider verstorben, aber tatsächlich, als ich dann jetzt, ich habe da nochmal nach, ich habe das Buch nicht aufgehoben, ich habe mir das gekauft wieder, Claudia die Flirtkanone und musste feststellen, dass dieses Mädchen, wie die da aussieht, das ist mein Role Model, das ist so, wie ich glaube, dass eine schöne Frau aussieht und das mich also die ganzen Jahre durchgeprägt, das ist letztendlich der Blick von Nicolas Moras auf die Frauen, ist das, was ich auch schön finde, ne? Das sind so 60er, 70er Jahre Frauen, ne, so Frisur hier, blond, Pony, ne, und so Bob und sowas. Ja, verrückt, und irgendwie verrückt. Bleistiftröcke und so und gestreifte Oberteile und ja, sowas. Echt, echt witzig. Also sowas mochte ich gerne. Dann habe ich natürlich viel, viel Kästner gelesen, habe ich auch in meinem Studium zur Prüfung gemacht, Emil und die Detektive. Ja. Astrid Lindgren natürlich, Pippi Langstrumpf und so weiter. Und was ich auch richtig toll fand, war Christine Nöstlinger, ist eine Österreicherin. Mhm. Da gab es ganz bekannt das Buch Wir pfeifen auf den Gurkenkönig. Ja. Oder Die Ilse ist weg. Da ist eine 12-Jährige erzählt davon, wie es war, als ihre 14-jährige Schwester abgehauen ist von zu Hause. Mhm. Und Luki Live. Und das war Christine Nöstlinger, schreibt Kinder- und Jugendliteratur, aber auch wieder auf Augenhöhe. Und du fühlst dich so abgeholt.
als Kind super Literatur. Also wenn man Kinder hat, die Bock haben auf Lesen, man wüsste nicht was, das sind wirklich absolute Klassiker, die man denen geben sollte. Aber wie kommt es dann, ne? Das ist ja jetzt halt wirklich einfach Kinderliteratur und sowas und das ist dann halt eben der Kommissar Kugelblitz deiner Zeit und so, ja, du bist ja 1-2 Jahre älter als ich, aber wie kommt man dann dazu zu sagen, so und jetzt lese ich mal den Zauberberg von Thomas Mann? Ich hatte im Gymnasium Freundinnen, die größere Schwestern hatten und die kamen aus dem intellektuellen Haushalt. Ach, klasse. Und die waren halt total literaturaffin, was ich ja auch war. Aber da kam dann auch viel Input und es war dann so eine kleine Clique. Und wir hatten, wir haben einfach viel gelesen. Ja, hast du auch mal gelesen, um andere zu beeindrucken dann? Um da die älteren Schwestern irgendwie so, hey, ich habe hier auch, wie weit seid ihr beim Zauberberg? Nee, die älteren Schwestern waren so alt, die eine war schon, die waren beide schon von zu Hause ausgezogen. Ah, so. Insofern habe ich die nie kennengelernt, aber deren Einfluss hat auf mich auch abgefärbt. Ja, sehr gut. Und und so war das halt, dass ich das damals angefangen habe. Aber ich habe jetzt mein erstes Buch, was ich jetzt hier aufführe. Ah ja, genau, das kam aus einem Verlag. Es gab in Zeiten, als es noch kein Internet gab, gab es zwar Buchläden, aber man konnte auch bei einem Versandhandel Bücher bestellen. Es gab zum Beispiel in Hamburg Buchhabel und sowas. Ja. Nee, so coole Leute, die quasi kleine Kataloge kuratieren. Gab es damals den Malibu Verlag. Und immer wenn das war so ein ganz kleines DIN A6 Büchlein oder wie sagt man, so ein kleine Broschüre, was auch nicht, wie so ein kleines festgetackertes Heftchen. Und wenn das kam, dann gleich ein Highlighter geholt und dann immer welche Platten. Also ich habe, B-52s damals dort gekauft, LPs und den ersten John Irving. Und dann haben die das immer so ein bisschen beschrieben, was passiert da, oder was macht diese Platte aus. Und dann konntest du das bestellen und dann kam das per Post. Und so kam auch das erste Buch, was ich hier aufführe, kam zu mir im Alter von 14, 15 Jahren. Das ist 1976 erschienen. Das Buch ist geschrieben von Hubert Selby und heißt Der Dämon. Aha. Und Hubert Selby ist 1928 geboren und als er dieses Buch geschrieben hat, war er also auch schon 48 Jahre alt. Der hat Zeit seines Lebens geschrieben, 20 Jahre lang auch kreatives Schreiben unterrichtet in Kalifornien und hatte ein ganz bekanntes Buch, was verfilmt wurde, Letzte Ausfahrt Brooklyn. Das ist auch so ein bisschen so ein Episodenroman, so ein bisschen wie Hotel, wo eben verschiedene Geschichten zusammengeführt werden oder auch nicht. Und da geht es immer um Anti-Helden, Leute, die unter die Räder gekommen sind, Drogen, Obdachlosenmilieu, Kriminalität. Guck mal, was das dann für ein Reiz gewesen sein muss, so mit 14, 15 halt eben. Also ja, man darf ja nicht vergessen, ich saß jetzt so Hardcore-Pornografie im Internet gucken oder so. Und man darf nicht vergessen, ich saß damals in einem 360-Seelendorf in der tiefen Südpfalz. Ja. Ne, und in meinem Kinderzimmer. Und das Buch Der Dämon ist das dritte von ihm. Und es gibt es, glaube ich, nur noch im Antiquariat, aber ich rate jedem wirklich, dieses Buch sich irgendwie zu besorgen, weil es so großartig und zeitlos ist. Es geht, der Dämon selber, man könnte jetzt meinen, das wäre irgendwie so eine Geistergeschichte, aber es geht um einen Mann, Harry White, der arbeitet in New York in einem Büro und ist eigentlich ein ganz guter Typ. Und der hat aber so einen Kick darin, Frauen zu verführen. Und zwar verheiratete Frauen, weil die ihm keinen Ärger machen. Yeah. Und dann hat er auch so den Ruf Harry der Aufreißer. Aha. Und das gibt ihm einen Wahnsinnskick, dass er diese Frauen eben aufreißt und sich dann nie wieder meldet, auch falsche Namen nennt und so weiter. Und aber im Business ist er immer der super coole Typ. So, dann passiert es ihm aber, dass er sich verliebt und er ist total erstaunt, weil zufälligerweise ist diese Frau, mit der er jetzt ausgeht, gar nicht verheiratet, weil die hat den Ring nur an, um zu faken, dass sie verheiratet ist, damit sie nicht belästigt wird. Ah. Er verliebt sich in sie, er heiratet sie. Dann ist dieser Drang, immer diese Frauen kennenzulernen, mit denen zu schlafen, irgendwie unterdrückt und bildet sich aber raus durch eine wahnsinnige Lust an Pflanzen zu sammeln, Pflanzen zu düngen und also hat er quasi wie ein Dschungel zu Hause. Ja. Und das befriedigt ihn wahnsinnig und aber irgendwann wird auch das schal. Ja. Und dann findet er, also wie gesagt, es ist immer so wie ein Dämon in ihm, der immer irgendwas... immer was Neues auch. Ja, braucht, und er braucht immer diesen Kitzel. Und dann hat er den Kitzel auf einmal, indem er beim Büro zum Lunch geht und die Zeche prellt.
Und das passiert ihm einmal und er ist komplett, also der ganze Körper ist unter Adrenalin und er britzelt richtig. Ja. Und je mehr er das aber macht, umso mehr nutzt sich das wieder ab, dieses Gefühl. Und er ist also ständig auf dem Kick, auf der Suche nach dem Kick, wie er dem entgegnen kann. Und das ist wahnsinnig spannend und kulminiert natürlich in einem großen Crescendo und hat mich, also dieses Buch läuft mir über Jahre nach, wirklich. Ja, klingt super. Ja. Ja. Ich würde auch jetzt schon festhalten, wir sollten auf jeden Fall dann auch irgendwie, wir posten das ja auch immer auf Facebook und auch in der App würde ich einfach auch unsere beiden Listen reinmachen. Weil ja, auf jeden Fall. Das ist ja dann immer blöd, auch bei Filmpodcasts höre ich ja viel und dann immer so, ja, das war echt eine spannende Besprechung. Wie hieß jetzt der Film nochmal? Es wird den Service geben, ihr könnt jetzt einfach nachschauen und da findet ihr dann die komplette Liste. Aber die spoilert euch dann auch, ja, weil wir haben ja jetzt bisher jeder erst eins genannt. Klingt super. Ist das auch so ein bisschen so, also es klingt so sehr noir-mäßig, ne? So ein bisschen Großstadt, Dunkelheit, irgendwie auch das der Trieb in mir und sowas, ja? So der domestizierte Mensch, der dann aber immer noch ein wildes Dschungeltier ist und so. Ja, ich kann ja mal ganz kurz einen Mini-Absatz vorlesen. Gerne. Um einfach mal zu sehen, wie da so die Stimmung ist. Nachdem Harry seine amorösen Aktivitäten etwa ein Jahr lang auf die Wochenenden beschränkt hatte, stellte er fest, dass er unkonzentriert arbeitete, dass ihn irgendetwas ablenkte. Nicht die Frauen im Büro, sondern eine Unruhe tief innen. Und er ertappte sich dabei, wie er immer früher auf die Uhr sah. Es ist endlich 5. Während irgendeine Anspannung in ihm immer mehr zunahm. Allmählich dehnten seine Wochenenden sich bis in den Montag hinein. Dann begannen sie bereits am Freitag. Und dann war es ihm eigentlich nicht mehr möglich, seine Aktivitäten auf bestimmte Abende zu beschränken. Er sah sich gezwungen, seinem inneren Drang zu folgen. Ja, weiter lese ich jetzt mal nicht, aber nee. Es ist einfach geschrieben, ne? Also es ist aber jetzt stark, nicht irgendwie ja. Super kompliziert, ne? Und ich weiß aber natürlich auch, was sich spätestens jetzt alle gedacht haben. Boah, die Jasmin, die hat aber auch wirklich eine tolle Stimme. Oh. Findest du? Findest du wirklich? Echt? Nein. mich erinnerte es so ein bisschen an Charles, also es ist nicht auf meiner Liste, deswegen, also wir werden auch immer mal noch zusätzlich Bücher noch mit einschmeißen, denke ich. Hast du mal von Charles Jackson Das verlorene Wochenende gelesen? Nee. Das wurde auch verfilmt. Ne? Lost Weekend. Lost Weekend ist ja, ich kenn's nur von Lloyd Cole and the Commotions, ein Song, ja. Aber ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Das aber da gibt es auch einen alten Schwarz-Weiß-Film auch, ne? Genau, der ist das. Ja, über diesen trockenen Alkoholiker, der ja, dann halt eben wieder rückfällig das, wird. Das genau, habe ich ja. Im Filmhaus in Frankfurt gesehen. Da hat mal der Helmut Karasek ja. Billy Wilder-Filme vorgestellt. Genau. Das sind Billy Wilder-Filme. Richtig, genau, ja, genau. Richtig. Ja, genau. Ja. Und das ist auch, ist auch ein total spannendes Buch. Also kann ich auch nur wirklich empfehlen. Ist halt auch schon deprimierend auch. Ja. Also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Urlaubsliteratur, die ich so empfehlen würde. Aber das beschreibt wahnsinnig gut so diesen Sucht-Rausch-Zustand. Und Charles Jackson war auch selbst schwerer Alkoholiker. Naja. Ist dann letzten Endes auch daran gestorben. Und ist auch ein tolles Buch. Das hat auch, den lese ich gerade vor. Das hat nämlich hinten drauf hat das habe ich als Hardcover gekauft, ja. Hat hinten drauf einen tollen Satz stehen. Warte, ich hole das gerade mal. Ja. Mhm. Und das mit dem Hardcover sagst du natürlich deshalb, weil die richtigen Literatur-Nazis kaufen natürlich nur Hardcover, ne? Dann ist nämlich Taschenbuch so ein bisschen verpönt. So, ich bin wieder da, ja. Mhm. Und das ist einfach nur der Satz hinten drauf. Guck mal, was der für eine Wucht hat, ja. Du trinkst und es bringt dich um. Warum? Weil du mit Alkohol nicht umgehen kannst. Er hat dich im Griff. Warum? Weil du den Punkt erreicht hast, an dem ein Drink zu viel ist und Hunderte nicht genügen. Ja. Richtig gutes Buch, kann ich auch recht empfehlen. Charles das Jackson, Das verlorene Wochenende. Und das dann schön auf so eine Whiskyflasche draufdrucken. Absolut, ja. Dabei dann schön einen reinsaufen. Ich mach mich kaputt. Weil ich den Punkt überschritten habe, an dem ein Drink zu viel ist und Hunderte nicht genügen. Der Alkoholismus ist das letzte Stückchen Rock'n'Roll, das sie mir gelassen haben. Sie versteht mich einfach nicht, deswegen hat sie mich verlassen. Ja. Aber sehr, 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 sehr schön. Der Dämon, ja? Sag's nochmal den Autor. Hubert Selby. Ja, könnte auch so ein deutscher Immigrant oder sowas sein. Ja, könnte tatsächlich sein. Wo das einfach eingedeutscht wurde. War ja bei genau. Billy Wilder auch so. Ja. Also er ist in Brooklyn geboren und 2004 in Los Angeles gestorben. Wurde also 73.
Und sieht aber auf Bildern deutlich älter aus. Also der hat wohl auch viel, viel erlebt. Wenn es um Aussehen geht, kann ich auch direkt mit meinem nächsten Pick weitermachen. Es ist tatsächlich das jüngste Buch, was ich jetzt hier auf der Liste habe, also von dem, wann ich es gelesen habe. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und zwar ist es meine Urlaubsliteratur letztes Jahr gewesen. Ja, das hatte ich mir mitgenommen. Es war auch eines dieser Bücher, das ich einfach aus dem Bücherschrank mir kostenlos mitgenommen habe, ja, weil mich der Autor ansprach. Und zwar ist das José Saramago oder Saramago, ein portugiesischer Autor, das Buch, das ich gleich nenne, das wurde auch verfilmt, aber vor allen Dingen, ich glaube, bekannter ist der Film Enemy mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle von Denis Villeneuve, wurde der verfilmt, kann ich auch sehr empfehlen, ein ganz toller Film in meinen Augen und weil ich den Film so toll fand, das mache ich dann meistens so, ne? Wenn ich irgendwas so finde oder so, dann lese ich da einfach mal rein und dann gehe ich auf den Wikipedia-Artikel und dann lese ich mir erst den Wikipedia-Artikel vom Film durch, obwohl ich den Film ja gesehen habe, aber dann noch so die Trivia und dann kriegst du irgendwann mit, okay, wurde verfilmt und dann lese ich was über den Autor und so und welche Bücher der so geschrieben hat. Und dann sah ich eben einfach nur diesen Autorennamen da stehen und dachte mir, okay, das nimmst du einfach mal mit. Und das ist für mich, das ist jetzt gar nicht so das prägende Buch, wo ich jetzt sagen kann, da begann eine neue Epoche in meinem Leben oder sowas. Aber ich finde halt eben auch, das ist immer eine ganz, ganz spannende Sache, wenn du zufällig auf Dinge stößt, ja, wenn du gar nicht genau sagen kannst, wie das jetzt zu dir gekommen ist, wenn es fast schon sowas Schicksalhaftes hat. Ich bin an dem Abend irgendwie, ich wollte noch eine Zigarette rauchen und ich hatte keine Lust, dann nochmal hier zu lüften. Dann bin ich halt eine Runde um den Block gegangen und dann kam ich dann im Bücherschrank vorbei, halbe Zigarette noch an. Der Bücherschrank ist wirklich so 3 Schritte von meinem Haus entfernt. Und dann dachte ich auch so, komm, dann guckst du einfach mal. Vielleicht ist ja was Interessantes im Schrank und dann rauchst du aber. Eigentlich wollte ich einfach nur die Zeit überbrücken, bis ich diese Zigarette fertig geraucht habe. Und dann sah ich eben diesen Namen und nahm mir das dann mit. Und das war ein Buch, das hat mich nach 10 Seiten schon total gefesselt. Mhm. Worum geht's? Stadt der Blinden hat einfach die Prämisse, die auch nicht weiter aufgeklärt wird. Was wäre, wenn auf einen Schlag plötzlich alle Menschen auf der Welt blind wären? Was würde passieren? Also wenn die so nach und nach blind werden würden, wenn sich das wie eine Epidemie ohne erklärbaren Grund verbreiten würde. Ja, es geht halt auch wirklich los damit, das ist direkt der Anfang, ein Mann auf der Straße und es geht wirklich, ich glaube im dritten Satz ist halt eben schon so dieses Ding, so ja, plötzlich konnte er halt eben nichts mehr sehen. Eben stand er noch mit seinem Auto an der Ampel und plötzlich war halt eben einfach alles schwarz. Ja? Und er saß aber immer noch im Auto und hörte das Hupen hinter sich und alles. Ja? Und dann wird er nach Hause gebracht und so. Und dann irgendwann steckt sich die Frau an und dann verbreitet sich das immer weiter. Und dann geht es eben so weit, dass dann irgendwann die Armee auch sagt, okay, das scheint hier irgendein ansteckender Virus oder sonst was zu sein. Wir müssen jetzt diese Leute eindämmen. Und dann werden eben alle Blinden werden dann an einen Ort gebracht. Und es gibt ja auch den Satz, unter den Blinden ist der einäugige König. Ja? Aber wenn halt alle blind sind an einem Ort, dann ist halt eben der, der von Geburt an blind war, der König. Ah ja. Und den gibt's eben dann auch da. Also einfach jemanden, der es natürlich gewohnt ist, blind zu sein. Und das war für mich ein total fesselnder Roman. Der ist auch wahnsinnig spannend geschrieben. Man muss so ein bisschen reinkommen, weil der von der Form her, es gibt keine gekennzeichnete wörtliche Rede. Die Figuren haben alle keine Namen, sondern nur so Bezeichnungen und sowas. Da muss man so ein bisschen reinkommen. Das ist am Anfang ein bisschen verzwickt, aber kriegt man ganz schnell hin, würde ich sagen. Und dann ist das wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Abhandlung darüber, was passiert, wenn man Menschen einfach mal machen lässt, weißt du? Wenn man halt eben einfach so, wenn man Menschen einfach in so eine Situation, in so eine Gruppe reinschmeißt und wie sich dann halt eben so Gruppenhierarchien ausbilden, ne? Weil natürlich dann irgendwann fangen dann auch Leute an und sagen, wir bestimmen jetzt hier, wo es lang geht und dann manche haben dann Waffen plötzlich und ne, der von Geburt an blind ist, der kann dann da natürlich eine Funktion einnehmen und dann ne, geht es irgendwann auch darum, gebt uns euer Essen und dann irgendwann ist es nicht mehr nur das Essen, dann geht es um die Frauen und sowas, ja, also ist auch ein bisschen Herr der Fliegen-mäßig so. Ja, es ist so Herr der Fliegen-mäßig, aber halt mit Erwachsenen und Blinden. Und vor allen Dingen aber, man könnte ja jetzt denken, dass es so zum Showdown kommt in diesem Quarantänezentrum. Das Quarantänezentrum wird aber irgendwann verlassen die Menschen das. Und dann kriegt das nochmal eine ganz, ganz neue Dimension. Das war wirklich ein Buch, ich habe es am Strand gelesen, was halt total merkwürdig wirklich war, so ein Buch zu lesen. Und man liegt aber so an so einem 30-Grad-Strand und so das Meer brandet so heran und sowas. Meine Freundin liegt im Bikini daneben und so. Man liest dann halt solche Sachen, aber das hat trotzdem wahnsinnig gut funktioniert. Also es ist ein Buch, was sich so richtig reingezogen hat. Und das
das finde ich halt eben immer spannend, wenn wirklich Bücher das halt eben schaffen, dass das wie so ein Rausch ist, weißt du? Mhm. Dass du halt eben auch, dass du 100 Seiten irgendwie einfach dann so, dass du die einfach so wegschnabulierst. Ja, oder dass man einfach nach Hause kommt und sich wahnsinnig freut, da einzutauchen. Genau. Und das ist ja eine eigene Welt, in der man da sich so befindet, ne? Eben. Also ich war tatsächlich nie so richtig empfänglich für Fantasy-Literatur zum Beispiel. Also ich bin es auch mal durchgegangen, alle Bücher, die ich hier habe, die spielen in verschiedenen Zeiten. Und dann gibt es welche, die sind fiktive und es gibt welche, die sind realistischer. Aber ich habe jetzt nie irgendwie was dabei mit so Fantasiewesen oder hier so Percy Jackson-mäßig Scheibenwelt oder so Zeitreisen oder sowas. Das habe ich da alles nicht mit drin, sondern ich lese schon eigentlich fast ausschließlich Bücher, die irgendwie so unsere Welt auch sind. Mhm. Ja, ich lese auch gar keine Fantasy. Ja. Interessiert mich nada. Mich interessiert noch nicht mal Game of Thrones. Ich habe zweimal probiert einzusteigen. Ich habe es probiert. Ich bin sogar bis zweite, dritte Folge oder so. Ich schaffe es nicht. Es fesselt mich null. Ich finde es alles irgendwie. Ist es nicht erstaunlich, das können Menschen, also bei Game of Thrones insbesondere, bei Breaking Bad war es auch schon so, das können ja Leute, die das mögen, die können das ja nicht akzeptieren. Hm. Auf mich haben wirklich Freunde einfach schon, André, dass sie so eine Intervention mit mir schon gemacht haben, so hier, wir müssen uns jetzt mal unterhalten und alles, ja, und hier, du musst das jetzt mal gucken, das wird dir so gut gefallen, du hast da Vorurteile, da geht's nicht nur um Drachen und Ritter, das ist eine totale Intelligenz, und die das wirklich so, die mir das so reinprügeln wollen, und dann hatten wir ja am Anfang schon, ehrlich gesagt, bei mir, das, ich glaube, in der Psychologie nennt man das Reaktanz, wenn du so das Gefühl hast, fremdbestimmt zu sein, dann lehnst du das total ab und sagst dann noch mehr, nein, jetzt gucke ich das erst recht nicht. Ja, und wenn dann so erklärt wird, dass Game of Thrones ja eigentlich eine Geschichte ist, die allgegenwärtig ist und die immer stimmt und über das menschliche Sein und so, ja, dann das lese ich aber gerne auch in einer Jetztzeit, weißt du? Eben, dann kriegt's mich halt. Aber mit Fellen umgezogen kriegt's mich halt nicht. Also komischerweise, was bei mir gut funktioniert ist, aber eher auch so im Filmbereich, ist Science Fiction. Ja? Intelligent gemachte Science Fiction, die halt irgendwie in deiner zukünftigen Welt, ja, das sind meistens Dystopien, in einer zukünftigen Welt aktuelle Probleme verhandelt. Ne? Ja, das dann ist würde ja das Mittel, dir ja, der Sci-Fi. Ich bedauere ja tatsächlich, dass du kein Netflix hast, weil da gibt es auch wirklich gute Sachen. Es gibt ja Serien, die dich so reinsaugen, wie dich ein Buch reinsaugt. Yeah. Und da gibt es zum Beispiel eine Serie, die heißt Black Mirror. Und das ist eine Sammlung von verschiedenen Folgen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, auch verschiedenste Regisseure. Black Mirror kam ja lange, bevor das auf Netflix kam. Und da habe ich das schon geguckt. Jetzt. Genau. Und das ist ja diese Idee, ne? Diese Dystopien, von wegen, es kann um die Ecke schon sein. Es könnte theoretisch schon so sein. Und das ist natürlich spooky. Aber auch sehr unterhaltsam. Black Mirror habe ich die erste Staffel gesehen. Ja. Ah ja. Charlie Brooker im Übrigen kann man auch einfach so empfehlen. Der macht ja auch wahnsinnig gute Mediensatiren und sowas, wo der halt eben einfach nur anhand der Beschreibung, wie so ein typischer Newsbeitrag aufgebaut ist, den Newsbeitrag macht. Also weißt du, der sagt halt eben einfach nur, was kommt. Ja, und, ja. Walking on the street, talking straight to the camera. Und sowas, weißt du, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, ein sehr lustiger Typ. Ja. Genau, und bei mir war es eben Stadt der Blinden von José Saramago von 1995 ist das Buch. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist keine leichte Kost. Ja? Also es ist, wie gesagt, man braucht so ein bisschen, bis man so in die Form reingekommen ist. Das würde ich jetzt aber nicht als Problem sehen, aber da geht's schon zur Sache. Also das wer jetzt hier so zart beseitet ist, dem rate ich, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Okay. Ja? FSK 18 Buch, ja. FSK 18 vielleicht nicht, aber also da wird's schon explizit. Aber was ich übrigens interessant finde, dass es keinerlei Altersbeschränkung für Bücher gibt, nach dem Motto, krass, ne? Wenn du dir Es oder S von Stephen King, es kommt hier Polizei, wenn du dir S reinziehen kannst, dann bist du alt genug dafür. Ja. Weißt du so, nach dem Motto, wenn du es lesen kannst und bleibst dran, okay, dann ist das dein Lohn. Ja, hast du es mal gelesen? Nein, ich habe es angefangen zu lesen und ich habe es dann nicht gelesen. Ein Freund von mir sagt, er hat es gelesen, übrigens Freund, der in Wiesbaden wohnte. Als ich zu ihm in die Wohnung ging, in einem Altbau, viele Treppen hoch, sagt er, er hat große Probleme gehabt, die Treppen zu nehmen, weil er es gelesen hatte. Ach was. Dass er vor Treppenhäusern und so Luftschächten dann seitdem Angst hat. Und es war ein Mann von 22.
Ah, Wahnsinn. Nee, Stephen King habe ich wahnsinnig gerne auch gelesen. Ist jetzt nichts auf der Liste, aber ja, wir schweifen ja auch immer gerne mal ein bisschen ab. Ja, irgendwie, man schämt sich fast schon so ein bisschen für Stephen King. Das hat auch mein Stiefvater Axel, der war halt eben der Jüngste in der Familie und der hatte einen Bruder, der tatsächlich 20 Jahre älter ist als er. Ja? Peter Paul Gustav, leider schon verstorben, ganz, ganz toller Mann gewesen. Und der war schon auch so sehr intellektuell und alles. Und der hat dann auch immer gesagt, so, Stephen King, ach, sowas liest man ja nicht. Also so, bei mir in der Klasse haben tatsächlich Stephen King die Leute gelesen, die auch sich mit unserem Mathelehrer in der Freizeit getroffen haben, um Programmiersprache zu lernen. Und ich habe lange gelacht über Stephen King, bis ich den ersten Roman von ihm gelesen habe. In einer kleinen Stadt. Ah, super, da wollte ich nämlich gerade sagen, das ist mein Lieblingsbuch von und Stephen King. Und das hat mich weggehauen. Absolut. Ja, also Needful Things im Original. Ja. Ungrässlich verfilmt, absolut grässlich verfilmt, wie die meisten Stephen King-Romane. Aber in einer kleinen Stadt mit Leland Gaunt, heißt er, der die Reinkarnation des Teufels ist, fand ich richtig geil. Richtig, richtig gut. Ja. Also Stephen King macht sehr viel richtig und er weiß, wie man schreibt. Also Ja, aber auch da zum Beispiel, was mich nie interessiert hat, waren da auch wieder so diese Fantasy-Sachen, so der dunkle Turm und Glas und ja, Schwarz, ich habe mal irgendwas gelesen, wo die Leute irgendwie pupsen und da ist es dann irgendwie, macht dann irgendwie die Leute kaputt oder so. Das war ein relativ neues, aber es ist genau wie bei Louis de Funès mit diesem Pups-Film mit dem und die Kohlköpfe. Ja. Wenn der Witz daraus besteht, dass Leute pupsen, bin ich raus. Ja. Weil das ist Alltag und nichts besonders Lustiges. Das kenne ich ja von mir selbst. Ja. Ich möchte ich bin ja eine Frau, ich pups ja nicht. Aber Stephen King, der hatte immer ein wahnsinniges Talent dafür, was zum Beispiel bei Stephen King immer nie besonders doll war das Ende. Weil das dann einfach irgendwann so, ja, und dann fasert das halt eben so aus. Ja. Mm. Aber mittendrin ist der halt eben so stark. Also, Das ist auf eine Art wie Hitchcock, so dieser Suspense, dass du irgendwie, das ist dieses Unbehagen, ne? Genau. Und du kannst es nicht genau ausmachen, aber es ist ein Unbehagen, was einen dann in seinem Bett liegend dann doch schauern eben, lässt. Ne? Also Cujo zum Beispiel, das ist ja der Film mit dem tollwütigen Bernardiner, das ist ja dann das Ende und das ist ja gar nichts, ja, will ich jetzt auch nicht spoilern. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, eben, weil es auch total unwichtig ist, ja, auch bei S ist das Ende, das ist nicht so wichtig, Stephen King war schon immer eigentlich so, du brauchst so ein bisschen, so die ersten 20 Seiten, aber dann bist du halt auch sofort in so einer eigenen Welt, ja. Und die halt eben, ja, Unbehagen trifft es ganz gut. Also auch The Stand zum Beispiel fand ich super, ja. Ist ja dieser Endzeitroman. Mhm. Auch da wieder ein richtig cooler Name für den Teufel, der heißt ja nämlich Randall Flagg. Ach, dass du dir das alles merken kannst, Wahnsinn. Ja. Irre. Gut, vielleicht konnte ich jetzt hier mal auftrumpfen, weil ich halt Leland Gaunt und Randall Flagg noch kannte. Ja, ist doch super. Ja. Aber nee, also in einer kleinen Stadt ist auch tatsächlich mein Lieblingsbuch von Stephen King. Ja, siehst du mal. Ja, ich hatte mal eine Kiste voller Stephen King Bücher und dann kam irgendwie Feuchtigkeit in den Keller und dann sind die alle geschimmelt und dann habe ich sie alle fortgeschmissen. Ah ja. Jetzt habe ich nichts mehr im Haus, außer einem großen S-Roman, den ich noch nicht gelesen habe. Soll ich mal mit dem nächsten Buch weitermachen? Ja, gerne. Ja. Das nächste Buch ist von Jane Austen, Emma. Ich habe das exemplarisch ausgesucht, weil Jane Austen eine großartige Schriftstellerin ist, die ich gerne gelesen habe. Ich habe alles von ihr gelesen, so viel ist es auch nicht. Ich glaube, 5 Bücher hat ihr geschrieben. Ja. Und das Buch ist 1815 erschienen. Mhm. Sie war damals 40 Jahre alt, als es rauskam. Aber keiner wusste, dass sie das geschrieben hat, weil sie hat ihre Bücher immer veröffentlicht unter der Verfasserangabe By a Lady. Ah. Also das war also anonym. Damals war es halt auch noch nicht so War ja verpönt, üblich. Was macht die Frau da? Ja. Eben, genau. Weil damals war ja lange auch verpönt, Romane zu lesen, weil du natürlich durch das Lesen in andere Leben reindenkst und dann vielleicht mit deinem eigenen beschissenen Dasein unzufrieden bist. Das ist ja halt eben auch einfach eine interessante Sache, wenn man, also das war ja alles schon immer so. Also wenn man jetzt irgendwie so, boah Mensch, hier die Kids auch nur noch die ganze Zeit am Smartphone, das macht die total kaputt. Das war halt eben bei uns so, immer nur hier Fernseh gucken, das verdummt doch total. Davor war es, das Kino ist gefährlich, man sollte da nicht hingehen. Und sich und davor waren es die Bücher. Davor waren es Theater und davor war es dann halt eben auch Bücher und sowas. Ja. Alles ist immer gefährlich. Genau, alles, was dich aufbegehren lassen könnte, ist gefährlich. Ne? Na und also in diesem Buch, also die ist 1775 geboren, 1817 gestorben, die wurde auch nur 41, das heißt, das war, glaube ich, ihr letztes Buch, das dann rauskam.
Das spielt immer in so einer englischen Welt des Adels und ja, die unterhalten sich immer so schön. Heritage heißt das, glaube ich. Ja, ja, und die sind immer so, das ist irgendwie so ein bisschen so Chiclet für damals. Also ja, ja. Es ist sehr leicht zu lesen, macht große Freude. Und in dem Roman Emma geht es eben um Emma Woodhouse. Die hat keine finanziellen Sorgen, deshalb muss die gar nicht heiraten. Weil die anderen Heldin treibt immer rum, oh mein Gott, ne, ich brauche einen Versorger. Bei der ist es halt nicht so, aber sie hat halt Spaß daran, Leute zu verkuppeln. Und ich glaube, dann irgendwann kommt dann auch die Liebe zu ihr. Und ich habe mir noch ein schönes Zitat da rausgesucht, das in dem Roman Frank Churchill sagt, how often is happiness destroyed by preparation, foolish preparation. Ach, schön, ja. Und ich finde, man muss den Moment des Glücks, wenn man ihn sieht, fühlen, fassen und am Schopf greifen. Und dann habe ich nämlich, also es gibt ja immer diese Geschichte, diese Analogie, wenn du mit 80 im Schaukelstuhl sitzt und guckst auf dein Leben zurück, dann denkst du halt nicht, oh Gott, was habe ich nur getan, sondern du denkst, oh Gott, was habe ich nur alles nicht getan. Ja, ja. Und da gibt's eine Anekdote, die bei dir um die Ecke war. Das war in der Zitadelle in Mainz. Mhm. Da findet ja immer zu Pfingsten das Open-Ohr-Festival statt. Ja, richtig. Und damals als Mainzer Studentin bin ich natürlich da immer hingepilgert. Ja, ja, klar. Ohne ja, da jetzt zu zelten. Draußen, ne? Genau, ohne da jetzt zu zelten, weil ich habe ja in Mainz gewohnt. Ja. Und damals bin ich mit meinem Kommilitonen Ulrich hingegangen. Und wir haben dort Wein getrunken. Und dann Typen zugehört, die auf umgedrehten Mülltonnen getrommelt haben. Ja, und was sind man dann so macht, was man also als genau. Student noch cool findet. Genau, und dann sind wir dann raus in diesen Graben um die Zitadelle rum, das ist ja sowas wie eine kleine Burg. Und da in diesem Graben haben halt die Leute, die von auswärts kamen, gezeltet. Mhm. Und dann sind wir dann rum, es war morgen, es war noch dunkel, es war noch kein Morgengrauen. Und dann hier ist ein Lagerfeuerchen, da ein Lagerfeuerchen, da sitzen Leute am mit der Gitarre. Und ich bin ja ein CVJM-Mädchen, ich habe keine auch Gitarre, C-Dur, A-Dur, D-Dur. Ich singe ja alles mit der Gitarre, singe auch sehr gerne. Und und dann saß da so eine Gruppe von Leuten, die gesungen haben, und Ulrich und ich liefen vorbei und die sagten, kommt doch, setzt euch doch zu uns. Und dann haben wir uns dazu gesetzt und wir haben gesungen. Yeah. Und neben mir war ein Typ, der war bildschön. Ach, ich und, kann mir genau vorstellen. Ja. Und ich war aber mit einem, ich hatte einen Freund. Nicht den Ulrich, aber ich hatte einen Freund. Und der war einfach wahnsinnig hübsch. Und Ulrich hatte auch eine Frau neben sich. Auf jeden Fall, turns out, ich war sowas von angetan. Ich muss mir vorstellen, alles ist da. Es ist fast Sommer. Du sitzt am Lagerfeuer. Jemand spielt Gitarre. Der Morgen raus. Und der Typ flüsterte mir ständig ins Ohr. Und ich habe es erst rausgefunden später, von wem das eigentlich ist. Er flüsterte mir immer ins Ohr. I am a spy in the house of love. Wow! Und ich, Jim Morrison saß ne, das neben ist dir, an Anais Nin, eigentlich, ne? Henry Millers Liebste. Und ich saß da und floss vor mich hin, aber, und er wollte mich immer küssen und ich immer so, und dann kam die Sonne raus und es stellte sich heraus, es war der schönste Mensch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber der Zauber war vorbei. Es war vorbei. Die Sonne war da, der Morgen war da und es war vorbei. Ja. Und bis heute denke ich noch an diese Situation, warum ich den nicht geküsst habe. Weißt ja, weil du? Halt, weil du halt eine treue Seele bist. Weil ich eine treue Seele bin, ja. Was wurde aus dem Freund? Den gibt's immer noch. Der lebt jetzt mittlerweile in Australien und ist dort Bankdirektor. Ah. Ja. So und, geht's. Aber zu dem Schönling hast du keinen Kontakt mehr? Nee, ich habe dann später mal irgendwie erfahren, dass er auch Mainzer ist. Aha. Aber unsere Bekanntenkreise haben sich nicht gekreuzt und den jetzt extra zu suchen. Es war ja auch damals nicht Facebook, Insta, dass man gesagt hat, komm, ich connecte mich mal. Sondern das war dann einfach vorbei, ne? Genau, der Moment war dann halt eben einfach vorbei. Der Moment war vorbei, genau. Happiness destroyed by preparation. Es war jetzt nicht preparation, sondern destroyed by, keine Ahnung. Wow, da lehnt er sich so zu dir rüber, und das, ich kann flüstert mir den Typen, das ins ich kann Ohr. Mir den ja genau vorstellen, ne, das war dann so intellektuell, so zart, fein geschnittenes Gesicht, aber trotzdem männlich, irgendwie muskulös, aber halt jetzt nicht so Bodybuilder muskulös, sondern eher so von, weiß ich nicht, vielleicht, weil der rudern oder sowas, ja, so rudern. Nee, also, so eher, so eine Schönheit so sehnig, wie Joaquin, nee, nicht Joaquin Phoenix, sein kleiner Bruder River Phoenix, River der ja Phoenix, so schlimm zu Tode kam. Genau, so eine Art. Das sind ja, so. manchmal gibt's das halt eben auch. Und weißt du, was dann immer schlimm ist? Hm? Wenn dann jetzt jemand sowas sagen würde wie, naja, wer weiß, wofür es gut war.
ja. Weißt du, ja. Ja, wer weiß, wofür es gut war. Für gar ja, ich weiß, wofür es gut war. Ja? Ich, nee, es war dafür gut, dass mir sowas nicht mehr passiert. Ja. Na, ich sitze jetzt auch selten an Lagerfeuern mit fremden Männern, muss ich sagen. Ah ja, klar. Ja, das hat auch alles so seine Zeit. Das wäre jetzt halt eben auch so, jetzt wäre das auch für dich ja nicht mehr cool, weil jetzt würdest du da sitzen so, ach Mann, ey, was ist das unbequem, ey. Ach, mir zieht's auch die ganze Zeit schon so. Jetzt wird's ja und auch was sind so das überhaupt für Typen hier am Lagerfeuer? Ja, oh, jetzt, nee, bitte, hier, jetzt nicht Wonderwall auf der Gitarre, bitte. Irgendwas abwechslungsreiches. Du spielst jetzt schon zum 8. Mal Wonderwall. Ja. Ja. Aber sehr, sehr schön. Jane Austen ja. Habe ich noch gar nichts gelesen. Ich bin aber tatsächlich auch durchaus mal empfänglich. Ich glaube ja, Heritage heißen so diese Sachen. Zumindest heißt das Filmgenre, glaube ich, so. Und das ist ja dann auch immer, da gibt es dann auch Emily Brontë und sowas, ja, Stolz und Vorurteil und sowas. Ja, das ist Jane Austen, Stolz und genau, Vorurteil. Genau, ne? Genau, Stolz und Vorurteil ist Jane Austen. Meine Freundin liest gerade Sturmhöhen. Ja, ah, ja. Das ist halt eben auch, dann gucke ich dir auch gerne zu. Wuthering Heights. Ja, genau, Wuthering Heights. Und dann gucke ich dir auch immer gerne zu dabei, weil das ist, ich kann mir das halt schon vorstellen. Und ist das nicht auch eine schöne Sache? Guck mal, das Buch von wann? 1815? Mhm. Ja, das hat ja damals genauso funktioniert. Das war ja damals schon ein Sehnsuchtsort, als das so entstand für die Menschen. Deswegen wurde es ja auch als gefährlich angesehen. Flüchte dich nicht in die Welt, in die Irrungen und Wirrungen des Adels und sowas, ja. Sondern bleib hier bei deinem Gestüt und deinem Gutshof, ja. Und heute ist das ja immer noch so ein Sehnsuchtsort, weißt du? Also mehrere Jahrzehnte später hat das immer noch die gleiche Kraft, dass man so, ach, machen möchte, ja, und wenn da, es ist natürlich eher Frauenliteratur, glaube ich so, zumindest wird es per se so gesehen, ich rate allerdings auch Männern davon ab, sowas einfach abzutun, so, und ich glaube, da kann jeder einfach Freude dran haben, ist ja so ein bisschen wie Downton Abbey, ist ja so, auch so diese Welt, ne, und genau. Da kann mir auch keiner erzählen, dass man da nicht auch irgendwie eintaucht und das alles ganz, ganz goldig und ganz erwärmend findet und ganz dramatisch, ja. Wunderbare Sache. Ja. So. So, das war dein zweites Buch erst. Ja, es ist. Und wir sind schon bei einer Stunde. Ja, ich habe mir schon gedacht, wenn jeder von uns 10 Minuten über sein Buch liest, dann hat jeder schon 50. Nee, Quatsch, das müsste ich. Bei 5 Minuten hätten wir schon 100 Minuten zusammen. Ja, und wir wollen ja aber halt eben auch nicht so durchgehen. Also, es ist hier so ein bisschen jetzt die Sommerausgabe halt eben einfach. Ja, man kann halt eben auch. Viele lesen ja nicht mehr, ja. Aber die Jasmin und ich, wir machen das für euch. Und dann könnt ihr euch das am Strand anhören oder so. Ja. Überlege ich jetzt auch. Letztes Jahr hatte ich noch mein iPhone 4S. Das habe ich bedenkenlos mit an den Strand genommen, weil ich dachte, wenn da jemand an die Tasche geht, während ich im Wasser bin, dann denkt er sich, ach komm, ist ein armer Mann. Ich leg dem mal ein Diebesgut-Handy mit dazu. Ja. Jetzt habe ich ja von meinem Arbeitgeber dieses tolle iPhone XR bekommen. Ja. Naja, mal gucken. Ja. Hotel hatte ich schon, Stadt der Blinden hatte ich schon. Ich komme zum nächsten Buch. Und zwar ist das von Wilhelm Genasino. Sagt er dir was? Ja. Frankfurter Autor, wenn ich es richtig erinnere. Ich dachte sogar Mainzer. Mainzer sogar? Ich weiß nicht, irgendwie klingelt bei mir Mainz, ich weiß nicht warum. Na, egal, Mainz oder Frankfurt, ja. Und zwar ist es das Buch Ein Regenschirm für diesen Tag. Und das ist ein Buch, das verbinde ich sehr, sehr stark einfach mit der Zeit. Ich habe ja in Biskirchen gewohnt bei meinen Eltern und bin dann zum Quasi-Studium, ich habe ja so ein Pseudostudium nur gemacht, bin ich dann nach Wiesbaden gezogen. Und ehrlich gesagt, ich wollte das Studium auch nur machen, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen sollte. Und da war halt eben einfach die Verheißung, in die Stadt ziehen. Endlich hier raus. Ja? Und meine damalige Freundin, die kommt auch aus so einem intellektuellen Haushalt. Und die lieh mir damals dann dieses Buch aus. Beziehungsweise ihre Mutter, die immer sehr, sehr merkwürdig mit mir war, weil ich sie, glaube ich, auch so sehr daran erinnerte, wo sie selbst herkommt. Das war halt eben auch so eine, ich habe die Frau immer bewundert, ja, weil sie war halt eben so, sie kam wirklich aus so einem richtigen Arbeiterhaushalt, ja, und hat dann halt eben als Einzige in der Familie Abitur gemacht, hat dann mit Stipendium irgendwie sich ein Theologiestudium wirklich so vom Mund abgespart und wirklich immer hart gearbeitet, um da hochzukommen. Aber das kennst du vielleicht auch, so Leute, die von unten
es dann so nach oben geschafft haben, die haben dann oft auch Angst, wieder zu fallen, weißt du? Und die haben dann auch manchmal, glaube ich, gerne mal Probleme mit Leuten, die sie so daran erinnern. Ja? Jetzt kam ich da ja nicht irgendwie mit den dreckigen Ackerstiefeln irgendwie in die Wohnung oder sowas. Aber ich hatte immer mal so ein bisschen das Gefühl, ich erinnere sie so daran irgendwie. Und dann war die war irgendwie, mochte die mich ganz gern, aber irgendwie war die auch immer so ein bisschen komisch mit mir. Und die lieh mir eben dieses Buch aus mit dem Hinweis, aber nicht so stark umknicken, den Einwand. Oh. Ja, ne, damit das Buch darf nicht ausleiern. Es soll auch schön im Schrank aussehen. Ja. Dann habe ich das sehr, sehr vorsichtig gelesen. Worum geht's? Wir haben eine Figur, die ich einfach damals auch schon interessant fand. Nämlich es war so ein in die Jahre gekommener Playboy, der aber nie so richtig Grip im Leben gefunden hat. Der sich immer so ein bisschen so durchscharwenzelt hat. Ja, immer so ein bisschen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und der hat einen ganz, ganz interessanten Beruf, mit dem er so über die Runden kommt. Und der führt halt eben auch dazu, dass er ständig interessante Begegnungen hat. Und zwar ist er Probeläufer für Luxusschuhe. Das heißt, der kriegt halt eben immer so rahmengenähte Schuhe, so Budapester oder sowas. Und dann geht er halt eben damit spazieren und schreibt dann so Rezensionen darüber oder so. Und dadurch, dass er halt so viel spazieren geht, trifft er dann natürlich immer wieder Menschen. Ja? Und das Wilhelm Genasino habe ich auch tatsächlich fast alles gelesen. Auch ein Typ, der einfach so einen sehr, sehr eigenen Stil hat. Immer so ein bisschen so dieses Verschrobene, immer so, ja, so immer in der Stadt, aber irgendwie auch Menschen, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen und die irgendwie so in der Welt nicht so richtig zurechtkommen. Und das war ja für mich dann damals auch einfach so ein Ding, ne? Von zu Hause ausgezogen und irgendwie, ja, Acting Adult, weißt du so, und irgendwie halt den Erwachsenen spielen jetzt so, ja, mit der Wohnung und ich mach das jetzt, ich gehe jetzt einkaufen und ich plane jetzt einen Wocheneinkauf und sowas und dann kauft man halt doch wieder einfach nur Pizza Margherita im Fünferpack oder so. Ja. Ne? Und das war halt für mich eine sehr, sehr aufregende Zeit und das verbinde ich halt eben einfach mit dem Buch. Das ist auch nicht dick, lässt sich wunderbar leicht lesen, ist ein schöner kleiner Roman von... Na, wo haben wir es? 2001, glaube ich sogar, tatsächlich das aktuellste Buch, was ich hier drinnen habe. Genau, alle anderen sind älter. Kann ich wirklich nur empfehlen, so wie alle anderen Bücher von Wilhelm Genasino auch. Ja. Naja. Und ganz toller Autor, schöner, leichter, beschwingter Schreibstil, immer so ein süffisanten, subtilen Humor auch mit drin, das mag ich ja auch ganz gerne und so interessante Alltagsbeobachtungen halt eben einfach, ja, das ist ja auch so mein Metier, ja. Ja, schön, von dem habe ich schon nichts gelesen. Nee. Ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben, nein. Ja, kann ich wirklich empfehlen, ja. Ja. Dann komme ich mal direkt zu meinem nächsten Buch. Wunderbar. Von Marion Keyes. Rachel's Holiday. Das ist Marion Keyes ist eine irische Autorin und ich habe sie angeführt, weil sie eine der besseren Chick-Lit-Autorinnen ist. Also sie ist Bestseller-Autorin, schreibt Frauenromane, ich sag mal so Badewannenliteratur und sie macht das aber richtig, richtig gut. Ich glaube ihr größter, das hat sie, genau, Helen Fielding macht ja diese Geschichten, wie heißt das, Bridget Jones. Das, sie ist so in dieser Tradition. Also sie hat 1997 ein Buch geschrieben, Rachel's Holiday, sie war damals 34 und es geht um die Protagonistin Rachel, die Irin ist, aber in New York lebt und immer so ein bisschen Kokain nimmt, Valium, Alkohol und so weiter. Und wir sehen das Ganze aus ihrer Sicht. Sie ist findet sich überhaupt nicht abhängig, wird aber von ihrer Familie in eine Entzugsklinik gesteckt. Und es ist ganz interessant, weil man ja quasi mitverhaftet ist mit ihr, dass man, man ist also quasi mit ihr mitverhaftet, zu glauben, dass sie jetzt abhängig ist oder eben nicht. Man weiß es nicht genau. Das Buch ist deshalb so interessant, weil es eine heftige Sucht zeigt. Du bist im Kopf der Protagonistin. Sie versucht die ganze Zeit zu erklären, dass sie nicht abhängig ist und du bist ja sicher, sie ist es auch nicht, aber am Ende ist es natürlich dann doch. Und man muss natürlich sein eigenes Suchtverhalten in Frage stellen. Und darum mag ich das Buch so gern, weil es sich so leicht lesen lässt. Es ist das zweite Buch der Walsh-Familie. Die haben irgendwie 5 Töchter. In Irland haben sie irgendwie alle mal ganz viele Kinder. Und da lernt man also diese Familie kennen und es ist gleich so ein bisschen harter Tobak. Und das schönste Zitat davon finde ich, you only grow up by living through the shit that life throws at you. Und das gefällt mir sehr gut. Und
Perfekt getimt, ja. Da bin ich nämlich wieder da. Ja, ich habe mich mal kurz reden lassen. Und Jasmin Klein halt eben einfach Medienprofi. Ne? Hast du jetzt halt eben einfach gemacht. Ne? Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt. Soll ich kurz was daraus vorlesen? Gerne. Die Ereignisse, die dazu führten, dass man mich für drogensüchtig hielt, waren die gleichen Versatzstücke einer himmlischen Farce wie der Rest meines Lebens. Und das kam so. Ich hatte es an einem Abend mit den aufputschenden Mitteln ein bisschen übertrieben und konnte nicht einschlafen. Nicht, dass ich zu viel nehmen wollte, aber ich hatte einfach die Qualität von dem Kokain unterschätzt. Da ich wusste, dass ich am nächsten Tag unbedingt zur Arbeit gehen musste, nahm ich ein paar Schlaftabletten. Nach ungefähr 10 Minuten war ich immer noch wach, also nahm ich gleich nochmal 2. Trotzdem konnte ich nicht zur Ruhe kommen und aus lauter Verzweiflung, ich musste unbedingt ein paar Stunden schlafen, um für die Arbeit fit zu sein, legte ich noch ein paar nach. Endlich schlief ich ein. Es war ein wunderbarer, tiefer Schlaf. So wunderbar und tief, dass ich am Morgen, als der Wecker klingelte, ganz vergaß aufzuwachen. So. Stark. Jo. Ja, so Abhängigkeitsromane, das ist ja immer irgendwie das Ding, ne? Man sucht das ja halt eben auch einfach irgendwie. Man muss es dann selbst gar nicht machen, ja? Also ich habe auch Trainspotting habe ich zum Beispiel auch mal gelesen und sowas. Ja, ich würde jetzt im Traum nicht auf die Idee kommen, Heroin zu nehmen oder so. Ja? Mhm. Aber das ist irgendwie so ein spannendes Ding, ne? Irgendwie zieht uns halt diese Welt rein. Ja, also man will ja irgendwie. Die meisten Menschen wollen ja einfach ein normales, ruhiges Leben führen, aber das will man halt einfach nicht konsumieren. Ne? Ja, aber aber es ist nicht so, wie bei diesem Zitat, nach dem Motto, du reifst an den Dingen, also das Leben schmeißt Scheiße auf dich und indem du damit klarkommst, wirst du erwachsen oder wirst du stark, ne? Ja. Und jeder hat ja in seinem Leben, ist in seinem Leben Herausforderungen ausgesetzt, die er zu bewältigen hat und die er vielleicht bewältigen kann oder vielleicht davor wegläuft oder wie auch immer. Und das ist ja auch genau das, was in der Literatur so interessant ist. Du hast einen Helden, der ein Ziel hat und es stellt sich dem Ziel was in den Weg. Und damit muss er umgehen. Und darum guckt man so gerne darauf, um zu schauen, wie geht der damit um, dass das jetzt alles wahnsinnig schwierig ist. Ja. Und dann erscheint einem natürlich, wie es immer so ist, dann das eigene Problem vielleicht gar nicht mehr so massiv. Darum habe ich auch mal so gerne Breaking Bad geguckt. Ja. Weil nach jeder Folge hast du atemlos ausgemacht und gesagt, oh mein Gott, ist mein Leben so schön einfach. Mhm. Und wenn es das hilft, dass es dir Trost gibt und Kraft weiterzumachen, dann ist es ja schon mal mehr als vieles andere, ne? Absolut. So auch mein nächstes Buch. Ja. Muss ich ein bisschen ausholen. Also 2002 begann ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann. In diese Ausbildung bin ich, wie so vieles in meinem Leben, einfach reingeraten. Ne? Ich hatte jetzt nie irgendwie den großen Wunsch, Banker zu werden oder sowas, sondern letzten Endes, es kam einfach in die Schule, kam einer vom Arbeitsamt, ich wollte eigentlich Abitur machen, das war fest geplant. Ich war ja auf einer Gesamtschule, ja. Und dann sagte mir der Typ vom Arbeitsamt hier, und mach mal besser zweigleisig, ja, weil ne, Abi wollen viele machen und ne, du warst jetzt hier auf einer Gesamtschule, kann auch sein, dass du dann da nicht genommen wirst und dann stehst du halt da. Bewirb dich doch einfach mal, dann kannst du dich entscheiden. Und dann war das ein Headhunter von der Bank oder? Nein, das war einfach ein Arbeitsamt. Ja? Damals hieß es noch Arbeitsamt, mittlerweile ist es die Agentur für Arbeit. Ja? Und der kam halt einfach so in die Schulen und dann, weil ich halt André heiße, war ich einfach so als relativ Erster dran. Ja? Und dann gab er mir so ein Buch mit verschiedenen Ausbildungsberufen. Damals dann schon sehr, sehr viel mit Werbung. Mediengestalter hatte ich mir rausgesucht und sowas, Medienkaufmann und so. Und dann dachte ich mir wirklich einfach nur so, ich brauche jetzt noch was. Und dann habe ich halt so das Buch am Anfang aufgeschlagen und Bankkaufmann ist halt relativ am Anfang. Und dann habe ich das einfach nur noch mit aufgeschrieben. Und dann, da war ich 15. Und noch nicht mal, da war ich 14 oder sowas. Ach, ja. Wahnsinn. Ich bin halt sehr, sehr früh eingeschult worden. Und Dann kam ihm einfach nur vom Arbeitsamt so, ja, hier die suchen, bewirb dich da mal. Und das habe ich ja dann gar nicht gemacht. Ich habe einmal eine Bewerbung geschrieben und dann hat meine Mutter die halt ausgedruckt und hat die dann halt überall dahin geschickt. Und dann kam ihm der Einstellungstest und dann bin ich da auch einfach nur hingegangen im Sinne von, ah ja, ist ja cool, muss ich ja nicht in die Schule gehen, sondern mach hier mal so einen Test und sowas. Ja, dann kam ich da in die zweite Runde und dann musste man da halt eben auch so ein bisschen schauspielern bei so Kundenberatungsgesprächen und so kreative Problemlösungen. Sie sind bei einem Fahrradverleih und die Einzelkarte für das Fahrrad kostet so und so viel, die Wochenkarte so und so viel. Wie verkaufen Sie die Wochenkarte? Und dann taucht halt natürlich irgendwann ein Problem auf und dann muss man da eine spontane Lösung für finden. So, und das ist halt natürlich jetzt was, da rennt's ja bei mir offene Türen ein. Ja, das ist ja meine Spezialfähigkeit. Ja. Und die hatte ich halt eben dann auch schon mit 14, 15 rum.
also bekam ich dann halt eben diese Stelle, ja, und war dann halt eben plötzlich, das fing dann an, als ich wirklich, also ich musste den Ausbildungsvertrag, habe ich noch mit meinem Kinderausweis tatsächlich unterschrieben, weil ich noch keine 16 war und bin dann wirklich so 2 Monate bevor die Ausbildung anfing, bin ich dann 16 geworden und dann war ich halt eben plötzlich mit 16, ja, und ich war ja noch ein Kind einfach, ja. Ich war jetzt auch nicht irgendwie frühreif oder sonst was. Ich konnte mich halt immer schon so ganz gut verkaufen und so ganz gut acting adult, weißt du, ne? So, ja, ja. Und ja, und du bist ja auch groß. So. Ja, genau, du bist ja auch groß und bist mit anderen in der Klasse, die vielleicht ein Jahr älter sind als du und bist natürlich dann damit mit dieser Peer Group, dann wirst du genauso für so alt genommen, ne? Genau, ne? Aber ich war ja halt einfach noch ein Kind und dann halt eben plötzlich einfach dann so Anzug, Krawatte jeden Tag, dann halt eben auch mit 16 irgendwie 500 Euro verdienen, weißt du? Und während du noch zu Hause wohnst, das ist ja dann halt eben einfach, da bist du ja reich. Was quasi, ein reicher Mann, ja, ne? Ja, klar. Genau, ein reicher, gemachter Mann und sowas, ja. Aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, das hier ist gar nichts für dich. Diese ganze Welt, das widert dich einfach nur an. Das ist alles einfach nur furchtbar. Ja? Aber du hast es nicht weggelegt, du hast es auch durchgezogen. Nee, ich habe es fertig gemacht. Ich bin tatsächlich gelernter Bank- und Sparkassenkaufmann. Das heißt, du kannst jetzt überall anfangen bei der Bank. man denkt das dann immer so, aber also ich habe die Ausbildung habe ich dann mit 19 abgeschlossen. Ich bin mittlerweile 33. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich jetzt noch nehmen würden. Ja? witzigerweise, die 2 einzigen Bereiche, in denen ich gut war tatsächlich Controlling und Aktienhandel. Ah ja. und machst du da noch was mit? Nein. Gar also da hat mir dann halt natürlich für Freunde so ein bisschen für Aktien. Freunde so ein bisschen Insiderhandel und so. Ein bisschen ein paar Optionen hin und her schieben. Ja. Nee, also ich habe natürlich meine Altersvorsorge dementsprechend aufgestellt und da, was wurde der Friedrich Merz dafür gescholten, als der mal gesagt hat, die Deutschen sollten mehr Aktien kaufen, weil Aktien gelten halt in Deutschland so als ja, so Großindustrielle, die haben Aktien und sowas. Ja, und dann ging's doch mal, war das nicht mit der Post, wo das so, wo man hat den Deutschen so erklärt, nee, Aktien sind voll geil, komm, mach mit, Manfred Krug, Telekom, genau. Mhm. Und dann machen sie diese Aktien und das geht so, und dann war so nach dem Motto, siehste, ja, doch scheiße mit den Aktien. Telekom damals mit der Geste, wo dann alle so einfach so in der Stadt, weißt du, fahrende Kamera, ja, und dann so in der Stadt so Fahrradfahrer und dann haben die alle immer so einen Tee gemacht, so mit den beiden Armen, weißt du, so hier so. Also, ich dachte eher so. So. Ja. Und im Hintergrund lief das Lied, ich wär so gerne Aktionär. Oh mein Gott. Okay. Ja, damals ging das noch. Da konntest du einfach Reime, lustige Lieder, noch eine Handgeste. Ja, tut mir leid, das kostet jetzt halt eben 300.000 D-Mark, diesen Film zu produzieren. Ja? Und dann wurde das halt eben auch bezahlt. Das wäre jetzt heute so, ja gut, haben sie noch 8 andere Konzepte und wir würden ein 16. davon, nein, nicht mal, ich glaube eher ein 32. davon bezahlen. Ja? Auf jeden Fall, ja. Ich lebte bei meinen Eltern und mein Stiefvater hatte nicht nur eine große Bücherwand, sondern der hatte auch Premiere, was heute ja unter Sky firmiert. Und der hatte halt eben Premiere, weil der Bundesliga gucken wollte. Ne? Und bei Premiere gab es aber halt eben auch Filmkanäle, wo dann halt wirklich große Filme kamen. Also ne, das muss man ja tatsächlich dann heute so mit dazu sagen. Das war halt so wirklich, bevor Internet so richtig flächendeckend wurde und sowas. Ja, und da konntest du halt Filme einfach im Fernsehen gucken. Oder du hattest halt auf Videokassette oder für eine total überteuerte DVD, die halt eben so 8 Jahre, nachdem der Film im Kino lief, rauskam oder sowas, ja. Aber wirklich aktuelle Filme dann sich einfach mal zu Hause anzugucken, das ging halt tatsächlich nur, wenn man Millionär war und sich Premiere geleistet hat, ja. Und mein Stiefvater tat dies, obwohl er kein Millionär ist. Und das weiß ich noch, dann waren meine Eltern, waren dann im Urlaub, sind dann zu zweit in Urlaub gefahren. Mein jüngerer Bruder, der ist ja 3 Jahre jünger als ich, hört ja auch zu, Grüße an Marcel. Ja. Schöne Grüße. Ja. Und der war dann bei unserem Vater, ja. Und ich durfte aber alleine zu Hause bleiben. Ja, weil alt warst du? 16? Da war ich 16. Du warst ja schon quasi arbeitende Bevölkerung. Mann, ne? Genau. Ich bin ja auch arbeiten gegangen. Witzigerweise halt eben auch, am allerersten Tag bei der Bank dachte ich dann halt auch morgens so, ja gut, jetzt muss ich auch Kaffee trinken. Ne? Hab ich mir halt mit angestrengtem, angewidertem Gesicht, ja, so eine viel Zucker Kaffee, und Milch. So, genau so 8 Löffel Zucker reingemacht. So trotzdem so, boah, ist das widerwärtig. Igitt, ist das ekelhaft. Aber es muss jetzt sein. Ich trage jetzt von mir erwartet. Krawatte. Ich trinke jetzt auch Kaffee. Ja. Und so hat es mit dem Rauch noch angefangen, ne? Tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich habe ich dann da auch, also kurze Zeit vorher habe ich komm, das ist auch noch eine witzige Anekdote. Wir nehmen uns heute einfach die Zeit. Das weiß ich auch noch ganz genau. Ich habe ja nochmal die Schule gewechselt, ja, nach der Scheidung von meinen Eltern. Also von der 8. auf die 9. Klasse habe ich dann nochmal wirklich komplett die Schule gewechselt, weil wir dann umgezogen sind. Und dann kam ich dann in diese Klasse rein und es war dann halt schwierig, da einfach noch einen Anschluss zu finden, weil die waren alle schon auch lange da in der Klasse zusammen. Dann war es halt so der Neue und sowas, ja. Und es war halt wirklich schwer. Aber das war auch so die Zeit, da habe ich dann auch schon Graffiti gemalt, ja. Allerdings halt einfach so ein bisschen für mich und auch Dosen ja sehr teuer und auch schwer zu besorgen so auf dem Dorf. Viel auch immer gezeichnet und sowas. Und es gibt ja in jeder Klasse gibt's ja immer so, und zwar einmal das männliche und das weibliche Pendant, so die coole Clique, weißt du? Meistens so Dreiergruppierung und sowas. Meistens ist dann auch irgendwie so einer dabei, wo die Eltern viel Geld haben und noch einer, der irgendwie, weiß ich nicht, einen großen Bruder hat, der ihm viel beigebracht hat oder viel gezeigt hat und einer, der halt einfach immer schon cool war oder so, ja, oder sitzen geblieben ist oder sowas, ja. Und durch Graffiti wurden diese Leute dann plötzlich auf mich aufmerksam, was natürlich dann halt eben so im Alter von, also da reden wir jetzt wirklich 14, 15 rum, bist ja dann aufgeregt und denkst halt wirklich so, um Gottes Willen, ja, oh, was mache ich denn jetzt? Und oh, hoffentlich akzeptieren die mich jetzt halt eben auch so. Und ich weiß es noch genau, ich war immer vehementer Nichtraucher und mein jüngerer Cousin, der auch 3 Jahre jünger ist, der hier auch zuhört, grüße Tim, ja, das weiß ich noch ganz genau, ja, da waren wir auf einem Familiengeburtstag, ja, ich glaube von seinem Vater oder sowas, und dann irgendwann setzten wir uns so ein bisschen ab und gingen dann so eine Runde spazieren, ja, und ich fand das immer total daneben, dass der auch schon geraucht hat und sowas und was das sollte, und dann sagte der halt eben so zu mir, ey, pass mal auf, ich weiß ja, wie du zum Thema Rauchen stehst, ne? Dass du das eigentlich wirklich total ablehnst und damit gar nichts anfangen kannst und so auch noch nie an der Zigarette gezogen vorher, ja. Aber weißt du, du hängst ja jetzt halt hier auch so mit dem Sebastian und sowas rum und alles und hast ja vielleicht auch schon mitbekommen, die kiffen halt auch mal ganz gerne und ich mache mir halt nur Sorgen, wenn du jetzt so mit denen abhängst und dann, weiß ich nicht, willst du ja vielleicht da auch mal mit denen einen durchziehen. Und dann ist ja deine Lunge das gar nicht gewöhnt. Und dann hustest du ja voll und dann blamierst du dich da am Ende noch. Ach. Ich hatte mir halt so überlegt, wollen wir zwei nicht jetzt einfach mal eine Zigarette rauchen, damit du vorbereitet bist? Und das erschien mir in dem Moment so logisch. Ich habe in dem Moment wirklich gedacht, ja klar, das ist ja die einzig sinnvolle Möglichkeit. Ja? Genau so habe ich auch mit Rauchen angefangen. Ehrlich? Einfach weil man kiffen wollte und sich so dachte, ich will mich nicht blamieren. Meine Freundin hatte einen Schwarm, der öfters was geraucht hatte und dann hatte sie mit mir dann geübt, damit sie sich dann dort nicht blamiert. Ja. Und immer mit dem alten Spruch, meine Eltern kommen, ja, genau. Meine Eltern kommen. Hm. Ja. Genau, und so hat man dann halt eben angefangen zu rauchen, total albern wirklich. Ja, ne? Bis heute auch nicht losgeworden. Ja? Naja, vielleicht irgendwann noch. Ja? Auf jeden Fall in dieser Zeit bei der Bank dann, ich war halt todunglücklich irgendwie und ich suchte irgendwie, ich hatte auch so eine Aggression in mir irgendwie, weißt du, so eine richtige Wut irgendwie und kam da aber halt nicht raus, weil es war ja unvorstellbar irgendwie mit 16 oder vielleicht war ich da auch schon 17 zu sagen so, ja, ich kündige jetzt die Ausbildung bei der Bank und sowas, ja, ich mache jetzt was ganz anderes, weil ich will viel lieber Fotograf sein oder so, weißt du, so auf dem Dorf, das ist unvorstellbar, weil das war ja halt eben einfach so das Ding, auch meine Eltern, die waren alle so stolz und sowas, weil ich war da einer von 2 Leuten, die das mit dem Realschulabschluss bekommen haben, da haben sich unglaublich viele Menschen beworben, dann wurden nur 20 genommen und so, das war halt so voll die Auszeichnung, aber ich war halt eben einfach unglücklich. Dann waren meine Eltern im Urlaub. Und mein Stiefvater war ein ganz korrekter Typ. Es gab ja auch den Beate-Use-Channel dann bei Premiere. Und der hatte mir dann irgendwann einfach mal so augenzwinkernd unter Männern so den Code gegeben und sowas. Ja. Sodass ich das dann freischalten konnte. Und dann konnte man aber halt eben auch die Filme gucken, die erst ab 18 waren. Ja. Und da kam dann ein Film und der gehört bis heute tatsächlich zu meinen Lieblingsfilmen. Und später habe ich dann eben auch das Buch gelesen, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Und das war American Psycho. Ja. Von Bret Easton Ellis geschrieben und von Mary Harron dann verfilmt. Und das ist exakt das Buch, was ich jetzt als nächstes vorgestellt hätte. Ehrlich? Ja. Das gibt's ja nicht. Ja, das ist ja spannend. Ah, guck mal, ja, dann können wir das bündeln. Ja, dann haben wir jetzt sogar, können wir jetzt hier die Zeit, die wir eben gerade mit unseren Kaffee- und Zigarettengeschichten. Können wir jetzt aufholen, genau. Ja, das ist nämlich die Art, wie man podcastet. Ja. American Psycho, das weiß ich noch ganz genau. Der Film kam halt eben, der hat mich sofort, also ich komme jetzt halt über den Film, was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Ganz viele sind dann immer so, oh, der Film ist viel schlechter als das Buch und sowas. Ich sehe das tatsächlich immer als komplett getrenntes Medium voneinander, ja, weil das kannst du ja gar nicht vergleichen.
Und ich weiß es noch genau, der hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Und bei Premiere war es damals so, der Film kam auf Premiere 1, es gab Premiere 1, 2 und 3. Und der Film kam halt eben dann 20.15 Uhr auf Premiere 1, 22.15 Uhr auf Premiere 2 und dann mitten in der Nacht auf Premiere 3. Ich habe den halt dreimal hintereinander geguckt. Ach, also Wahnsinn. An dem Abend dreimal hintereinander weggeguckt. So gut fand ich den. Und der hat mich so beeindruckt, jetzt nicht, dass ich dann irgendwie davor hatte, Leute mit einer Axt irgendwie zu erschlagen oder sowas, ja. Aber ich weiß auch nicht, der hat so dieses Gefühl, in dem ich drin war. Der war wie so ein Ventil halt eben einfach, ja. Da hatte ich irgendwie, konnte da so eintauchen, ich konnte da so rein, ich konnte halt auch irgendwie so diese Leere, ne, obwohl es ja ein ganz anderer Typ ist, auch als jetzt ich, aber irgendwie so diese Leere, die hat mich so angezogen, weil ich mich damit so identifizieren konnte. Und dann habe ich mir eben das Buch besorgt und das ist auch, also es war ja lange Zeit auch indiziert, das hast du ja gar nicht bekommen. Bei mir dann damals war es schon nicht mehr identifiziert. Identifiziert! Identifiziert, ja. Ich konnte es mir dann also einfach wirklich besorgen und habe das dann gelesen und das Buch fand ich nachhaltig beeindruckend. Es ist gar nicht mal wirklich mein Lieblingsbuch von Bret Easton Ellis, aber es hat mich total in diese Welt einfach reingezogen und es war auch so, ich saß da halt eben einfach dann mit offenen Augen, wie soll man sonst auch lesen, aber mit weit aufgerissenen Augen halt eben wirklich und dachte, wie kann man so sein, wie kann man auch so schreiben, weil das Buch ja tatsächlich auch immer mal auch sehr, sehr langweilige Passagen wirklich hat, wo es dann seitenweise um Whitney Houston und Phil Collins und irgendwelche Einrichtungsgegenstände und sowas geht, aber so diese... Ich habe das sofort verstanden auch, was der Autor da vorhat, was er da macht, dass es halt jetzt keine Langeweile ist, sondern dass das diese Leere einfach beschreiben soll. Und weil ich mich in dem Moment auch so gefühlt habe, hat das total viel mit mir gemacht. Und wirklich nachhaltig mich geprägt. Es gibt halt einfach noch Szenen, die vergesse ich halt eben auch nicht. Ja, wenn ihr da diese Autobatterie an diese Frau anschließt und sowas, ja, und dann da später irgendwie das Brustfett von den Jalousien kratzt und so. Also es ist ein sehr brutales Buch. Da muss man alle Kapitel, die mit Girls anfangen, da muss man sich dann schon drauf vorbereiten, dass es da wirklich sehr explizit wird. Aber ich habe da auch nie das nur so oberflächlich gesehen, so, na, das ist ja bei American Psycho, ja geil, ey, genau so, geil Gewalt und sowas, ja mit der Axt mitten ins Gesicht und so, das fand ich natürlich auch ganz cool irgendwie, aber ich habe da immer schon irgendwie mehr auch drin gesehen und es ist ja auch mehr. Also das Buch ist 1991 erschienen und ich habe es damals auch direkt gekauft und gelesen. Stark. Ich hab sogar hier eine Ausgabe mit dem... mit der Unterschrift von Bret Easton. Wow! Der war tatsächlich mal in Köln im Rahmen der Lit Cologne und ein Freund von mir, der hat ihn sogar angesprochen, ob er nicht mit ihm in Whisky trinken gehen will. Yeah. Aber der kam dann doch nicht. Also der Bret Easton Ellis war 27, als er das Buch geschrieben hat. Yeah. Der war damals aber schon bekannt, weil er 21 war, less than zero, genau. Yeah. Und das war halt eben so die Hollywood-Jugend, die nicht weiß, wohin mit sich. Die Eltern haben Kohle, du hast alles, was du brauchst und weißt überhaupt nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Halt und dann nimmst du halt Drogen und Alkohol und ja, genau. Du hast keinen Struggle und dann, und was bleibt dann noch? Auch halt eben und total irgendwie auch ein Bild der jetzigen Generation, so Generation Z und sowas, wo ich ja auch mir viele angucke, die so gelangweilt sind von der Fülle an Möglichkeiten. Mhm. Weißt du? Und letztendlich müsste man sagen, dass Americans, also es geht ja um den Patrick Bateman, der an der Wall Street arbeitet, der sehr viel Geld verdient. Ja. Wir sind im New York der 80er, Donald Trump läuft man irgendwann auch mal durch den Weg, Roman. Ja. Genau. Tom Cruise wohnt unter ihm. Ja. Ja, und es geht eben darum, dass er super schön aussieht, dass er tolle Klamotten trägt, dass er in die besten Läden geht, in die besten Clubs, mit den besten Frauen schläft und er zählt genau auf, welches Duschgel er benutzt, welches Aftershave er benutzt, weil das alles sind Äußerlichkeiten. Es wird alles nach außen getragen und das ist wichtig, nach außen. Und es geht überhaupt nicht jetzt, dass man irgendwie einen Mörder zeigt, sondern es geht darum, wie die Gesellschaft sich verändert, dass alles, was du an Begehrlichkeiten hast, käuflich ist, konsumierbar ist. Und ich habe ein Zitat mir rausgesucht, das klingt groß, das müsste man eigentlich ein bisschen mehr so durchdringen, was damit eigentlich wirklich gemeint ist, is evil something you are or is it something you do? Ah, stark, ne?
Und Bradley Snellis hat ja auch so einen ganz reduzierten Schreibstil halt eben wirklich. Ne? Das ist ja gar nicht prosaisch oder sonst was. Ja? Sondern das sind ja wirklich immer so mit dem Hammer geformte Sätze. Ja? Ja, und ist auch sehr trocken. Genau. Ne? Aber er meandert natürlich auch viel in seinen Romanen. Die sind manchmal vielleicht auch ein bisschen länger, als sie sein müssten. Absolut, vor allen Dingen Glamourama. Glamourama ist viel zu lang. Also ja, auch ein super das cooles dann, Buch mit einer ganz tollen Prämisse, was ja irgendwann völlig abdreht einfach nur. Ja, das ist so wie so ein Traum. Du träumst und dann träumst du weiter und dann ist es so woanders und so. Du merkst, er fand nicht so richtig zum Schluss hin. Ne? Ja. Er läuft da so durch. Aber trotzdem, ich finde Bret Easton Ellis einen wichtigen Autor, der immer noch viel zu sagen hat. Der hat, glaube ich, auch sogar einen Podcast. Und hat auch jetzt auch gerade ein neues Buch. Kommt nicht mehr raus. Ach so, kommt nicht mehr raus. Okay. Also nicht und es gibt eine... Ja, es gibt einen anderen Autor, den ich auch sehr gerne lese, Benjamin von Stuckrad-Barre, der war, um seine Alkoholsucht zu bekämpfen oder ja zu überwinden, ein Jahr lang in Chateau Marmont, in diesem Hotel, hat ihn Udo Lindenberg finanziert und dort hat er sich dann auch mit Bret Easton Ellis getroffen. Da sind auch schöne Sachen drin in dem Panikherz, in dem Buch, kann ich also auch jedem empfehlen, das ist auch ein schönes Buch. Ah, sehr gut, ja. Ja, so viel zu Bret Easton Ellis. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Lieblingsbuch von Bret Easton Ellis bei mir tatsächlich Die Informanten. Das ist eher so eine Kurzgeschichtensammlung, finde ich aber total gut. Ja. Habe ich auch hier im Regal stehen. Lese ich wirklich total gern. Ich habe auch alles von ihm gelesen. Jetzt sein neues Buch ist ja White, was ja aber dann kein fiktionaler Roman ist. Ne? Also das fand ich bei ihm halt eben auch ganz interessant. Der hat ja dann zum Beispiel mit Luna Park, da geht's um eine Figur, also es ist ein Roman, aber die Hauptfigur heißt Bret Easton Ellis und ist Autor. Und Patrick Bateman taucht dann da halt auch immer mal so auf und sowas, ja. Also es ist ja irgendwie dann schon auch so ein gewisses Universum. Es gibt ja dann auch immer mal so Verstrickungen. Aber ja, bei mir hat das halt eben einfach, ich glaube einfach, es war so diese Leere, die diese Figur empfindet, ne? Im Roman wird ja auch wesentlich deutlicher als im Film, dass das wahrscheinlich alles einfach nur in seinem Kopf ist. Ja? Dass er gar nicht wirklich diese Morde begeht. Es wird nie komplett aufgeklärt, das kann man schon dazu sagen. Jetzt hier auch im Übrigen, das ist nicht spoilern oder sowas, ist ja wohl totaler Blödsinn. Ja. Also Leute, die gerne lesen, haben dieses Buch sowieso schon gelesen. Ja, eben. Ne? Und allen anderen verdirbt man damit halt eben auch nichts, weil es wird nicht besprochen. Es geht auch gar nicht darum. Es geht auch nicht um Whitney Houston oder um Visitenkarten oder um Huey Lewis and the News oder sowas, ja. Sondern es geht halt eben immer so um seinen Platz in der Welt halt eben zu finden. Ne? Und er versucht das ja halt eben. Und ich hatte halt eben immer so irgendwie, für mich war das so, ich hatte so das Gefühl, vielleicht ist Patrick Bateman, wollte der halt eben auch was anderes, aber hat halt irgendwie auch gedacht, alle erwarten ja jetzt von ihm, dass er das und das auch macht und so. Er kommt ja auch aus so einer reichen Familie, das wird ja dann auch bei, ich glaube, einfach unwiderstehlich. Da geht's ja dann auch um seinen jüngeren Bruder Sean Bateman und sowas, ja. Die kommen ja auch aus so einer reichen Familie und sowas, ja. Und so, ich komme jetzt nicht aus einer Familie, ich wurde nicht reingedrängt in die Bankkaufmann-Ausbildung, aber man hat das schon auch so von mir erwartet, weißt du. Also es waren dann schon alle auch sehr, sehr stolz, dass ich den Platz bekommen habe und also das hätte ich schon sehr, sehr gut verargumentieren müssen, wenn ich gesagt hätte, ich mache das nicht oder ich breche das jetzt ab oder so. Und keine Ahnung, das war für mich damals irgendwie ein sehr, sehr gutes, ein Ventil. Ja, wirklich ein Ventil. Ja. Ich mache einfach mal weiter mit dem nächsten gerne. Buch. Und zwar, ich habe damals in meiner frühen Adoleszenz gerne das Magazin Tempo gelesen. Ja. Das war bahnbrechend neu, anders. Die Leute, die dort geschrieben haben, hatten eine neue Art zu schreiben. Und das war nicht Bravo, das war nicht Stern, das war, also da hat man sich total abgeholt gefühlt. Und als Tempo eingestellt wurde, wusste ich jetzt bist du wirklich erwachsen. Da gab es einen jungen Autor, der war damals jünger als ich und der hat diesen Gonzo-Journalismus ein bisschen imitiert. Das ist dieses, dass der Journalist sich, dass man sich, oder Gator Lees, dass man sich nicht so rauszieht aus den Reportagen, sondern dass man sich in die Mitte stellt und der Leser quasi mit einem die Dinge erlebt. Und ich rede von dem Autor Mark Fischer, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Nein, noch nicht. Ja, okay. Mark Fischer hieß dieser Autor, der das für Tempo gemacht hat, der kam also spät dazu und ist darunter bekannt, auch dass er mit Björk mal irgendwo auf einem Dach saß und ihn interviewt hat. Das war damals ganz neu und anders. Wow, krass. Und er hat eine neue Art gehabt zu schreiben.
Und geboren 1970 in Hamburg, schrieb er also für ganz viele verschiedene Zeitschriften, tauchte immer mal wieder auf und hat 2011 einen Roman veröffentlicht, der hieß Hobalala, wie ein Titel von João Gilberto, ein Bossa Nova-Sänger. Ja, und das ist ein Roman, der mich wirklich so tief berührt hat, und den ich unbedingt vorstelle, also der heißt Obalala, auf der Suche nach João Gilberto oder João Gilberto. Ja. Es handelt eben davon, dass Marc Fischer nach Rio de Janeiro reist, um diesen Menschen zu finden. Ja. Das ist also ein alter, interessanterweise letzte Woche verstorbener Sänger und Gitarrist, ja, der Legende nach in einem Hochhaus lebt in Rio und nur noch nachts wach ist und stundenlang auf seiner Gitarre spielt. Und Marc Fischer macht sich also auf den Weg und hat so ein paar Leute vor Ort, die er kontaktieren muss oder soll oder möchte, um ihn zu finden. Und davon handelt dieses Buch. Und immer wieder taucht in diesem Buch eine Frau auf, die er in Deutschland zurückgelassen hat und nach der er sich sehnt und von der er immer wieder anfängt zu reden. Und ja, und in diesem Buch, diese ganze Sehnsucht, diese Saudade des Bossa Nova, die Geschichte des Bossa Nova taucht auf. Man liest das Buch, man möchte sofort Platten drauflegen, man muss sofort João Gilberto hören. Und diese ganze Sehnsucht kulminierte darin, dass Tage bevor dieser Roman erschien, und ich hatte den wirklich mir schon aufgeschrieben, dass ich den kaufe, weil es ging durch die Presse, dass der jetzt erscheinen wird, Marc Fischer hatte ein großes Problem, der hatte wohl psychische Probleme. Mhm. Letztendlich hat er die Erscheinung dieses Romans nie erlebt, weil er am 2. April 2011 in Berlin gestorben ist. Da war der 40 Jahre alt. Mhm. Und die ganze Presse redet nicht drüber. Es gab irgendeinen Artikel, wo es dann drin stand. Ich weiß gar nicht, ob man darüber reden darf. Er ist wohl in einem Zustand, wo er nicht unbedingt, also er hatte wohl psychische Probleme und ist wohl von einem sehr hohen Gebäude runtergefallen. Ah ja, so. Okay, also man redet nicht und offiziell über Selbstmord. Man redet überhaupt nicht, man redet nicht drüber und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Familie möchte auch nicht, dass man drüber spricht. Ja. Aber diese ganze Traurigkeit, die dieses Buch hat, die setzte sich ja schon auf meine Schultern, als ich es aufgeschlagen hatte, weil ich wusste, dass der hier mit mir spricht, dass der gar nicht mehr da ist. Und auch diese Sehnsucht immer nach dieser Frau. Mhm. Dann dachte man natürlich, oh Gott, da war der. Ne? Also es ist ein hartes Buch, es liest sich wunderschön, aber es ist wirklich auch sehr melancholisch und Und das Verrückte ist, dass halt João Gilberto weit über 80 Jahre alt wurde und Marc Fischer nur 40. Und haben Sie sich dann getroffen? Verrückt ist, sie haben sich nicht getroffen. Oh. Und was auch verrückt ist, es gibt eine lustige, oder lustige, eine kleine Sache. Er hat also es geschafft, ihm seine Telefonnummer zu übermitteln. Und nachts klingelt das Telefon bei ihm im Hotelzimmer und er hebt ab. Und João Gilberto ist dran. Und er spielt ihm ein Lied vor. Und dann ist das Telefonat beendet und am nächsten Morgen wacht er auf und er weiß nicht mehr, ob er das geträumt hat oder ob es wirklich passiert ist. Wahnsinn. Ja. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ja. Marc Fischer mit, sagen wir mal, Obalala. Obalala. Obalala auf der Suche nach João Gilberto. Obalala deshalb, weil das ein Song ist. Ja, von, klar. Auch João Gilberto können wir zwei, glaube ich, auch einfach alles empfehlen. Ne? Ja, alles. Bekanntestes Lied natürlich, Girl from Ipanema, ne? Hat ja seine Frau gesungen, damals Frau Astrud Gilberto. Aber das hat ja Stan Getz komponiert, ne? Ja, aber sie ist natürlich damit, ich glaube, die wollten irgendeine andere Sängerin oder so, dann war halt dann von wegen, komm, da war die Gattin halt in der Nähe und dann hat man die sich halt gegriffen. Genau, sing du mal. Und so kam das. Ja, es ist ja halt eben auch manchmal. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Stiefvater, habe ich da letztens mal über Filme gesprochen, ja, und der meint dann so, der ist ein großer Harpe Kerkeling-Fan, aber der hat halt gesagt, ich gucke mir halt diesen Film, der jetzt über den im Kino war, der Junge muss an die frische Luft, den gucke ich mir nicht an, weil der Harpe Kerkeling, der hatte halt wirklich ja eine schlimme Kindheit und das ist alles furchtbar und das will ich nicht sehen, ja. Ich möchte ins Kino, möchte ich gern gehen und dann wirklich halt mit einem guten Gefühl da auch rausgehen. Was Erbauliches. Ja? Genau, ne, was ja halt eben
auch recht normal, glaube ich, so bei dieser Generation ist, ne? Die halt wirklich dann noch so von der Kriegsgeneration dann auch erzogen und aufgezogen worden sind. Und das war ja dann halt eben, also gerade in Deutschland, war das ja dann halt eben auch so der Heimatfilm. Das hatte ja einen Grund, warum der so in den 50er Jahren so erfolgreich war, weil da wollten halt die Leute nach dem ganzen Leid, nach der ganzen Scheiße einfach mal irgendwie sehen, ach, ist das nicht toll, jetzt haben die hier doch noch den Heuschobe gestrichen bekommen und dann das Volksfest kann stattfinden oder sowas, ja. Hm. Ich glaube halt eben so, je weiter man von so einem großen realen Leid weggeht, umso größer wird dann auch einfach wieder die Sehnsucht nach Leid tatsächlich, ne? So merkwürdig, wie sie es vielleicht auch anhört, aber ja, die Sehnsucht, etwas wirklich zu fühlen. Genau, ne? Weil dass man wirklich berührt wird. Genau. Und in unserer sehr durchorganisierten, ungefährlichen Welt gibt's das halt eben einfach nicht mehr. Darum haben halt eben explizite Serien und krasse Sachen, explizite Filme und Hardcore-Sachen und sowas. Darum hat das halt eben Konjunktur. Also weißt du, in einer reichen Stadt wie Frankfurt, da gehen halt eben Leute dann auch zu einer Domina, um irgendwie mal was zu spüren. Das wirst du in irgendeinem Krisen, also in Aleppo gibt's mit Sicherheit keine Dominas. Ja? Und da gibt's halt auch kein Jochen Schweizer Bungee Jumping oder Paintball. Ja, oder genau, sowas. Das ist ja auch, habe ich kürzlich jemandem erklärt, ne, durch diese ganzen Achterbahn und Bungee Jump, ja. Der Körper wird ja betrogen, der glaubt, er stirbt und schießt halt alles an Adrenalin, an alles an Glückshormon raus, genau. Damit man den Tod so schön wie möglich, dass man so schön wie möglich hinübergleitet. Genau. Ne, und das ist es halt, das ist dann halt wie so ein Rausch. Ne? Ja, absolut. Ja, dass man da halt eben dann einfach reinkommt. Ne? Alles klar. Ich mach weiter. Ja. Ja. Okay. Ja. Wir sprachen, jetzt überlege ich halt eben auch, mache ich jetzt auch nochmal so eine schwere Nummer oder nehme ich jetzt irgendwie was Leichtes. Man hat halt eben auch, also wenn ich so durchgehe, es sind alle Bücher, also Hotel und ein Regenschirm für diesen Tag, vielleicht hätte ich mir die so als Joker aufheben sollen, weil die sind noch recht witzig. Ich mache einfach mal weiter mit Truman Capote und zwar mit dem Roman Kaltblütig. Ah, okay. Ja. Hast du den gelesen zufällig? Nee, aber ich habe ihn hier stehen. Es steht auf meiner Liste. Also, aber ich weiß. Auf einer der vielen Listen, ja. Ich habe quasi den Wikipedia-Artikel zu dem Buch in meinem Kopf. Ah, sehr gut, ja. Also worum geht's? Truman Capote, manchen vielleicht einfach bekannt durch den Film Capote, der auch tatsächlich die Entstehungsgeschichte von Kaltblütig behandelt. Filmliebhaber natürlich bekannt durch die Adaption von Frühstück bei Tiffany's. Ja. Auch ein tolles Buch im Übrigen, was man wunderbar auch lesen kann. Eine tolle, spritzige Literatur. Ich habe mich aber für Kaltblütig entschieden, weil das für mich so ein Buch war, wo ich einfach, also ich habe immer eigentlich nur, ich war nie so ein Sachbuchtyp zum Beispiel. Ja. Ich habe immer lieber dann auch Geschichten gelesen. Ich habe auch nie irgendwie so Dokumentationen haben mich nie interessiert oder jetzt irgendwie so ein akkurater historischer Roman oder sowas. Kann ich auch bei Filmen zum Beispiel nicht so viel mit anfangen. Ich brauche nicht den Hinweis, dass es auf echten Tatsachen beruht oder sowas. Ja. Aber Truman Capote hat für mich da einfach nochmal eine neue Tür aufgestoßen, weil mit Kaltblütig hat er ja ein neues Genre wirklich so erschaffen, nämlich den Tatsachenroman. Also wir haben eine Erzählung in Romanform, die allerdings komplett auf Tatsachen beruht. So ein bisschen so der erste True Crime ganz genau, vielleicht. Ganz genau, richtig. Ne? Und ich war zum Beispiel nie groß auf so ein Krimi-Fan oder sowas, ja. Aber hier irgendwie, der hat mich so reingezogen, der Roman, ja. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, weil worum geht's? Wir haben Edward Smith und Richard Eugene Hickok, der Dick genannt wird. Das sind zwei Typen, die haben sich im Gefängnis kennengelernt und auch einen anderen Mann im Gefängnis kennengelernt. Und der erzählte ihnen von einer Farmerfamilie, von einer reichen Farmerfamilie und wie viel Geld es da zu holen gäbe, wenn man die doch nur aus dem Weg schaffen würde und den Safe dann einfach an sich reißen würde. Edward und Dick kommen dann irgendwann aus dem Gefängnis raus, schließen sich dann zusammen und beschließen, wir bringen jetzt diese Farmerfamilie um und räubern den Safe aus. Das kann man ruhig verraten, weil das relativ schnell am Anfang des Romanes auch schon aufgeklärt wird. Und dann geht es aber halt eben einfach darum, Truman Capote ist dann halt wirklich dahin gefahren und hat dann Interviews geführt mit den beiden. Und dieser Richard Eugene, oder ich nenne ihn jetzt auch einfach Dick, dem merkt man halt wirklich an, das ist halt so ein harter Typ, der bereut auch nichts, der sitzt halt eben jetzt einfach im Knast und nein, mein Gott, ich hab's halt probiert, ich bin halt erwischt worden, was soll man machen, ja, so läuft's halt eben, weil die sitzen nämlich in der Todeszelle, ja. Und
Edward Smith hingegen ist ein ganz anderer Charakter. Der wirkt nämlich sehr, sehr sanft, ja, und sehr, sehr bedacht und auch so, als ob es ihm wirklich leid tut. Und als ob er halt eben einfach, hat auch eine sehr unglückliche Kindheit und alles, und als ob er da halt irgendwie einfach so reingeraten ist. Und ich finde so dieses Spiel mit Schuld und auch wie Menschen manipuliert werden können und auch was so, ja, wie so die Vergangenheit halt eben auch auf einen selbst einwirkt. Das finde ich immer eine ganz interessante Sache, weil mich hat das dahingehend sehr bekommen, obwohl es ein ganz anderer Punkt ist, aber ich bin jetzt auch seit 6 Jahren schon mit meiner Freundin zusammen, wir leben zusammen und alles, und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt einfach weiter so bleibt, aber ich bin ja auch ein Scheidungskind, ne? Ich habe ja auch so diese Vergangenheit und dadurch natürlich auch immer diese Angst, was ist jetzt, wenn es dann doch irgendwann nicht mehr ist? Und dadurch auch dann diese Angst, soll ich mich überhaupt auf irgendwas einlassen? Das ist ja jetzt ein ganz, ganz anderes Thema wirklich, ja, aber kaltblütig hat mich da irgendwie in so einer Hinsicht sehr berührt, und es ist auch, ich habe auch eine sehr, sehr schöne Ausgabe, die ganz besonders aussieht und noch einen besonderen Druck auch noch irgendwie hat, also auch nicht so ein Standard-Taschenbuch oder sowas ist. Und ja, ich habe es wahnsinnig gerne gelesen und mich hat es total erreicht, und Truman Capote kann ich generell auch wirklich alles empfehlen. Also das hat eine unglaubliche Poesie immer in der Sprache drin, und vielleicht halt eben auch, also was sich auch so ein bisschen durchzieht bei Arthur Haley, weiß ich es jetzt nicht, aber ansonsten, es sind auch immer so ein bisschen verschrobene Typen. Komischerweise auch im Übrigen nur Männer auf der Liste, was jetzt gar nicht so eine bewusste Entscheidung ist, weil ich Sexist bin oder so, ja, sondern keine Ahnung, vielleicht halt eben einfach. Ich habe auch immer so das Gefühl, ich brauche das dann schon auch, mich mit dem Autor identifizieren zu können. Obwohl ich ja auch mal erzählt habe, dass ich das total trenne und mich das gar nicht interessiert, was die Person privat macht. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie reizt es mich dann doch, wenn ich da irgendwie was fühle. Was vielleicht auch einfach ganz gegenteilig zu mir ist, weil ich bin weder homosexuell noch stark alkohol- und drogenabhängig. Ja? Aber keine Ahnung, hat mich irgendwie sehr, sehr erreicht und kann ich auch nur empfehlen. Auch nicht unbedingt Strandliteratur, würde ich jetzt sagen, ja, aber Kaltblütig von Truman Capote würde ich wirklich empfehlen. Zieht einen halt so richtig rein. Du bist dann einfach da in dieser Welt drin und du fragst dich halt eben auch selbst, okay, was machen wir jetzt mit dem Kerl? Weil irgendwie ist er ja schon auch vom Leben gestraft. Auf der anderen Seite hat er halt auch jemanden kaltblütig umgebracht. Und manipuliert er mich jetzt hier einfach mit seinen lieben Augen und seinem doch sehr, sehr intelligenten Wesen auch? Ist er da wirklich einfach nur unverschuldet reingeraten? Wie gehen wir jetzt mit dem um? Ne? Das ist ja hochaktuell, ne? Ja, eben. Ne? Hm. Was machen wir mit klar. dem? Ja? Naja, klar. Ein Buch von 1965. Und ja, das sowas finde ich halt auch immer interessant, wenn einfach Bücher zwar in einer bestimmten Zeit spielen, aber zeitlos sind. Also auch bei dir eben, ja. Jane Austen, das ist ja auch klar, ja. Jetzt gibt's nicht mehr so diese Adelsgeschlechter und sowas, ja, aber trotzdem, ne, es ist ja, das sind immer große Themen, und die werden auch in 100 Jahren noch große Themen sein. Und die waren auch vor 1000 Jahren schon Themen. Also ja. Ich denke, dass der Mensch sich selber in seinem Menschsein gar nicht so sehr weiterentwickelt hat. Ja. Auch was Liebesleben angeht, Beziehungen, Freundschaften und so weiter, man begegnet immer wieder den gleichen Themen, es ist alles Paraphrase. Und deshalb sollte man auch immer, wenn man irgendwelche Probleme hat, sich gerne mitteilen und dann feststellen, dass andere ähnliche Probleme haben. Eben, ne? Eben. Und nichts ist uns eigen und wir sind gar nicht so individuell, wie wir immer glauben. Absolut. Und viele Dinge sind vor 100, 200, 300 Jahren, passieren ständig überall, und darum sind solche generell viele, viele, viele Themen, die in Romanen verhandelt werden, völlig zeitlos. Absolut. Und du kannst in eine Fantasy-Welt stecken, du kannst in eine Zukunftswelt stecken, du kannst in 1850 in England stecken oder ja. In den, weiß ich was, Irakkrieg stecken. Es ist immer irgendwie, immer wieder die gleichen Themen, die ja, einen umtreiben. Wir sprachen ja auch schon mal darüber, dass es halt, privat sprachen wir schon mal drüber, dass es gibt ja so diese Grundgeschichten einfach, diese großen Grundthemen, die halt in Geschichten verhandelt werden. Mhm. Ja? Ne, der Aufstieg des Helden und so weiter, der tiefe Fall und sowas, ja. Und da gibt es nicht eine unendliche Anzahl davon. Da gibt es nur eine unendliche Anzahl an Variationen dazu. Ja? Genau. Von ganz verschiedenen Sachen. Also was ist Patrick Bateman in American Psycho? Ja? Letztendlich mit anderen Mitteln auch so eine Figur wie Don Draper in Mad Men oder Walter White in Breaking Bad oder sowas. Das sind ähnliche Figuren einfach. Wir sehen den Fall einer Figur, ja, und das macht uns ja auch irgendwo Freude, ne? So unangenehm, wie es vielleicht auch ist, das zuzugeben, aber wir wollen Menschen scheitern sehen, wir wollen Menschen sehen, die es nicht hinkriegen. Wir sympathisieren mit dem Joker in Batman mehr als mit Batman, ja, und das ist uns einfach zu eigen, ja.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich scheitern sehen will. Ich glaube eher, wie man wie mit diesen Hindernissen, die sich dir ins Leben in den Weg stellen, wie man damit umgeht, genau. wie andere damit umgehen. Ja, genau. Also wir wollen natürlich nicht einfach nur den Fall sehen, ja, sondern wir wollen sehen, wie das die Menschen machen. Du hattest ja auch, kann man gerne als Werbung jetzt einfach mal einflechten, du hattest ja auch lange Zeit in Köln die Show, die große Show des kleinen Unglücks. Ne? In Frankfurt gibt's die Fuck-Up-Nights und sowas, ja, wo halt eben einfach Menschen davon erzählen, okay, ich habe die Firma voll gegen die Wand gefahren oder ich habe mich total blamiert oder sonst was, ja. Aber das Interessante ist ja nicht nur diese Geschichte. Dann sind wir halt bei so Fail-Compilations, wo Leute halt einfach hinfallen und dieser ekelhafte Danny Klose sagt dann so, oh ja, da hat sich aber jemand ordentlich hingelegt. Ja. Ups, die Pfannenshow. Ja. Aber, die Schwerkraft. Wenn wir einfach mitbekommen, wie Menschen damit umgehen, dann gibt uns das ja halt eben auch einfach Kraft. Und das auch, wenn es fiktive Figuren sind. Ne? Oder jetzt hier ist es halt ein Tatsachenroman, aber es ist ja dann trotzdem prosaisch einfach geschrieben. Ja. Jasmin, was hältst du von einer kurzen Pause? Ja, ich weiß nur nicht, wie ich mit meiner Aufnahme damit umgehe. Ja. Komm, dann lassen wir einfach die Aufnahme weiterlaufen. Ja. Ja. Und dann schneide ich das später raus. Ich mache noch mir kurz eine Markierung. Okay. Ja. So. Hätte ich jetzt auch klatschen sollen? Nein, nein. Das ist ja nur eine Markierung. Okay. Einfach weiterlaufen. Ja, okay. Ja. Achso, ich dachte, du willst jetzt einen Kartoffelkratzer machen. Ja. Viel Spaß. Die Frage ist halt nur, wie lange wir noch, ob wir das noch alles schaffen, so. Nee, ich muss nicht um halb weg, aber irgendwann, obwohl ich kann es ja auch ziehen, irgendwann kommt der eine Sohn nach Hause und irgendwann ist der andere Sohn im Büro und fragt, wo ich bin und so weiter. Deshalb, weil heute ist ja auch Zeugnistag, da haben die früh Schule aus. Oh. Also, was habe ich denn noch alles? Eins, zwei, hatten wir schon. Drei, vier. Vier Bücher hätte ich noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hätte noch fünf sogar. Genau. Ja, du bist ja jetzt mit dem nächsten dran. Okay. Vielleicht verbinde ich zwei sogar, dann ist es nicht so. Ja, aber lass uns nicht durchhetzen. Ja, ja. Ja. Okay. Okay, warte, ich mache mir wieder das Zeichen. Alles klar. Also, dann kommen wir mal zu meinem nächsten Buch. Da habe ich einen Autor, von dem habe ich tatsächlich zwei Bücher in der Liste. Ja. Weil dieser Autor so wegweisend war für mein Lesen und für mein, weiß nicht, für meinen Blick aufs Leben, ich weiß es nicht. Ich habe den damals auch durch den Malibu Verlag kennengelernt. Ja. Da wurde das Hotel New Hampshire empfohlen. Ja. Das habe ich dann auch gelesen. Ja, habe ich auch gelesen. Ja, ist aber nicht sein Bestes, aber es war halt das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Aber was ich heute hier mitgebracht habe, sind zwei Bücher. Einmal Gab und wie er die Welt sah. Spitzenbuch. Und einmal Gottes Werk und Teufels Beitrag. Ja. Gab und wie er die Welt sah, ist 1978 erschienen. Ach was, spielt das also eher so. Nicht. Und als er das geschrieben hat, es war also sein erster Roman, der durch die Decke ging, da war der 36 Jahre alt. Ja.
wurde auch verfilmt, 82 mit Robin Williams, den haben vielleicht viele schon gesehen, ist echt gut verfilmt, muss man sagen. Ich hatte den Film aber lange danach erst gesehen, ich hatte das Buch also vorher gelesen. Ja. Es geht um einen Typen, der eben Garb heißt, T.S. Garb, geboren von seiner Mutter, die einen sterbenden Soldaten im Krieg damals verführt hat, verführt auch nicht mehr, der Arme wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht, auf jeden Fall war sie praktisch die wollte halt ein Kind, ne? Die wollte ein Kind, genau. Und die wollte keinen Mann. Ja. Und sie war Krankenschwester und war Schulschwester an der Schule, in die dann auch Garb ging. Und in diesem Buch entfaltet so sich so die ganze Welt von John Irving. Ja, John Irving, der lebt in Maine, Nordengland, USA. Und New England heißt New es. England. Wie heißt es denn? New England. New England. Genau. Und übrigens auch Komparatistikprofessor. Und ich hatte 3 Monate lang den großen Wunsch, bei ihm zu studieren. Ne? Moment, 3 Monate lang hast du dir das gewünscht oder 3 Monate? Ja, und dann, nee, 3 Monate, ich hatte das geplant und bin dann doch nach Hamburg gezogen. Ach so, ja. Und ja, also in dem Buch geht es eben um diesen unehelich geborenen Jungen von Jenny Fields, ist seine Mutter, ja. Und sie ist eben Feministin und wie er so durchs Leben struggelt, so groß genau. Gesagt, ne? Also Garb und wie er die Welt sah. Ja. Und auf eine Art ein Forrest Gump. Wobei er viel cleverer ist, aber er ist auch so Typ, der und hat auch, irgendwie auch einen tollen... bösartiger auch, ja, oder verschlagener, würde ich sagen, oder ja, cleverer oder so auch. Klar. Ja. Also Forrest Gump ist ja halt wirklich so ein total Liebe, ne? Genau, genau. Wie heißt so schön, Trottelchen. Ja. Also Garb ist eben, er will Schriftsteller werden. Ja. Zieht dann nach Wien, also es gibt immer so wieder Sachen, die wiederkehren, Transsexuelle, Bären, ja. Ringer, ja. Andere Schriftsteller, ne? Also Wien taucht immer wieder auf, ja, in den ganzen Romanen, stimmt. Hier kommt alles auch ein bisschen zusammen und was mich bei Irvings Roman immer so interessiert ist, er ist so nah an den Leuten und den Leuten, die einem so nah sind, passieren aber immer wirklich richtig schreckliche Sachen. Genau. Also das Schlimmste, was denen passieren kann, passiert denn dann auch. Genau. Und teilweise komische Dinge, also tragisch komisch. Und ja, und irgendwie ist es so, dass du, wenn du die Bücher von John Irving liest, so das Gefühl hast, so die Welt ist so reich an Dingen und es passieren so viele tolle Sachen und in allen Ärger und in allen Krisen ist aber immer, da wächst immer wieder was Gutes raus. Ja. Ne? Und und dann auch dieses Gefühl, das Leben in Angriff zu nehmen sozusagen. Ja. Zu sagen, ich mache das trotzdem. Ich lebe es jetzt einfach und ich traue mich auch Dinge und nimm dann halt die Sachen in Kauf. Und bei dem zweiten Buch von ihm, was ich direkt jetzt kurz im Anschluss erwähne, weil ich gerade bei John Irving bin, das ist 1985 erschienen und ich habe es damals gelesen und ich finde es heute schwierig reinzukommen, wieder darin zu lesen. Es geht um einen Arzt, der ein Waisenhaus hat und ist Frauenarzt. Ja. Zu ihm kommen Frauen in die Stadt, die schwanger sind und dieses Kind nicht behalten können. Ja. Und sie bekommen von ihm, das sagt er so schön, sagt er, ich bin nicht Gott, ich kann überhaupt nicht richten. Ich gebe den Frauen, was sie wollen. Und die einen wollen eine Abtreibung und die andere wollen eine Geburt. Ja. Und die Kinder, die dann halt dort geboren werden, die bleiben halt bei ihm im Haus. Und die anderen Kinder werden abgetrieben, so nach dem Motto, ich kann den Frauen nicht sagen, krieg kein Kind, ja. Du musst ein Kind kriegen. Das kann ich nicht. Aber ich kann ihnen eine Abtreibung geben, die ihr Leben nicht gefährdet. Und man darf nicht vergessen, Frauen treiben immer ab, wenn sie kein Kind wollen, unter Lebensgefahr, immer, in jeder Gesellschaft, in jeder Zeitepoche. Ja. Und wir haben die Möglichkeiten, es so zu machen, dass die Frau nicht dabei drauf geht. Und dann sollte man das verdammt nochmal tun. Ja. So, und dann, das ist dann momentan auch wieder aktuell, Alabama, ne? Pro-Life gegen Pro-Choice, was machst du, ne? Und das ist halt, das hat so meine Einstellung da geprägt, dass ich eben sag, jeder macht so, wie er denkt. Absolut. Und kriegt aber in unserer zivilisierten Gesellschaft eine gute Behandlung dafür. Und eben. Das Kind, wenn man das Kind austragen will, kriegt es auch eine gute Behandlung dafür. So. Wann hast du das gelesen? Das war in den 80ern. Ah, okay. Das gelesen. Also, das hat mich mitgeprägt, bei allem, was ich über Abtreibung und so weiter denke. Ja. Also darum finde ich das Buch wichtig, weil und es ist natürlich auch ein wahnsinnig schöner, langer Roman. Es geht dann um einen kleinen Jungen, der dort geboren wird, Homer Wells, und der weint nie, weil Kinder halt im Waisenhaus sowieso nie weinen, weil ja niemand auf sie hört. Niemand hört sie weinen und darum hören sie irgendwann auf zu weinen. Und Dr. Large möchte ihn halt als seinen Nachfolger
sehen. Und der Junge will das halt eigentlich gar nicht und reist aus und will ein anderes Leben. Und ich glaube, zum Schluss ist es so, dass er dann doch sagt, okay, dann mache ich es halt. Und es wurde auch verfilmt. Mhm, den genau. Habe ich nicht mit wirklich Toby, gesehen. Mit Toby Maguire als Homer genau. Welch. Ja. Genau, und Michael Caine als Dr. Large. Aber den Film habe ich nur ausschnittehalber gesehen. Ich habe es echt schwer mit Verfilmungen von Romanen, die ich toll finde. Ich glaube, es ist immer, hatten wir ja auch schon im Laufe des Podcasts. Also ich glaube, man muss diese Trennung halt wirklich vornehmen. Man darf halt nicht erwarten, dass man jetzt den Film als Buch bekommt oder das Buch als Film, weil es sind einfach zwei unterschiedliche Medien, die ganz anders funktionieren. Ich glaube aber auch, es funktioniert immer besser, wenn man erst den Film gesehen hat und dann das Buch liest. Ich glaube eher so, also ich hab mir da so einen Weg gebastelt, wenn ich das Buch lese, habe ich den Film ja in meinem Kopf. Ja. Ne, ich mache mir ja selbst einen Film. Ja. Und das kann natürlich niemals der Film sein des Regisseurs, weil natürlich der Regisseur nicht. Hat wieder auch seinen eigenen Film im Kopf, beziehungsweise der Drehbuchautor. Deshalb, mir fällt es dann leichter, wenn ich das Buch gelesen habe, dann einen Film zu akzeptieren als eine Art der Interpretation dieses Romans. Ja. Nur wenn ich den Film zuerst gesehen habe, dann ist das, was ich im Kopf habe und lese dann mit diesem Filmgerüst das Buch. Ja. Und das fällt mir dann schwerer. Also bei mir ist immer so, lieber Buch und dann Film als Variation. Ja. Dann funktioniert's. Nee, das funktioniert bei mir tatsächlich ganz gut. Also ich konnte American Psycho, habe ich ja erst den Film gesehen und dann das Buch lesen, vollkommen befreit davon. Ja? Mhm. Und dann sieht die Figur auch in meinem Kopf nicht zwingend wie Christian Bale aus. Ja? Natürlich, manchmal flackern dann Dinge auf, wo ich mir denke, ah, das war ja dann im Film so und so dargestellt, aber das Buch funktioniert ja ganz anders, ja, und ist ja ganz anders aufgebaut und da sind ja auch ganz viele Szenen drin, die gar nicht im Film drin sind, weil das kann ja ein Film gar nicht leisten, dass der das Buch irgendwie einfach so, ja, ist ja quasi das Drehbuch, dann drehen wir das jetzt einfach nach, ne? Funktioniert ja nicht. Ja, ist unmöglich. Hm? Mein nächster Pick ist ein Klassiker tatsächlich. Ein Klassiker, ein Spitzenroman, ein zweigeteilter Roman, der auch zweigeteilt erschienen ist. Er ist von Monsieur Dumas oder Dumas und es ist Der Graf von Monte Cristo. Ja. Ah, ja. Eine der großen klassischen Geschichten, würde ich tatsächlich sagen, die ja vielfach variiert auch umgesetzt wurde. Zur Geschichte vielleicht einfach nur ganz kurz. Wir haben Edmond Dantès, spricht man ihn, glaube ich, aus. Arbeitet auf einem Schiff und bekommt dann halt eben den Auftrag, an einen Brief an Napoleon, der damals schon im Exil war, zu überbringen. Das bekommt er von seinem sterbenden Schiffskapitän aufgetragen, diesen Brief zu überbringen. Er erfüllt ihm diesen Wunsch und Edmond Dantès ist einfach jemand, der führt ein gutes Leben. Und zwar so dieses schöne, gute Leben, gar nicht so dieses übertriebene, also das ist auch eigentlich so das Leben, was ich mir für mich selbst wünsche, wo man halt eben einfach so ein Glück empfindet, was nicht daran geknüpft ist, dass man jetzt irgendwie ständig im Sternelokal essen geht oder immer neue Klamotten und tolle Dinge kauft, sondern wo man einfach so ein echtes Glück halt eben einfach empfindet, mit seiner Frau zusammen zu wohnen und abends am Tisch zu sitzen und was Leckeres gemeinsam zu essen, was man vielleicht zusammen gekocht hat und ein gutes Glas Wein dazu zu trinken und gute Gespräche zu führen und sowas, ja. Und das führt er und das wird ihm natürlich geneidet, ja. Und so bringt man ihn dann in den Verruf und er wird dann in einen Kerker gesperrt. Und schafft dann irgendwann die Flucht aus diesem Kerker und taucht dann eben als der Graf von Monte Cristo wieder auf. Er kommt dann auch zu ungeahntem Reichtum, weil er in dem Kerker dann auch jemanden kennenlernt, auch sehr, sehr schön dargestellt. Ist ein ganz, ganz toller Abenteuerroman einfach, den ich gelesen habe, als ich nach Frankfurt gependelt bin. Ich habe ja lange in Frankfurt gearbeitet, sowieso die Zeit, in der ich mit am meisten wahrscheinlich in meinem Leben gelesen habe. Ja. Finde es ja auch immer so witzig, wenn die Leute so sagen, ja, oh Mensch, heute hängt jeder am Handy, früher, was war da los? Wo ich mir so denke, nee, ich kenne Filmaufnahmen aus Pendlerzügen, da hat halt einfach jeder Zeitung gelesen und jetzt lesen die halt News auf dem Handy. Ja. Ist jetzt kein großer Unterschied, außer dass das Medium gewechselt hat. Ich habe da eben immer die Zeit genutzt einfach, weil ich war dann täglich auch 3 Stunden insgesamt immer unterwegs, so von Tür zu Tür und habe dann da viele tolle Bücher gelesen und unter anderem auch Der Graf von Monte Cristo und es war einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis, ne? Weil es ist dann halt irgendwie so, ja, das, also nach Frankfurt pendeln, das kann schon auch sehr, sehr deprimierend sein, ne? Weil Frankfurt halt irgendwie auch so,
Ja, also mit den Hochhäusern und so. Und dann fühlt man sich da, ich fühle mich generell auch in großen Städten schnell verloren. Darum wollte ich auch nie aus Wiesbaden dann wegziehen. Ich wollte immer raus aus dem Dorf, ja. Aber ich habe dann recht schnell auch gemerkt, dass ich jetzt, also ich könnte jetzt nicht in New York oder sowas wohnen oder auch Paris oder so oder auch Berlin. Das ist mir alles, ist mir schon alles viel zu groß. Und auch selbst Frankfurt, obwohl das ja so recht ländlich in Teilen ist, fühle ich mich dann auch manchmal so ein bisschen verloren und so ein bisschen grau und so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, auch als Werbetexter war das dann auch so die Zeit, wo ich dann auch so dachte, ach, ist das jetzt hier wirklich so dein Ding, so 5 Tage die Woche, dein Leben lang und jetzt so diese Werbekarriere irgendwie so durchspielen, wo sie dir alle immer suggerieren irgendwie, ja, du bist jetzt hier der Creative Director, aber letzten Endes, wenn du dann halt irgendwie deinen Koks-Herzinfarkt bekommst, dann ist halt jemand anders der Creative Director und dann schreibt der halt den Text auf die Milchpackung hinten drauf, ja, oder lässt den 18 Mal redigieren, bis der dann halt wirklich die richtige Tonality getroffen hat. Und dann war halt eben einfach da der Roman, das war so für mich was, das war halt dann einfach dann so, weil das war ja so eine Abenteuerwelt, weißt du, wo man sich ja dann halt eben auch, ich glaube, dann habe ich gelesen, da war ich dann so 26 oder sowas, ja, und wo man sich ja dann auch, wo du ja, du bist absolut kein Kind mehr, du bist auch kein Jugendlicher mehr oder sowas, aber so richtig erwachsen bist du ja auch noch nicht, sondern du bist in so einem Zwischenstadium und da tut's ja dann manchmal auch ganz gut, bei vielen ist es dann, weiß ich nicht, die machen sowas, die gucken dann Star Wars oder so und das ist dann so deren Flucht in so eine kindliche Geborgenheit zurück, ja. Ich hatte das Buch jetzt gar nicht vorher gelesen, aber das war für mich halt irgendwie so, dass du dieses so Abenteuer aufbrechen, Dinge erleben und sowas, weil es ist ja ein richtiger Abenteuerroman halt eben wirklich, der aber auch ganz viele tiefe Wahrheiten hat und ja, der für mich halt eben einfach so, weißt du, du sitzt in so einem vollen Pendlerzug, es riecht nach ausgedünstetem Kaffee und Schweiß und abgestandenem Zigarettenrauch. Du kannst vielleicht nicht sitzen oder musst gegen die Fahrtrichtung sitzen, was eine Guantanamo Bay-artige Folter für mich ist. Ja. Sitzt dann halt eben da, aber flüchtest dich dann einfach da in diese Welt hinein. Ja. Und das ist ja auch das, was Lesen kann. Und das kann auch, finde ich, nur Lesen. Ja. Lesen schafft so am meisten diese imaginäre Welt, in die du so reinstürzt. Ja, wenn man sich halt drauf einlässt, ne, musst dich halt drauf einlassen, aber da, finde ich, kommst du am ehesten noch so in den Flow. Bei Podcasts oder sowas habe ich das auch, dass mich das so reinzieht, aber das sind Sekundärmedien, ne? Filme gucken kann auch ein Sekundärmedium sein, aber ein Buch ist immer ein primäres Medium. Du kannst es nur, du musst hingucken und du musst es aufnehmen und du musst auch arbeiten dafür, dass du es aufnimmst. Es passiert nicht automatisch. Und darum hast du da, finde ich, so, kannst du da so die stärkste Verbindung bekommen. Und das hatte ich, und da lasse ich euch jetzt mit diesem Bild, ja, von mir, dem kleinen Abenteurer im Pendlerzug. Ich habe mal in Mainz in der Bagatelle gearbeitet, am Gartenfeldplatz. Ja. Und da gab es den tollen Chef Helmut Wagenbach, Gott hab ihn selig. Und der hatte ein tolles Plakat, der war so Keith Haring-Fan. Und da gab es ein riesiges Plakat, wo ein Mensch von der Seite im Profil gezeigt wird. Und in seinem Kopf passieren ganz viele Sachen, ganz viele Menschen sind in seinem Kopf. Und da steht drunter, oder drüber und drunter, fill your head with fun, start reading. Ja. Und das fand ich so schön und ich habe es auch tatsächlich wiedergefunden, dieses Bild. Und das ist es ja, du fütterst dich selbst, nicht immer mit Fun, ne? Nein, wir haben jetzt gesehen, nicht. Es ist natürlich gar nicht immer Fun, aber mit Dingen, mit denen man sich sonst vielleicht nicht beschäftigen würde, ne? Ja, eben, ne? Und es ist ja auch das Ding, ne? Wir reden jetzt hier so, das soll ja hier gar nicht so der große, guck mal, was wir für intelligente Bücher gelesen haben und sowas, ja? Vor allen Dingen, es sind ja gar nicht mal jetzt alles irgendwie so die, also ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch der Zauberberg oder die Buddenbrooks oder sowas bei dir, ja. Aber sowas hatten wir ja jetzt gar nicht mit dabei, so dieses, oder Faust, oh, der Faust, ja, der hat mich geprägt wie kein anderer oder sowas, ja. Sondern es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten. Und wenn halt 50 Shades of Grey dein Ding ist, ja, dann ist das ja auch nichts, also da würde ich dann nicht sagen so, das ist dann aber kein richtiges Lesen oder sowas. Nee, es ist ja einfach, es ist eine Kulturtechnik, es ist eine Fähigkeit, mit der man die Fantasie schulen kann. Und also ich werde ja zum Beispiel auch häufig so wegen meiner wegen meinem Wortschatz, wegen meiner Eloquenz und oh, du kannst toll reden und sowas, ja, und du hast eine gute Ausdrucksweise. Und dann fragen die mich auch, wie kann man das denn lernen oder so. Ja, also haben mich Kollegen einfach schon mal gefragt. Dann habe ich denen auch gesagt, du musst halt lesen. Das ist, das ist die einzige Art, wie du einen Wortschatz aufbauen kannst. Natürlich kannst du dann auch noch ein paar Sprechübungen und sowas machen, ja, wenn du das jetzt irgendwie professionell machen möchtest. Aber wenn es dir darum geht, Schlagfertigkeit, Eloquenz, Allgemeinwissen, dann ist Lesen halt immer noch die beste Art. Und
dann musst du halt eben auch verschiedene Dinge lesen, weißt du? Dann musst du halt mal Harry Potter lesen, dann musst du mal irgendwie Goethes Faust lesen, dann musst du mal einen Artikel im Wirtschaftsteil von der Zeit lesen, ja, und vielleicht halt auch mal 50 Shades of Grey oder sowas, ja, dass du dann da halt eben einfach dir sowas aufbauen kannst. Ne? Mhm. Ja, man könnte ja auch Splatter-Romane lesen. Ja, ne? Natürlich. Das, ist ja nicht, das Lesen per se ist ja jetzt nichts Tolles. Eben. Ja, deswegen wundere ich mich halt. Und es kommt auch drauf an, was du draus machst. Also Ich sage immer, wer liest, entwickelt Empathie. Aber es gibt auch bestimmt Arschlöcher, die überhaupt gar keine Empathie entwickeln durchs Lesen. Ja. Also, für die das halt eben einfach nur ein Zeitvertreib ist. So wie YouTube-Clips gucken, lesen die dann halt eben irgendwas. Und das ist ja halt eben auch das Ding. Und darum, also da versteife ich mich auch wirklich richtig drauf. Lesen hat jetzt erstmal nichts damit zu tun. Oder wenn man Bücher irgendwie mag oder sowas, dass man irgendwie intelligent ist oder so. Ich glaube, es gibt eine gewisse Korrelation durchaus, dass wahrscheinlich viele Leute, die man so für intelligent hält, dass man da dann auch rausfindet, okay, die haben auch das ein oder andere Buch mal gelesen. Aber nicht jeder, der das macht. Also ich weiß es nicht, ob ich ein intelligenter Typ bin. Ich glaube es schon. Ja. Aber ich weiß es nicht. Das müssen ja dann im Zweifel auch andere einfach einschätzen. Ja. Es gab mal bei uns in der Schule ein junges Mädchen, die hatte einen Freund. Damals nannte man die Wölfe, später hießen die der Matterfahrer. Mhm. Und der saß im Auto und hat sie dann von der Schule abgeholt. Yeah. Und der saß dann da und wir mit so Fuchsschwanz an der Antenne, ne? Wie halt so Matterfahrer aussehen. Und dann las der ein Buch. Wahnsinn. Und wir saßen den, wie er da liest, und dann sind wir da ran an ihm und haben geguckt, was der liest. Und dann las der ein Buch über Schildkröten von DTV Junior im Großdruck. Stark. Und das hat mein Herz berührt, muss ich sagen. Ja. Yeah. Der saß im Manta. Ja, klar, in seinem Manta. So im Handschuhfach wartete auf die Freundin. Und im Handschuhfach hat der DTV Junior ein Buch über Schildkröten. Und das im Großdruck. So, im Großdruck. Ja, ja klar, genau. In einfacher Sprache. Ja. Genau. Ja, aber letzten Endes, okay. Ne? Ja, ja, whatever works. Ja. Eben, dann vielleicht, wenn den das unterhält. Und guck mal, da kannst du ja dann auch irgendwie ein, zwei interessante Fakten vielleicht rausbringen, die dir dann auch irgendwann mal im Leben weiterhelfen. Und das muss jetzt gar nicht sein, da konnte ich die Millionenfrage bei Wer wird Millionär beantworten, sondern das kann ja auch einfach sein für eine nette kleine Anekdote oder dass man irgendwie mal jemanden zum Lachen bringt, weil man dann irgendwie sagt, ja, der Panzer der Schildkröte ist ja aus Schildpatt. Sehr gut. Bin ich jetzt dran? Du bist dran, ja. Ja, ich habe hier ein Buch, das habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen und habe ein Referat darüber gehalten im Deutschunterricht und bekam eine 1. Stark. Und ja, super. Beim Herrn Volz. Wolfgang Volz, super Typ. Das Buch ist rausgekommen 1980 und die Autorin war damals 25 Jahre alt und es ist komplett autobiografisch und es heißt Der Tod des Märchenprinzen und ihr Künstlername ist Svende Merian. Und es war damals im Umfeld Friedensbewegung, AKW, Frauenbewegung. Das war ein Riesending. Ist erst im Bundbuchverlag erschienen und später bei Rowohlt und hat 750.000 Exemplare verkauft. Und das war Wahnsinn. Also es beginnt damit, sie erzählt, es ist so in vier Teilen das Buch, oder in vier Teilen. Sie erzählt, dass sie eine Anzeige in Hamburg ins Oxmox-Magazin gesetzt hat. Das war damals so das Szene-Magazin. Ne? Genau. Da hat sie geschrieben, linke Frau, 24, möchte gerne unmännliche Männer, gerne jünger, kennenlernen. Stark. Und darauf lernt sie Arne kennen. Und sie verliebt sich in Arne und hat wahnsinnigen Sex mit ihm. Und sie haben also ein paar Wochen eine richtig gute Zeit. Ja. Und der Arne ist auch autonomer. Er liest die Taz und hat aber zur Frauenfrage, wie sie sagt, nur Scheiß im Kopf. Ja. Und sie bleibt aber mit ihm zusammen, hat so das Gefühl, sie könnte ihn vielleicht irgendwie beeinflussen, verändern. Ne, mit ihm und sagt, dieses Schwein, ja, weil Fakt ist, er ist halt nicht verliebt. Ja. Und er will auch nicht mit ihr zusammen sein. Und sie struggelt hart, um das zu begreifen. Und sie versucht immer wieder. Sie will zum Beispiel, er will überhaupt nichts von ihrer Temperaturverhütungskurve hören. Er will sich da gar nicht reinlesen, wann ihr Eisprung ist und so. Und wenn es um Probleme geht, Diskussion, weicht er aus. Ja, er weicht aus, genau. Aber dann schläft sie wieder mit ihm und ist wieder so schön. Und also sie ist da so ein bisschen, weiß nicht wohin mit sich. Ja. Und dann beginnt eine Zeit, wo er sich dann von ihr distanziert.
Und jetzt beginnt sie ihn zu analysieren, ne? Wie reagiert er da? Und dann denkt sie drüber nach, wie hat er denn da reagiert? Spricht mit Freundinnen drüber, ne? Und weiß jetzt nicht, wie sie damit um. Sie stalkt ihn auch, ne? Ja. Damals gab es noch gar nicht den Begriff des Stalkens, aber sie tut's. Dann geht sie zu ihm, wo er wohnt, und sprüht dann an die Hauswand: auch hier wohnt ein Frauenfeind. Und das wurde dann auch das Cover des Buches, ne? Stark. Und dann hat sie dann hat sie den Beschluss gefasst, sie schreibt ein Buch darüber. Ja. Sie schreibt ein Buch über diese Beziehung, um dann anderen Frauen zu helfen, weil du darfst nicht vergessen, wir stehen im Jahr 79-80, da gab es zwar die ganze linke Bewegung, die ganzen AKW und so weiter, aber die Typen waren ja immer noch Macho-Man. Ja, klar. Da gab es ja noch nicht unbedingt, oder, ne? Sowas. Ja, das waren ja jetzt das waren jetzt keine Simone de Beauvoir-Leser oder so, ja. Exakt, genau. Das waren halt Kerle, ja. So, und jetzt schreibt sie dieses Buch. Genau. Die haben kein Deo benutzt. Yeah. So, und dann hat sie also dieses Buch angefangen zu schreiben und trifft sich teilweise noch mit Arne und erzählt ihm auch davon, dass sie dieses Buch schreibt, spricht mit ihm drüber, und dann zum Schluss rafft sie dann halt, okay, das Buch ist jetzt wichtiger, ne? Alles privat ist auch politisch, und es ist jetzt eine politische Arbeit, dieses Buch, und sie macht es dann fertig, dieses Buch. Also es hat mich wahnsinnig bewegt, als ich das gelesen habe, da war ich 13. Ja. Und das hat mich richtig mitgenommen, weil ich das auch toll fand, so wie sie reflektiert, wie sie über die Dinge nachdenkt, ne? Ich habe mich dann so reingefühlt in eine so viel ältere Frau, 24 in Hamburg, ne, die dann schon Sex hat und ne, wie die Typen so sind, ne? So, und dann ein Jahr später stehe ich in dem Buchladen meiner Wahl, in dem Kurstädtchen, in dem ich groß geworden bin. Und da habe ich ein Buch in Händen, ein ganz kleines. Da steht drauf: Ich war der Märchenprinz, Arne Piwitz. Nicht so, oh, what the fuck? Habe ich dieses Buch natürlich sofort gekauft und habe es verschlungen. Und ab diesem Moment habe ich den Grundstein gelegt, dass ich in der Lage bin, Beziehungen zu führen. Ah, spannend. In dem Buch war es dann so, also in dem Buch von Svende war es so, dass sie auf diese Anzeige sich ja mit ihm trifft, und sie treffen sich im Stadtpark in Hamburg und liegen da halt rum auf der Wiese und es ist irgendwie schön, und sie fangen an zu knutschen, und dann kommen auf einmal so Hunde, ne, von anderen Leuten Hunde. Ja. Und sie scheucht die Hunde so weg und findet es ganz furchtbar, und dass sie da so stören. Und dann seitenweise erzählt sie also, wie das ist mit dem Küssen, und dann berührt er mit der Nasenspitze ihr Ohrläppchen, und es läuft ihr ein Schauer über den Nacken und lala, und dann muss sie noch kurz auf Toilette, dann geht sie irgendwie hinterm Busch und kommt wieder raus und so, und dann ist ihr klar, sie will mit dem Typ zusammen sein, ist ganz toll, und sie gehen zu ihr nach Hause. Yeah. Er beschreibt diese Szene, die sie in 10 Seiten beschreibt, als kurz und knackig, wo er ihm sagt, wir treffen uns im Park, wir knuschen rum, sie lässt sich ein bisschen an sich rumfummeln, dann kommen ein paar Hunde, sie rastet komplett aus, schreit rum wie eine Wahnsinnige. Ich denke mir schon, oh mein Gott, was habe ich hier für eine Hysterikerin mir angelacht. Dann geht sie noch hinter den Busch, pinkelt vor meinen Augen, und ich denke mir nur, heißer, heute Abend wird festlich gefickt, aber hallo. Ja. So. Und das fand ich halt so irre, weil ich sie so verstanden habe. Ich habe so antizipiert an ihrem Denken und habe das alles genau verstanden. Und dann habe ich sein Buch gelesen, habe das aber auch alles genau verstanden. Dann dieses ganze Geschwurbele und dieses ganze, alles so in Spiralen, weiterdenken. Und ne, wie man sagt immer, Frauen denken in kleinen Kästchen und Männer in riesigen Kartons. Und das war dann einfach ganz offensichtlich. Später, viele, viele Jahre später, als es schon das Internet gab, habe ich erfahren, dass es diesen Arne Piwitz, das ist ein Ghostwriter, der echte Arne hat dieses Buch nie geschrieben. Yeah. Dieses Buch wurde geschrieben von einem Kabarettisten namens Henning Fenske, sagte das Gerücht. Und damals, als das Internet noch jung war, konnte man ja auch Leute schnell anschreiben. Yeah. Kann man ja heute ja wieder bei Insta. Und ich habe Henning Fenske angeschrieben und habe gefragt, ob er tatsächlich dieses Buch geschrieben hat. Yeah. Und er hat mir geantwortet und hat gesagt, ja, er hat es geschrieben, einfach nur aus Spaß. Also das heißt, der dennoch, hat sich einfach nur überlegt, wie würde dieser Arne da drauf reagieren. Also der kannte den auch nicht oder so. Bah, nee, der kannte den nicht. Der hat sich einfach dieses Buch, der hat es halt benutzt, ne, war ein riesen Bestseller, und hat gesagt, es wäre doch geil, wenn jetzt die Replik kommt. Mhm. Und das hat er geschrieben. Es ist, und hier, ich habe hier noch mir ein Zitat rausgeschrieben. Was war das? Ah nee, habe ich gar nicht. Aber ich habe mal ganz kurz für dieses Buch, um zu zeigen, wie die so schreibt, die Svende, ja? Ja. Svende Merian. Ich werde wütend, weil aus dem, was er sagt, hervorgeht, dass er überhaupt nichts im Kopf hat, was es für eine Frau heißt, jahrelang als Sexualobjekt benutzt zu werden. Dass er es auf das Problem reduziert, dass einer von beiden halt mehr Gefühl investiert und dass das ebenso gut der Mann sein kann. Es ist aber in der Regel nicht der Mann, versuche ich ihm zu verklickern. Er hat scheinbar das Gefühl, dass ich es nicht ernst nehme, dass er als ganz individuelles Individuum da wohl auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat.
Das nehme ich ihm ja ab. Und trotzdem schnallt er nicht, was sexuelle Unterdrückung heißt. Was sexuelle Ausbeutung am eigenen Körper erfahren heißt. Welch klebrigen Ekel das hinterlässt. Dass Frauen hierbei noch was ganz anderes, viel Schlimmeres erfahren wie Männer. Oh Gott, so. Ja. Was für eine schreckliche Alte. Ja. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, ne, auch so in der damaligen Zeit und dann so mit 13 und sowas, wie man dann halt eben da so sitzt im Dorf und so, ne, und du ja auch aufgeklärt und auch interessiert und alles, ja, und halt eben kein Püppchen sein und, ja, genau, Hamburg, ich komme, meine Perle, Doc Martens an die Füße, ja, von unten nach oben, ja, hier das System, jetzt gibt's eine Revolution und so, ja. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ist es nicht auch interessant, ganz viele Leute würden ja jetzt einfach sagen so, das hat dann alles für mich kaputt gemacht, als ich irgendwann erfahren habe, dass diese Antwort, dass das gar nicht von dem Typen kam, sondern dass das einfach fiktiv ist. Wie ist das bei dir? Hat das für dich was verändert? Och, da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ob das wirklich was verändert hat, aber letztendlich hat ein Mann das, ich habe es komplett verstanden, warum er das so geschrieben hat. Ja. Und ich denke, auch Arne hätte das so schreiben können. Das ist einfach, Frauen machen sich viel zu auf den Kopf. Auf jeden Fall. Und das war dann, wurde dann einfach so herrlich, man wurde einfach mit der Nase reingetunkt, ja. Und das hat mir gefallen. Ja, ist doch auch cool. Und das war dann war ich jetzt nicht persönlich beleidigt. Eben, und ich finde, das schmälert das Erlebnis überhaupt nicht. Ja, wenn man dann halt eben einfach so, ja, aber dann ist es ja nicht echt und so. Und jetzt habe ich aber gedacht, dass es echt ist. Und jetzt, wo ich weiß, dass es nicht echt war, macht das für mich das irgendwie das Erlebnis kaputt. Ich glaube, nee, ich habe das auch nicht. Ja? Ich brauche das, weil das, was es in mir ausgelöst hat oder was es jetzt in dir ausgelöst hat, das ist ja echt. Genau. Das ist ja eben das, was du davon hast. Genau. Dafür muss die Geschichte nicht echt sein. Ja? Also natürlich ist es blöd, wenn man jetzt irgendwie Dinge als wahr darstellt und hinterher kommt dann halt eben raus, nee, ist alles erfunden. Ja? Trotzdem hat das dann, aber also das ist dann halt eben einfach blöd so vom Ding her, aber trotzdem macht das ja nicht die Geschichte kaputt. Ja. Eben. Und ich meine, es müsste ja auch gar kein, wir lesen ja sonst auch Geschichten, die nicht, die erfunden sind einfach alle. Und nehmen wir sie ja auch ernst. Eben. Also, ja. Insofern. Ein sehr besonderes Buch für mich ist tatsächlich eine Kurzgeschichtensammlung. Und zwar ist die von Max Gold, der ist dir ja mit Sicherheit bekannt. Ne? Of course. Es ist das Buch, wenn man einen weißen Anzug anhat. Von Max Gold kann ich tatsächlich jedes Buch empfehlen. Also eine wunderbare, jetzt sind wir hier auch mal in so einer tollen Urlaubsliteratur, kann man toll mit an den Strand nehmen, sind immer wunderbare Alltagsbeobachtungen, immer ganz, ganz tolle Geschichten, immer ein schöner, subtiler Humor mit drin und ja, einfach ein toll zu lesender Autor. Für mich hat aber Max Gold tatsächlich eine sehr erinnernde Funktion. Und zwar, jetzt wird es auch ein bisschen, wird sehr persönlich. Also wer das jetzt nicht ertragen kann, der muss jetzt skippen. Ich hatte ja schon erzählt, bei der Bank war ich sehr, sehr unglücklich. Ne? Und dieses Unglück steigerte sich irgendwann auch so sehr, dass es wirklich auf meine Psyche ging. Ne? Und ich komme ja, glaube ich, auch hier im Podcast immer so sehr rüber. Das ist ja dann halt auch einfach so mit Julian und mir. Ne? Irgendwann hat man so ein bisschen auch so Rollen, auf die man so verteilt ist. Und bei mir ist das ja auch so hier und na, der Lebemann und mir kann nichts was. Und ich weiß halt einfach genau, wie es geht. Das war aber auch in meinem Leben nicht immer so. Ja? Also insbesondere gab es so, als ich gerade so 18 war, da wurde das dann eigentlich so richtig schlimm auch, dass es mir halt wirklich richtig auf die Psyche geschlagen ist, dass es mir halt wirklich nicht gut ging, dass ich auch wirklich so eine sehr, sehr düstere Phase hatte, die dann auch tatsächlich dazu führte, dass ich, wir haben damals dann immer gesagt, ich bin in Kur, faktisch war ich einfach in der Psychiatrie, ja, jetzt nicht in der geschlossenen Psychiatrie und ich durfte da auch ganz normal rausgehen und alles, aber gerade 18 geworden, war ich dann erstmal 3 Monate lang von zu Hause weg, weil ich musste da rausgenommen werden, nicht weil mein Elternhaus so schlimm war oder sowas, sondern einfach, weil ich in der Zeit mit dem Leben nicht gut klarkam. Ja, weil ich, ja, war das eine Depression oder na, so eine depressive Episode? So ein, ja, nee, nicht richtig Depression, das war eher so ein irgendwie, mit
Persönlichkeitsstörung, würde ich sagen, trifft so am ehesten. Ja, dass ich mich auch immer mehr in so Fantasiewelten und sowas geflüchtet habe und irgendwie so in der Realität einfach keine echte Freude mehr empfinden konnte. Ja? Und das ist natürlich halt nicht gut, wenn man sich nur in Fantasiewelten flüchtet, zumal das ja dann irgendwann auch einfach sehr problematisch werden kann und in so eine schizoide Richtung fast schon geht dann. Dann wurde ich da eben einfach mal rausgenommen, um dann auch mal ein bisschen Abstand so zu meinem Leben zu finden und das einfach mal alles wieder neu zu ordnen. Darum halte ich auch tatsächlich sehr, sehr viel von solchen Dingen. Das kann manchmal einfach helfen und ich glaube auch, ich bin damals einfach, ich glaube, ich wirkte so nach der Scheidung von meinen Eltern, ich habe ja immer so diese sehr selbstbewusste Ausstrahlung und so diese sehr starke Ausstrahlung und ich weiß schon, was ich mache und sowas, ja. Und ich glaube, darum wurde ich vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch zu sehr dann für zu selbstständig gehalten, ja. Und scheiterte dann halt irgendwann auch an dem eigenen Anspruch so, nein, nein, du bist ja jetzt, du bist für deinen kleinen Bruder, bist du jetzt quasi so der Vaterersatz und sowas und du regelst das alles. Und meine Mutter war ja dann natürlich auch, für die war das ja auch hart, die hat dann mit Anfang 40 nochmal bei Null angefangen in einer kleinen Wohnung und sowas und Wohnzimmer ist auch das Schlafzimmer und sowas, ja. Und da war ich dann halt eben immer irgendwie so der Starke und das habe ich dann irgendwann gemerkt, so mit 18 hat sich das halt eben dann einfach, weil, ach, keine Ahnung. Das hat sich gerecht. Genau, ich habe da auch immer noch Schwierigkeiten, auch dann so, wenn es mir nicht gut geht, da mein Umfeld mit einzubeziehen und dann, ich versuche immer dann Dinge mit mir selbst auszumachen, immer allein zu klären, was ja auch nicht per se falsch ist, wenn man jetzt nicht immer versucht, alles auf andere abzuwälzen. Aber so wie ich das damals gemacht habe, war es halt eben nicht gut und das führte dann eben dazu und das war tatsächlich so die dunkelste Phase in meinem Leben, zweifelsohne. Und da hatte ich dann auch lange einfach keinen Spaß mehr und dachte halt eben auch so, ja, okay, also guck mal halt, ne, gerade 18 geworden, was machen halt andere? Ja, geil, jetzt kann ich endlich irgendwie Disco bis morgens früh und sowas. Und ich war dann halt einfach in so einer Klinik, halt mit so lauter alten Frauen, die irgendwie den Tod von ihrem Mann nicht verkraftet haben, irgendwelchen Burnout-Leuten oder sowas. Ja, ich war da halt mit weitem Abstand auch der Jüngste und so. Und das war jetzt auch kein schönes Haus oder sowas. Ja, es war in Bad Nauheim zwar, ja, ne? Bad Nauheim ist ja ganz hübsch, aber das war sehr, sehr deprimierend und auch wirklich was ich in meinem Leben nicht vergessen werde, wo ich auch sehr dankbar tatsächlich bin um die Erfahrung, aber vor allen Dingen auch erinnere ich mich gut, ich habe dann da einen Mann kennengelernt, der war einfach auch schon ein bisschen älter, der hatte sehr, sehr starke Borderline-Probleme, was auch so mit hier Zigaretten auf dem Arm ausdrücken und Ritzen und Selbstmordversuche und sowas, ja, und auch eine harte Heroinabhängigkeit hatte der, glaube ich, auch schon hinter sich und so. Also da hat man, das war ja halt eben auch das Ding, du kommst dann dahin und willst ja eigentlich irgendwie so, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen zur Ruhe kommen und dann hast du ja aber halt erstmal einfach wirklich total viel Kontakt mit gebündeltem Elend tatsächlich einfach. Ja, ja, da ist ja halt eben keiner, dem es gut geht. Ja? Also selbst der Pförtner war halt einfach da Pförtner, weil der halt eben trockener Alkoholiker war und dann da jeden Abend irgendwie zu den Sitzungen gehen konnte. Ja? Ah, ja. Das war eine sehr, sehr schwarze Episode in meinem Leben, aber ich weiß noch ganz genau, der Kerl, von dem ich da erzählte, Dirk hieß der war sehr, sehr belesen und auch trotz seiner ganzen Probleme hatte der auch immer einen guten Humor und sowas, so ein bisschen auch so ein, ja, so ein Galgenhumor vielleicht auch. Und der wohnte aber auch in Bad Nauheim und der wurde dann da irgendwann entlassen einfach und dann lud er mich halt eben auch mal zu sich abends nach Hause ein und das war dann auch so, ja, da näherte sich bei mir schon auch so, zeichnete sich so das Ende ab, dass ich dann auch wieder nach Hause komme und sowas, ja, und dann war ich abends bei ihm und haben wieder Haschisch geraucht, ja, was natürlich verboten war eigentlich, ja, aber da hat's dann auch genügt, dass ich einfach einmal da dran gezogen habe und so, ja, dann war ich da total abgeschossen schon und dann saß mir da und er hat dann noch Gitarre gespielt und alles und irgendwann fing der eben an, von einer Geschichte zu erzählen aus diesem Max-Gold-Roman, ja, weil er ja auch mal Heroin genommen hat und dass der Max-Gold das da so interessant beschreibt, dass er ja auch gerne mal Heroin nehmen würde, allerdings unter so ganz klinischen Bedingungen in so einem Sanatorium, wo dann auch der Rausch, wenn, sobald er ihm nicht gefällt, sofort gestoppt werden kann. Und er hat das so lustig erzählt und hat mir dann eben dieses Buch mitgegeben. Und das klingt jetzt so total klischeehaft, aber das war dann tatsächlich so, da habe ich dann auch so eine Freude auch wiedergefunden. Weißt du, weil bei Max Gold geht's ja auch ganz oft ums Scheitern einfach und darum, irgendwie Dinge nicht so richtig hinzubekommen und so. Und das war ein Buch, was ich einfach immer damit so verbinden werde. Ja, ich habe da auch Stephen King gelesen, ja, sehr, sehr viel gelesen in der Zeit, weil du hast ja den ganzen Tag einfach nichts zu tun, außer den Anwendungen und so. Aber
das ist ein Buch, das werde ich immer damit verbinden, ja, und dass man halt eben einfach, dass es auch irgendwie immer so weitergeht und so, und das klingt jetzt auch wie so Life-Coach-Motivationssprüche, aber da steckt ja auch immer viel Wahrheit drin und die muss man halt eben nicht als Visual Statement bei Facebook posten, sondern die kann man auch einfach tatsächlich im Herzen tragen, ja. Und ja, das war für mich so eine ganz besondere Episode, wo ich auch froh bin irgendwie, dass die mir passiert ist, weil ich glaube, die hat ganz, ganz viel von dem, was heute meine Persönlichkeit ausmacht, ist damals da entstanden. So ähnlich wie bei dir mit dem Verhältnis Männer und Frauen, ja. So war es halt eben da bei mir, einfach so einen Blick aufs Leben irgendwie zu bekommen und auch zu sehen, so ey, wenn man dann noch manchmal so seine eigenen Probleme irgendwie so sieht, die dann natürlich für einen selbst auch wichtig sind, ist es dann auch immer blöd, mit den Kindern in Afrika oder sowas zu argumentieren, aber dass es halt eben auch ganz, ganz anders kommen kann und dass man dann trotzdem immer noch weitermachen kann und dass es auch wirklich immer halt noch ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Ja. Außer am Ende. Ja. Ah, wer weiß, da gibt es ja auch mal Licht. War das dann während, nach oder mit deiner Lehre? War die da schon vorbei? Das war während der Lehre tatsächlich. Da musste ich dann, und dann bist du nochmal zurück rein? Bin ich nochmal zurück und habe das dann noch fertig gemacht. Oh mein Gott. Ja. Also ging dann noch, glaube ich, Ende zweites Ausbildungsjahr und dann kam ich nochmal zurück und dann habe ich das noch durchgezogen. Ja. Und das hast du dann noch gut hingekriegt? Ja, doch, ich habe einen ganz guten Abschluss gemacht. Ja, irre. Ja. Okay. Aber ich glaube, in der Folge mit dem Andreas Weber oder irgendwo habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt, wie das Übernahmegespräch mit der Bank gelaufen ist, dass ich da halt einfach nur reinkam und meine Ausbildungsjahrleiterin auch zu mir sagte, ja, ich denke mal, Sie sehen das genauso wie wir, oder? Und dann habe ich auch gesagt, ja. Und dann haben wir nur darüber gesprochen, was ich jetzt so mache. Ja. Naja. Ja, Max Gold, immer wieder toll, tatsächlich. Ich habe auch eine kleine Anekdote mit Max Gold. Ich habe den mal in Mannheim bei der Lesung erlebt und wollte danach ein Autogramm. Ja. Ich hatte eine CD, wo auch die Mitgeschleppten im Badezimmer drin sind. Die zitiere ich so sehr, so oft, diese Geschichte. Und ich wollte ein Autogramm und er wollte einen Kuli sich holen. Und da ging er halt Backstage und er kam nicht mehr. Ja. Und ich traf da Freunde, steht mal an so einer Theke und so. Und er kam und kam nicht und dann nach einer halben Stunde kommt er auf einmal. Ja. Und sagte, man hat mich in der Garderobe eingesperrt. Es tut mir leid. Yeah. Und dann hat er mir unterschrieben. Und dann habe ich ihn vor 4 Jahren hier in Köln in der Comedia gesehen und habe ihm das erzählt. Ich habe gesagt, soll ich Ihnen mal meine Max-Gold-Anekdote erzählen? Und er sagte, ja, dann erzählen Sie doch mal. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und lustigerweise, ich habe gesagt, das wäre im Kapitol gewesen. Und er sagte zu mir, nein, das war nicht im Kapitol, das war im Lalala-Kino. Yeah. Und ich dachte, verdammt, er hat recht. Also er konnte sich auch noch daran erinnern, dass er eine halbe Stunde in der Garderobe eingesperrt wurde. Stark, ja, sehr, sehr gut. Lustig. Nee, tolle Bücher. Absolut. Also Max Gold da kann man auch wirklich einfach ein x-beliebiges Buch einfach aus dem Bücherregal ziehen und man kann es auch an einer x-beliebigen Stelle aufschlagen. Es wird immer eine hohe sprachliche Qualität haben. Es wird immer einen sehr, sehr feinen, sehr, sehr intelligenten, aber trotzdem auch nicht so, ja, wissen Sie, Herr Professor, Humor haben. Ja, sondern es hat immer so einen echten Humor auch, der aber clever ist. Ja, und die Hörbücher kann man auch sehr empfehlen. Wenn er liest, wunderbar. Ja. So, mein neuntes Buch ist eine Buchreihe von Armistead Maupin. Das nennt sich Stadtgeschichten. Ja. Armistead Maupin ist einer meiner ersten Facebook-Freunde tatsächlich. Der ist heute 75. Der ist gerade vor ein paar Monaten mit seinem Mann nach London gezogen. Aha. Also der ist jetzt hier, eigentlich San Francisco. Der hat, als er 34 Jahre alt war, eine Reihe gestartet im San Francisco Chronicle. Und da erzählt er die Geschichte eines Hauses in der Barbary Lane und was da den Leuten, die dann so wohnen, wie so eine lose Wohngemeinschaft oder so ein Hotel, wo Leute halt länger bleiben. Mhm. Und das ist also eine Romanreihe, wurde dann auch als Fernsehserie konzipiert und ist jetzt gerade auf Netflix erschienen. Ich habe reingeschaut, die ersten 10 Minuten, es ist so zerfasert, ich raff null und hatte schon gleich auch von der Ästhetik, ich hatte irgendwie gar keinen Bock mehr, aber vielleicht muss ich es einfach nochmal probieren. Also das ist eine ganz großartige Romanreihe. Das ist auch, wie du sagst, so eine Sterngeschichte. Also es werden die verschiedensten Biografien von Leuten erzählt, die alle sich in und um diese Barbary Lane winden, dort stattfinden. Armistead Maupin selbst ist ein schwuler Mann und so ist auch sein alter Ego in dem Buch Mike Mouse natürlich schwul.
Und es gibt aber auch ein junges Mädchen, die als Sekretärin nach Los Angeles kommt, aus der kleinen Stadt, ja, und dort dann halt ihren Weg findet. Da wird viel gekifft, es passieren viele Sachen. Es gibt eine alkoholkranke Mutter, die immer im Garten sitzt und Mai Tai trinkt. Seitdem trinke ich immer Mai Tai, wenn ich einen Cocktail trinken soll, wegen dieses Buches. Und dann gab es noch, ich mag ja immer so gern die kleinen Dinge, wenn mir sowas persönlich passiert. Es war im März 2002, da hat er im Rahmen der Lit Cologne in Köln gelesen. Ja. Und dann hat er gerade sein Buch vorgestellt, The Night Listener, der nächtliche Lauscher. Und zwar geht es um ein biografisches Ding, das hat er sich so ein bisschen dann noch fantasiemäßig dann beendet, aber tatsächlich hatte er Kontakt zu einem Jungen telefonisch, der an HIV erkrankt ist, weil er von einem Kinderschänderring missbraucht wurde, jahrelang. Yeah. Und zudem hat er so telefonischen Kontakt und stellt sich raus, könnte sein, ist alles nur erfunden und der Junge, mit dem er telefoniert, ist gar nicht der Junge. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Buch und das hat er halt damit im Rahmen damals vorgestellt und dann war es dann auch noch so, das ist echt peinliche Fanstories, aber ja, ich mag sowas halt total gern. Ja. Danach ging es halt dann, wir signieren jetzt, ne, und ich dann so erste in der Reihe und hatte einen Kuli dabei von der Deutschen Post. Mhm. Und er hatte keinen Kuli und dann habe ich ihm meinen Kuli gegeben. Und dann sagt er, ich krieg gleich noch einen anderen Kuli und so, dann gebe ich ihm ihren Kuli zurück. Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte, dass sie den Kuli behalten, weil dann weiß ich immer, wo er ist. Und das ist Amistad Muppen. Und der schreibt immer noch, wie gesagt, ein super Typ. Tales of the City, More Tales of the City, Further Tales of the City und so weiter. Ja. Ja, klingt auf jeden Fall super. Ja, ja, und positiv, und unterhaltsam. Und mit dem bist du auch auf Facebook befreundet. Mit dem bin ich auf Facebook befreundet. Stark. Stell dir das vor. Ja. Ja. Stark. Sehr gut. Ja. Kommen wir zu meinem 9. Buch. Es ist ein Buch, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, und zwar von Jonathan Franzen, amerikanischer Autor, und das Buch heißt The Corrections, a.k.a. Die Korrekturen. Ja. Ist ein Familienroman. Ja. Es geht darum, wir haben ein altes Ehepaar, der Mann, ne, der ist nicht mehr so ganz rüstig, war aber auch so ein bisschen so der Familientyrann halt eben, ja, und jetzt wird er halt eben alt und schwach und krank, ja, und für die Mutter, ja, für die Frau von ihm gibt es natürlich nur eine Sache, die jetzt noch wichtig ist: Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür und die Familie, die alle nicht mehr so viel miteinander zu tun haben, die sollen jetzt doch bitte alle nochmal zusammenkommen. Und wir lernen halt eben einfach im Laufe des Buches jede Figur so ein bisschen einzeln kennen. Es ist auch wieder ansatzweise eine Sterngeschichte, weil die Geschichten ja auch dann am Ende bei diesem Weihnachtsfest einfach zusammenlaufen. Und wir lernen halt eben einfach viel über diese Familie. Wir haben drei verschiedene Kinder. Wir haben, ich habe sie mir alle mal aufgeschrieben. Die Familie Lambert ist das. Ja. Wir haben zum Beispiel Chip, den Literaturprofessor, ja, der seine Stelle verliert, weil er Sex mit einer Studentin hatte. Wir haben Gary, den depressiven Banker, der von seiner Ehefrau und seinen Kindern manipuliert wird und die sich gegen ihn verbünden. Und wir haben Denise, die starke Frau, die aber die jüngste Tochter, glaube ich, sogar ist, die Köchin in einem Sterne-Restaurant ist und aber mit dem Restaurantmanager was anfängt, obwohl er verheiratet ist. Und wir haben so diese ganzen doch sehr greifbaren, echten Geschichten, ja, die dann halt eben irgendwann so zusammenlaufen, wo man eben einfach auch schön so sehen kann, wie das so ist in so einem, also ich finde Familiengeschichten generell auch immer ganz ganz interessant zu lesen, welche Rollen dann da so die einzelnen Figuren einnehmen, wie man so zueinander steht, weil Familie ja dann doch auch immer so ein Konstrukt ist, woran man festhält, auch wenn es einfach nicht passt, weißt du? Also wo man halt eben irgendwie einfach so, ja gut, mein Gott, wir sind halt eben eine Familie, auch wenn wir gar nichts gemeinsam haben, bleiben wir das halt eben einfach, ja? Und dann hat man halt eben doch immer noch mal was miteinander zu tun. Und wie da so die Dinge zusammenfließen, das ist für mich halt eine ganz interessante Geschichte, zumal ich habe ja viel auch so Bühnensachen gemacht und habe aber immer irgendwie so was gesucht, wo ich so für mich irgendwie was finden wollte, was so eigen ist, weißt du? Was so, wo man so sagen kann, so, hey, das ist halt irgendwie, das kann ich jetzt auch so zu meinem Ding machen. Das ist jetzt halt nicht Stand-Up-Comedy oder Poetry Slam oder Impro-Theater oder sowas, sondern das ist sowas, da könntest du das Skript auch jemand anderem geben und der würde das genau so sprechen, wie ich das auch mache, aber es wäre dann trotzdem nicht so, wie ich es machen würde. Und das Buch hat mich da auch so in der Zeit so ein bisschen begleitet, wo ich so angefangen habe, diese Sketche zu schreiben, wo ich dann so alle Figuren spiele und sowas und wo es dann auch immer um so Konflikte und sowas geht. Ja, da war das Buch halt eben einfach so mit dabei. Darum verbinde ich das so und
nichtsdestotrotz, ganz losgelöst davon, ist es halt eben wirklich einfach ein Spitzenbuch, das sich halt wahnsinnig toll liest, so wie alles andere von Jonathan Franzen auch. Ja. Kann ich wirklich nur empfehlen. Allerdings bin ich damit auch mal in eine sehr peinliche Situation gekommen, also beziehungsweise in eine Schamspirale. Möchtest du hören? Ja, ja, gerne. Klar. Es war eine Freundin von meiner Freundin und mir, war hier bei uns abends zu Gast. Und irgendwann kamen wir auch da drauf. Und sie sagte, wie alle Menschen, sobald man auf das Thema kommt, ach ja, ich würde ja auch eigentlich gern viel mehr lesen. Ja? Und dann fing ich halt eben so an zu erzählen und sagte so, weil Die Korrekturen tatsächlich einfach eins meiner Lieblingsbücher ist. Ja? Und sagte so, hier, ein ganz, ganz tolles Buch, auch wirklich wunderbar geschrieben, zieht dich total rein und sowas. Ja. Und die hatte dann auch so ein bisschen Angst, so, ja, André, aber du bist ja hier Ohrensessel, Whisky-Schwenker, Chopin im Hintergrund, ja. Ist das denn auch was für mich? Ja. Und sie ist halt, also ich habe mit ihr auch zusammen studiert, das ist eine intelligente Frau und das ist ja jetzt kein, kommen wir auch gleich noch zu einem Buch, wo ich wirklich sagen würde, okay, da muss man sich durchkämpfen, ja. Aber Jonathan Franzen, habe ich mir gedacht, nee, komm, das ist ja wirklich halt Familiengeschichte, Figuren, Beziehungen und sowas. Das ist doch total nett und angenehm zu lesen, geschrieben. Und dann habe ich ihr eben das Buch ausgeliehen und sie gab es mir dann nach 4 Wochen deprimiert zurück und meinte halt eben so, sie hätte es ein paar Mal versucht, aber das wäre ihr einfach alles viel zu komplex und sie hätte das überhaupt nicht verstanden. Die Schamspirale, in die wir dadurch geraten waren, war halt eben, dass sie dachte, oh Gott, jetzt hält er mich bestimmt für total dumm. Ich meine, der gibt mir das Buch so mit den Worten so, hey, hier, das ist einfach mal so, weißt du, das ist so das Buch, das lese ich so beim Joggen, habe ich das halt so dabei. Und das lese ich so nebenbei. Das ist für mich so lockere Unterhaltungsliteratur, ja. Und ich wiederum dachte ja halt eben, und sie dachte halt eben, okay, jetzt hält er mich halt für total dumm, weil wenn das für den halt leichte Literatur ist und mir das schon zu schwierig ist, was soll der denn jetzt von mir denken? Und ich dachte aber halt eben auch so, um Gottes Willen, jetzt hält die mich für so einen Schnösel, der halt eben so, ja, wissen Sie, einfach mal irgendwie so eine leichte Strandliteratur, ja, ich weiß nicht, wie wäre es hier mit dem Zauberberg? Also das lese ich halt eben einfach mal so. Da wissen Sie, das ist so für mich einfach so leichte Literatur, ja. Und ich glaube, da sind wir auch bis heute nicht mehr rausgekommen. Sie kommt auch nicht mehr so, sie kommt auch nicht mehr so oft. Gott. Habt ihr nicht drüber gesprochen? Doch, ich hab das dann auch tatsächlich zu ihr gesagt. Ich habe aber manchmal das Gefühl, man macht es damit dann sogar noch schlimmer, wenn man das dann noch so anspricht. Weil dann so, ja, du denkst jetzt, guck mal, du schämst dich jetzt, aber ich schäme mich ja halt eben auch, weil ich so denke, ich habe dir das so empfohlen mit, hier, guck mal, das ist ein schönes Buch. Genau, du denkst jetzt, dass ich denke, dass du dumm bist. Ja, genau. Aber ich denke gar nicht, dass du dumm bist. Ich denke gar nicht, dass du dumm bist. Ja, das sind die Korrekturen. Kann ich wirklich empfehlen. Ist so, ist so ein schönes, leichtes Buch, so für den Strand. Einfach. Ja, ist aber, glaube ich, auch ein dickes Buch. Ne? Ist recht dick, ja. Ansonsten, ja, da haben ja viele Leute Respekt vor dann. Ja, aber das macht ja nichts. Also die Dicke von einem Buch ist ja halt wirklich nur, wenn es halt zäh geschrieben ist, dann wird es halt anstrengend. Also das ist ja das Schöne, hast du schon mal mit dem Kindle gelesen? Nein. Beim Kindle ist es so, dass der relativ schnell deine Lesegeschwindigkeit herausfindet und dann kannst du antippen, was er dir sagt, zum Beispiel so und so viele Minuten noch bis zum Ende des Kapitels oder so und so viele Minuten noch bis zum Ende des Buches. Und das finde ich manchmal ganz hilfreich, weil dann weißt du, ach, noch 11 Minuten bis zum nächsten Kapitel, dann mache ich das Licht aus. Weißt du? Ah, sehr das gut. Das ist so ein gutes... Liest du guter, abends immer im Bett? Früher ja, heute höre ich Podcasts tatsächlich. Ah, ja. Aber früher, das schönste Glück war, man liest, bis einem die Augen zufallen und mit letzter Kraft macht man das Licht doch aus und schiebt das Buch so weg und schläft dann ein. Klasse. Das war immer das größte Glück. Ja. Außer halt eben zu Jane Austens Zeiten, da war das so, oh nein, dann träumst du vom Teufel. Ja, da konntest du ja auch nicht am Bett lesen, weil da eine Kerze am Nachttisch ist ja immer schwierig, ne? Ja. Ich habe mein 10. Buch hier. Wunderbar. Das wir sind gleich durch. In die Zielgerade. Für Leute, die haben es bestimmt alle in 5 Häppchen gehört. Das letzte Buch ist von einem Autor, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Kann man wirklich auch alles davon lesen. Dieses Buch habe ich als Hörbuch gehört, gelesen von dem wunderbaren Harry Rowold, der auch sein Chefübersetzer war. Mhm. Wir reden von David Sedaris und das Buch heißt Holidays on Ice. Aha. Es ist 1997 erschienen. Er war damals 41 Jahre alt. Er ist übrigens, Fun Fact, er hat eine Schwester, hat viele Geschwister und eine davon ist Amy Sedaris, die diese Waschmittelwerbung immer macht. Ja. Hallo, mein Name ist Amy Sedaris. Versucht ironisch zu sein. Wo Werbung vergeblich, das ist immer der vergeblichste Versuch, wenn Werbung so,
ja, wir machen das so, wie halt Werbung klischeehaft ist, aber wir überspitzen genau. das noch mehr, weil das ist doch dann witzig. Nein, das ist dann einfach noch klischeehaftere Werbung. Also David Sedaris ist ein junger Mann gewesen damals und er hat kommt aus einer griechischen Familie. Sein Vater war Grieche. Wir hatten sehr viele Kinder und er hat in seinen Büchern, zum Beispiel Nackt, hat er seine Kindheit beschrieben. Das ist immer großartig. Es hat so ein bisschen was Max Goldartiges in der ganzen Verzweiflung, in dem ganzen Elend. Es ist immer alles wahnsinnig witzig. Ja. Es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und in dem Holidays on Ice geht es eine ganz kleine Geschichte. Da geht es um seine Zeit, als er in New York lebte und dort eine Weihnachtssaison lang ein Weihnachtszwerg war. Und zwar in einem großen Kaufhaus bei Macy's wurden Zwerge eingestellt, ja. weil der Weihnachtsmann, der lebt ja im Zwergenland. Und ja, also er ist jetzt nicht besonders groß, also der ist jetzt auch vielleicht ist er 1,65 groß oder so. Auf jeden Fall hat er sich beworben und war also Weihnachtswerk in diesem Kaufhaus und das ist alles aus kleinsten Details, kleinste Beobachtung, manchmal nur 4 Sätze aus dieser Zeit. Yeah. Und ich kenne sogar jemanden, dem habe ich die CD geschenkt, der sagt, wir haben uns die an Heiligabend, habe ich die meiner Familie angemacht und wir haben die ganze Stunde lang einfach nur diese Geschichte durchgehört. Also es ist eine, die geht zu Herzen. Ich will mal ganz kurz was daraus vorlesen. Die Frau bei Macy's fragte, wären Sie lieber Ganztagszwerg oder Abend- und Wochenendzwerg? Ich sagte, Ganztagszwerg. Ich muss nächsten Mittwoch um 12 Uhr hin. Ich bin ein Mann von 33 Jahren, der sich um einen Job als Zwerg bewirbt. Ich sehe oft Menschen auf der Straße, die als Objekte verkleidet sind und Zettel verteilen. Ich neige dazu, keine Zettel zu nehmen, aber es bricht mir das Herz, wenn ich einen erwachsenen Mann sehe, der sich als Taco verkleidet hat. Wenn also eine Kostümierung im Spiel ist, neige ich nicht nur dazu, den Zettel zu nehmen, sondern ihn anmutig entgegenzunehmen. Haben Sie recht herzlichen Dank zu sagen und du bist ja so ein armes Schwein. Ich weiß nicht, was du hast, aber ich hoffe, dass ich es nie kriege, zu denken. Heute Nachmittag habe ich auf der Lexington Avenue einen Zettel von einem Mann entgegengenommen, der als Camcorder verkleidet war. Hot Dogs, Erdnüsse, Tacos, Videokameras. Diese Dinge machen mich traurig, weil sie nicht auf die Straße passen, außer vielleicht bei einer Parade. Aber nicht nur so. Ich stelle mir vor, dass ich als Zwerg wenigstens am rechten Ort bin. Ich werde mit all den anderen Zwergen im Dorf des Weihnachtsmanns sein. Wir werden einem locker duftigen Wunderland residieren, von Zuckerstangen und Honigkuchenhäuschen umgeben. Das ist immerhin nicht ganz so traurig, wie als Fritte verkleidet an einer Straßenecke zu stehen. Wow, super. Ja. Aber es ist eben doch, es ist so lustig. Ja. Es ist wirklich sehr lustig. David Sedaris. Ganz kleines David Sedaris. Holidays on Ice. Genau. Ja. Sehr gut, ja. Doch, ja. Das kaufe ich mir, glaube ich, gleich in der Stadt. Ich fliege ja am Sonntag in Urlaub. Wenn das hier erscheint, bin ich schon wieder da. Ah ja. Ein bisschen muss ich vorproduzieren. Aber doch, ich glaube, das nehme ich mir mit. Ja, das klingt super. Ja. Ja, ist ein super Buch. Ja, auf jeden Fall. Ach, du kannst jedes Buch von David Sedaris, jedes Buch kannst du nehmen. Ja, klasse. Ja. Aber sehr, sehr gute Beobachtung auch, weil es stimmt tatsächlich, so ein erwachsener Mann, weißt du, und dann so verkleidet, so als Erdnuss oder sowas. In Deutschland gibt es ja nicht so viel. Aber ich habe ja da auch Angst vor, ne? Vor so Leuten. Vor so Maskottchen? Ja, ja. Ich gehe, also meine Freundin, die dachte halt eben auch lange Zeit so, ja, das sagst du jetzt so wie halt alle auch immer sagen, ich habe voll Angst vor Clowns. Ne? Ja. Aber also das ist halt. Das ist ja dann wirklich Quatsch, ne? Das ist nur meine Ängste sind real. Ja, genau. Clown ist Quatsch, ja. Aber Maskottchen, das kann man natürlich total nachvollziehen. Die konnte das halt wirklich nicht glauben, bis sie dann irgendwann, haben wir mal halt eins in der Stadt gesehen und ich verhalte mich dann halt auch tatsächlich so komisch. Also ich gehe dann auch so auf die andere Straßenseite oder gehe so andere Wege oder drehe mich so um und gehe weg oder sowas. Ja. Oder trittst dann so heimlich hinten in die Kniekehlen von dem Maskottchen. Könnte ich nicht. Ich will denen gar nicht zu nahe kommen. Also es wäre für mich. Und die hat auch dann hast du mal Konfrontationstaktik gemacht, also dass du das mal anziehst, dass du selber mal Maskottchen bist? Nee, möchte ich auch. Muss man nach Köln Karneval kommen. Möchte ich auch nicht. Als Banane verkleidet. Und meine Freundin meinte auch so, ja, irgendwann ziehe ich einfach mal so ein Kostüm an und dann sitze ich hier so. Und weißt du was? Ich glaube, ich käme sogar damit zurecht, jetzt irgendwie so im Disneyland oder sowas, weil da gehören die ja hin, da leben die. Mhm. Weißt du, ja? Mhm. Aber da will ich auch gar nicht zu viel jetzt drüber reden, weil ich jetzt schon Beklemmung kriege. Ja? So diese Vorstellung, dass ich halt hier so reinkomme ins Wohnzimmer und da sitzt halt so ein Maskottchen, sitzt so völlig deplatziert so in meinem Sessel. Am Abendessentisch oder so. Boah, igitt. Und bewegt sich. Also wirklich, ja, da kriege ich so Beklemmung, wenn ich mir vorstelle, dass dann da so eine Mickey-Maus oder so auf mich zugelaufen kommt. Und ganz schlimm ist halt, wenn die Kostüme noch hässlich sind. Also hier in Wiesbaden gibt es halt eine Mickey-Maus, die halt so aussieht wie so eine
Meth-abhängige Mickey Maus. Ja, mit so einem, so weil die dürfen ja nicht die echten Marken genau, so sein, ne? Das ist ja nur so Pseudo. Kostüm und so komisch, so unförmig und so. Und da drehe ich wirklich um und gehe einen komplett anderen Weg. Das kann ich mir auch gar nicht, da kann ich auch nicht vorbeigehen oder sowas dran. Ja. Boah, da muss ich an diese Serie denken. Ich weiß gar nicht, von Tina Fey, die gemacht hat, läuft auf Netflix. Eine junge Frau, die irgendwie von einem Sektentypen eingekerkert wurde, jahrelang, und jetzt praktisch mit einem Mindset einer 14-Jährigen in die jetzige Welt rausgeht. Ja. Und dann wohnt die mit so einem Typen zusammen, der arbeitet für so eine Firma mit Maskottchen, und damit die eben keine Markenrechte verletzen, sind es immer so ganz furchtbar, so immer daneben. Ja. Es ist nicht Mickey Maus, es ist eine schlimme Mickey Maus, oder weißt du, damit so die nicht... Mickey Maus. Ja, exakt. Wie in so einem Phantasialand, wo Tschernobyl eben passierte. So, und dann verlassen wir dieses Thema und kommen wir zu meinem letzten Buch. Ne? Wenige, die hier zuhören, dürfte es überraschen, welches Buch ich denn jetzt nenne, denn dieses Buch habe ich schon häufiger einfach immer mal erwähnt. Und zwar ist es Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Ja? Wurde schon häufiger genannt, ist tatsächlich, würde ich sagen, das komplexeste Buch, was ich jemals gelesen habe, mit weitem Abstand. Ja? Das war ein richtiger Brocken. Ich habe es nur und ausschließlich gekauft. Hier in Wiesbaden gibt es einen Laden, der ist Zweitbuch. Da kann man so Mängelexemplare und Restposten und sowas kaufen. Die sind immer sehr nett und da gehe ich auch immer sehr gerne einfach mal so rein, auch weil es schick ist einfach. Weißt du, einfach mal so reingehen oder mal draußen so auf der Auslage gucken oder so. Und mich hat einzig und allein einfach nur das Cover angesprochen. Ja? Und dann habe ich halt hinten noch den Klappentext drauf gelesen und dann war das alles so überschwänglich und dann dachte ich, ey komm, das machst du jetzt mal. Und ich habe es damals als Paperback gekauft und zu Hause dann erst realisiert, ach du Scheiße, das hat halt 1500 Seiten, das waren halt so Bibelseiten, deswegen war das Buch halt auch verhältnismäßig dünn, 1500 Seiten und nochmal 300 Seiten Fußnoten. Ja. Sag mal, ist Unendlicher Spaß nicht das Buch, das alles von ihm beinhaltet, sein Gesamtwerk? Nee. Also Unendlicher Spaß ist einfach, ich kann ja mal kurz erzählen. Also Unendlicher Spaß ist ein sehr, sehr komplexes Buch, weil es gibt ganz, ganz viele Figuren, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Handlungsstränge, es gibt teilweise Dinge, die tauchen irgendwie auf Seite 80 auf und das nächste Mal geht das dann so halt auf Seite 880 weiter, die Geschichte oder so. Wir haben ganz viele Zeitsprünge drin. Wir sind in einer Zukunft, in der sich Kanada, die USA und Mexiko zur Onan zusammengeschlossen haben, weswegen auch die Bewohner Onanisten heißen. So ein kleiner Spaß, das ist auch so der Humor des Buches, ja, weil es ist tatsächlich sehr schlimm, es ist sehr vertrackt, es ist aber auch ein sehr witziges Buch. Ja. Und obwohl es so lang ist, tatsächlich nie langweilig oder so, sondern es ist, man muss sich da halt wirklich drauf einlassen. Also ich habe das 3 Monate lang gelesen und in der Regel lese ich so auch mehrere Bücher parallel. Da habe ich noch eine Hitchcock-Biografie dann gerade gelesen, die musste ich irgendwann weglegen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann mich nur auf dieses Buch konzentrieren, weil das fordert dir sehr, sehr viel ab, weil das eine irre Sprachgewalt wirklich ist. Das hat ja auch, ich habe es nicht im Original gelesen, das hat in der Übersetzung, glaube ich, auch 8 Jahre oder sowas gedauert. Ach, Wahnsinn. Der Ulrich Blum hat dafür auch den Preis, den Deutschen Literaturpreis oder sowas bekommen, weil das galt auch lange Zeit als unübersetzbar, weil das halt so sprachgewaltig ist, weil David Foster Wallace ein ganz, ganz interessanter Mensch wirklich war, weil, hat sich leider auch umgebracht, hochintelligent gewesen, Tennisprofi gewesen, hat auf bis auf Platz 18 der US-Liste hat er es geschafft, kommt auch aus so einem intellektuellen Haushalt, immer sehr gefordert worden, hat Mathematik mit Summa Cum Laude abgeschlossen, aber auch Literaturwissenschaften noch studiert und so. Also so ein richtiger Tausendsasser halt eben auch, aber auch sehr, sehr starke Probleme halt eben Alkohol und Drogen und dann Entzug und dann ganz, ganz, wie heißt das? Bipolar, ne? Wenn man manisch und depressiv gleichzeitig und im Wechsel irgendwie hatte der halt eben, und dann irgendwann gab es mit seinen Medikamenten, dann wurde da umgestellt oder so, ja, und dann kam der da halt gar nicht mehr klar, hat er sich leider umgebracht. Und Unendlicher Spaß gilt halt eben wirklich so als so sein Opus Magnum, ne? Sein Vermächtnis. Genau, so. Ne? Und es geht in dem Buch halt eben, also wie gesagt, es spielt in der Zukunft, ja. Und in der Zukunft gibt es keinen Kalender mehr, wie im Normalen, sondern Firmen können die Jahre kaufen.
Und dann gibt's halt eben das Jahr des Whoppers zum Beispiel. Ja. Ach. Und es gibt das Jahr des, teilweise ist das dann so vertrackt, das Jahr des Mitsubishi Colt 73S Turbo oder sowas. Ja. Und so wird halt eben auch die Geschichte geordnet, in Anführungszeichen. Die kann's halt eben, also bei dem Buch, das habe ich auch, ich glaube, ich hätte es nicht fertig gelesen. Bist du noch dran? Ja, okay, ich bin noch dran. Gut, ist nur das Kamerabild ist weg. Eingefroren. Kein Problem, ja. Ich hätte das, glaube ich, nicht fertig gelesen, wenn ich zu der Zeit nicht gependelt wäre. Und es war auch, ich bin noch nie so oft von Menschen angesprochen worden, wie zu der Zeit, als ich dieses Buch gelesen habe. Weil das hat ja auch so ein sehr, sehr prägnantes Cover, ja. Und da kamen wahnsinnig viele Leute auf mich zu und meinten so, ich habe auch mal angefangen, aber irgendwann habe ich einfach aufgegeben und so. Und ich habe es nur 200 Seiten lang geschafft und sowas. Und das war auch eins der wenigen Bücher, weil eigentlich mag ich sowas nicht, was du eben auch mal gesagt hast, wenn man dann so einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt. Aber da dachte ich mir, nee, ich lese das jetzt einfach mal fertig. Ja, ich mache das jetzt halt eben einfach. Es hat auch 3 Monate gedauert. Es hat tatsächlich einfach dazu geführt, dass wirklich danach mir, also vielleicht danach habe ich nämlich Jonathan Franzen gelesen und vielleicht dachte ich dann auch so, ah, das ist ja quasi so ein lockeres Buch von der Sprache her, weil also David Foster Wallace, ich habe alles von dem gelesen, ich finde auch alles gut. Zum Einstieg würde ich zum Beispiel die Reisereportagen eher empfehlen, die sind ein bisschen zugänglicher geschrieben. Mit dem Kreuzfahrtschiff da, ne? Genau, mit dem Kreuzfahrtschiff, das heißt schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Auch das Im Namen des Hummers und sowas ist sehr, sehr gut. Posthum ist dann auch noch ein Bild erschienen, also schon tot war, das heißt The Pale King. Das ist halt nicht abgeschlossen dann, aber auch sehr gut geschrieben. Auch sein erster Roman Broom in the System, Der Besen im System, auch sehr, sehr gut. Aber Unendlicher Spaß ist halt tatsächlich ein Buch, also ich will nicht übertreiben, aber ich denke wirklich jeden Tag immer mal irgendwann da dran. Weil ach, das, Wahnsinn. Also das man kann, ich kann mir mal kurz versuchen, einfach wiederzugeben, worum es da geht. Ja. Also, wir sind eben in dieser Zukunft und wir haben eigentlich so 2 Haupthandlungsorte. Und zwar ist das zum einen die Anfield Akademie, das ist so ein Tenniscamp, ja, und die wurde von James Incadenza gegründet. Und wir haben so eine der Hauptfiguren, oder die zum, um sie es zumindest viel geht, ist Hal Incadenza, das ist der Sohn von James Incadenza. Und dann haben wir noch so ein Entzugszentrum, so ein Drogenentzugszentrum. Und das, also die Enfield Akademie ist oben auf dem Berg und die Drogenklinik ist unten am Berg. Ja? Und da gibt es einen Mann, der heißt Don Gately. Und die versuchen halt alle da von den Drogen wegzukommen. Ja? Und um die geht's so hauptsächlich. Ja? Aber wir haben bestimmt noch 80 andere Figuren, unter anderem zum Beispiel, ja, also es ist sehr wirr, ja, weil dieser James Incadenza hat halt eben diese Akademie gegründet, der hat aber auch experimentelle Filme gemacht, ja, und unter anderem hat er auch einen Film gemacht und der, wenn du den einmal siehst, willst du dein ganzes Leben lang nichts anderes mehr tun, als nur noch diesen Film zu gucken. Das heißt, du verwandelst dich sofort quasi in ein brabbelndes Kleinkind, das ernährt werden muss und das sich einnässt und das halt eben einfach irgendwann dann daran stirbt, dass es halt nur noch diesen Film guckt. Jetzt gibt es eine kanadische Separatistengruppe. Und zwar sind das Rollstuhl-Separatisten. Grüße an Julian Leithoff. Also Rollstuhlfahrer dürfen halt nicht bei ihm in der Band spielen, aber können halt Separatisten sein. Und die kämpfen für die Freiheit Quebecs und die versuchen, an diesen Film zu kommen, um den halt überall auszustrahlen, damit dann alle halt Kleinkinder sind, damit die dann die Macht übernehmen können. Das ist aber auch noch so eine Rahmenhandlung. Dann geht's noch um die Frau, die in dem Film stattfindet, die ist in so einer Selbsthilfegruppe, weil die so schön ist, dass wenn man die anschaut, alle irgendwie gleich wahnsinnig werden und sowas. Deswegen muss sie immer so verschleiert rumlaufen. Wir haben diese Szene mit diesem Rollstuhl-Separatisten und so einem von der Onan, so einem Agenten, der übergelaufen ist, der aber immer Frauenklamotten anhat. Und die komplette Szene über das ganze Buch mit denen spielt halt auf so einem Felshang, wo die sich halt getroffen haben und wo man sich die ganze Zeit auch wirklich nur fragt, so wie ist denn der Typ mit dem Rollstuhl jetzt da hochgekommen und so. Also es ist total kompliziert und komplex geschrieben, aber im Prinzip geht's in dem Buch die ganze Zeit einfach nur um Abhängigkeit. Zumindest ist das, was ich da rausgezogen habe, weil alle Figuren sind von irgendwas abhängig. Ganz, ganz augenscheinlich natürlich die Leute, die in der Drogenklinik sind, ja. Aber auch in der Tennisakademie wird halt total viel gekifft, total viel gezogen und so weiter, um dem Leistungsdruck standzuhalten. Es geht um menschliche Abhängigkeiten, sexuelle Abhängigkeiten, Abhängigkeiten voneinander, Abhängigkeiten vom Arbeitgeber und so weiter. Und es gibt so viele
kleine Geschichten einfach da drin. Ne? Also es gibt, ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, wie das da ausgeht und sowas, weil das verläuft dann irgendwann auch so, weil es eigentlich, es geht nicht um eine große übergeordnete Geschichte, sondern es ist eher so, du hast wie so Vignetten halt eben immer mal drin. Ne? Und da kann, da gibt's so viel zu entdecken, aber du musst dir das halt wirklich erarbeiten, weil die Sätze sind unfassbar lang. Es ist ein Gemisch aus, deswegen galt es auch lange Zeit als unübersetzbar, aus normaler Sprache, medizinischen Fachausdrücken, noch und nöcher, Slang-Ausdrücken, drogenspezifischen Dingen, dann hat da jede Gruppe nochmal so ihre eigene Sprache und sowas, ja. Die ganzen Namen, die ganzen Figuren und sowas, das ist so ein Riesenberg einfach. Aber ich weiß halt eben auch noch genau, der Moment, als ich das so fertig gelesen habe, da bin ich damals zu meinem damaligen Freund Michael nach München gefahren. Und der musste noch einen Tag arbeiten. Ich bin donnerstags abends schon angereist. Und dann musste er arbeiten. Und dann am Freitag wusste ich halt eben auch, ey, heute lese ich das fertig. Und ich weiß das noch genau. Der hatte eine Wohnung direkt am Viktualienmarkt, wie ich das Buch so fertig gelesen habe. Ja? Und was das war auch so eine Zeit, ich war eigentlich immer in Beziehungen und da war ich dann mal Single. Und es war wirklich auch mal ein paar Jahre lang. Und auch so eine Freiheit halt eben einfach zu spüren, ne? Und auch mal sowas dann geschafft zu haben und gemacht zu haben, ja. Das ist jetzt tatsächlich auch wirklich so diese klassische intellektuellen Literatur oder sowas, ja. Mir haben ganz, ganz viele Leute, die ich absolut schätze und die ich für hochintelligent halte, haben mir auch gesagt so, ey, ich konnte das, ich habe das nicht hinbekommen. Ich bin mir auch 100%ig sicher, ich hätte das nicht fertig gelesen, wenn ich nicht jeden Tag diesen 3-stündigen Arbeitsweg gehabt hätte. Aber ich habe es fertig gelesen und kann es mir mit Stolz hier hinstellen. Ja? Und ich bin ganz, ganz froh. Und würdest du? Ich bin ganz, ganz froh. Ich hatte nämlich die Paperback-Ausgabe und irgendwann ging ich tatsächlich mal an einem Papiercontainer vorbei und dann hatte da wohl jemand frustriert, das Gängelbändchen hing nämlich bei Seite 230, hatte dir das da reingeworfen, Hardcover, und dann habe ich mir gedacht, ja, Wahnsinn. Super, jetzt nehme ich mir das mit. Ja? Wahnsinn. Und würdest du es ein zweites Mal lesen? Ja. Ist tatsächlich eins der wenigen Bücher, wo ich sagen würde, das lese ich, glaube ich, nochmal. Ich finde, ich habe es auch zu der richtigen Zeit gelesen, weil das war so, ja, so Mitte 20 war ich da, ja, ich glaube 26, und da passt das gut rein. Also, weil da steckt schon sehr, sehr viel auch drin. Ja, ich will das jetzt gar nicht so überinterpretieren oder so, aber auch so diese Beschäftigung mal mit sowas. Ja, mal 3 Monate. Ich habe ja nichts anderes dann gemacht. Also ich habe dann auch abends keine Filme geguckt oder sowas, weil das auch wirklich, es ist auch anstrengend zu lesen. Es ist auch keine Zu-Bett-Geh-Literatur, weil dir passiert es dann da halt eben, du bist in einem Satz, der schon über eine Dreiviertelseite geht, ja, und total verschachtelt Wahnsinn. Ist. Und dann kommt Fußnote 312 und dann schlägst du halt eben hinten auf bei Fußnote 312 und dann siehst du, ey, willst du mich verarschen? Die Fußnote geht über 20 Seiten. Ja, ist das jetzt dein Ernst? Scheiße. Und die Fußnote ist nochmal in 8 Fußnoten unterteilt. Aber, ja. Ne, also es klingt halt jetzt ganz furchtbar und macht nicht unbedingt Lust auf das Buch, ja. Aber die Fußnoten sind halt auch wirklich dann unterhaltsame Geschichten einfach auch nochmal. Und man kann, das war wirklich für mich einfach eine ganz neue Art nochmal zu lesen. Also sowas habe ich weder davor noch danach dann nochmal gehabt, so diese Art. Und ich kann es, wenn man einfach mal sich drauf einlassen will, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn man es dann einfach irgendwann weglegt. Ja. Ja, spannend. Ich überlege gerade, wenn man so ein großes Buch dann über Kindle liest, dann hat man nicht diese psychologische, viele haben ja diese Sperre, wenn zu viele Seiten sind. Ach so, ja, wenn man es über ein Kindle liest. Weißt du? Ja, das kann sein, kann sein. So, und dann ist halt die Frage, wie, ich meine, es ist ja einfach zu lösen, ne, mit den Fußnoten, dann tippst du drauf und dann kommt die Fußnote dann vielleicht. Und dann steht dann, wie lange, bei dieser Lesegeschwindigkeit brauchen Sie noch? 328 Stunden. Ja. Also es ist kein leichtes Buch, ja. Wer einfach mal Lust hat, ist ein faszinierender Autor wirklich. Hat auch ein ganz, ganz tolles, ganz kleines Buch geschrieben, das heißt Das ist Wasser. Da hat er mal eine Rede von College-Studenten gehalten, wahnsinnig inspirierend wirklich. Und ein toller Typ, ja? Ja? Also hat mir richtig viel gegeben immer in meinem Leben, ne? Und ich bin froh, dass ich einfach mir dachte, das ist ja ein cooles Cover. Ja, weil nur so kannst du. Ja, Wahnsinn. Ja, so kommen die Dinge zu einem. Aber das ist ja bei aller Literatur so, ne? Irgendwie kommt sie in unser Leben und dann gibt sie uns irgendwas und lässt uns nicht los. Eben, ja. Und man trägt sie dann ewig mit sich. So, und weil ich ja jetzt, du hast ja jetzt 10 gemacht, ne? Ich habe nur und ich weiß, was jetzt der allererste Kommentar hier drunter wäre, wenn wir jetzt aufhören würden.
Ich habe nochmal nachgerechnet, André hat nur 9 Bücher genannt. Ich habe nämlich tatsächlich auf meiner Liste, habe ich nämlich nur 9 Bücher. Ja? Ich habe hier 10. Ja. Ich habe aber das 10. freigelassen. Also erstens mal gab es ja zwischendrin auch immer noch ein paar Querempfehlungen. Ja? Und außerdem, ja, das Leben geht ja noch eine Weile hoffentlich. Ne? Da kommt ja vielleicht noch was auf die Liste, was einen prägen kann. Oder vielleicht hat ja auch jemand, der hier zuhört, einfach einen richtig guten Tipp und sagt, hey, das hier wäre mal was für mich. Verstehe. Und dann könntet ihr die Nummer 10 auf meiner Liste werden. Ja? Das ist dann wie die Familie, die dann immer für einen mitdeckt. Genau, ne? Genau. Weil Jesus auch klingt. Genau. Ja, richtig. Genau. Ja? Oh, Jasmin, Mensch. 3 Stunden, 9 Minuten. Ne? Eine Tour de force. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, weißt du, was Wahnsinn. Ich glaube? Ich hoffe wirklich und ich glaube auch, wir konnten hier ein paar Leuten auch einfach mal ein bisschen Lust machen. Ja? Und halt wirklich auch einfach, dass es kurzweilig und interessant war und dass wir immer mal ein bisschen abgeschliffen sind. Wurde ja auch dann zwischendrin mal ein bisschen intimer, das darf es ja auch ruhig mal werden. Ja. Und ich glaube, da haben wir eine gute Sache gefunden. Ja. Ja. Und wenn es so ist, die Leute müssen es ja gar nicht unbedingt lesen, aber jetzt wissen sie ja schon, was in den Büchern so ein bisschen einfach passiert und können auch mitreden. Ne? Wissen einfach nur. Ja. Genau. Und also Tricks jetzt auch, wie man Bücher mit dem Tempotaschentuch ein bisschen höher macht in der Jacketttasche, damit ganz man genau, den Titel lesen kann. Das ist halt der Tipp für die Männer. Für Frauen kann ich auch nur empfehlen. Also meine Freundin, wenn eine mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel reinkommt, dann winkt die da müde ab. Wenn aber eine reinkommt, die dann irgendwie lauthals verkündet, dass sie ja total gerne Bücher liest, dann guckt die schon zu mir rüber, wie ich reagiere. Das ist so der Running Gag bei uns beiden so. Die hat dann auch schon mal zu Freundinnen gesagt, so ja, ey, der ist überhaupt nicht so mit Titten und Ärschen und sowas, aber wenn eine irgendwie Bücher liest oder so, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Aber tatsächlich ist das durchaus sehr attraktiv. Ja? Und klar. Gute Männer achten auf sowas. Ja. Gute Frauen auch, meine Freundin sagt immer, ich könnte nie mit einem Mann zusammen sein, der nicht liest. Ja, wunderbar, ne? Da sind wir uns ja einig. Jasmin, das hat riesig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Können wir noch irgendwas von dir empfehlen? Eyecatcher GmbH, haben wir schon gesagt, für Bewegtbildinhalte. Ja. Meine Südstadt, nur die großen Interviews. Ja, ich habe lustigerweise, ich habe ja mit dem Sascha Schiffbauer, der Schauspieler, Moderator und Freund ist, die große Show des kleinen Unglücks gemacht. Ja. Und der hatte noch so ein Seitenprojekt, das hieß Lesesport. Ja. Wo man Leute, die Texte schreiben, geben das ab und dann professionelle Schauspieler tragen das dann vor in einem Boxring und dann kämpfen quasi die Texte gegeneinander. Und da habe ich mitgemacht als Autorin und der hat jetzt nochmal, der lässt das Ganze nochmal aufleben, es kommt im September und Dezember in Köln im Guts & Glory und der hat jetzt einen Podcast dazu gemacht und da war ich vor 3 Wochen oder sowas mit dem Schauspieler Klaus in zu dritt waren wir da im Podcast und der kommt am 1. August raus. Oh. Also da rede ich dann nicht übers Lesen, sondern übers Schreiben. Ja, sehr gut. Ja. Ne? Wir erscheinen, glaube ich, auch erst im August. Ja, einfach, weil ich ja jetzt noch ein paar Sachen für den Urlaub vorgeproduziert habe. Das heißt, von Januar jetzt bis August dann willst du dich jetzt aufheben? Habe ich alles vorproduziert. Ah ja, okay. Ja. Also mir hat's sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, Jasmin, mir auch. Ich habe lange nicht mehr so viel über Bücher geredet, klasse, muss ich sagen. Ja, 20 Bücher. Was haben wir uns da? Ich hatte vorher auch schon so gedacht, soll man lieber 5 nehmen. Ich habe auch noch welche rausgeschmissen, wieder neue reingemacht. Also ich könnte jede Woche so eine Liste erstellen und es wären nie die gleichen Bücher drauf. Ich habe auch hatte auch noch viele hier, aber ich wollte natürlich auch. Wir können es ja nächsten Sommer ja wieder machen. Ja, sehr gerne. Ja, so Gott will. Julia braucht immer eine Pause. Vielleicht gibt's auch bald ein Herbst-Special und ein Frühjahr-Special und dann irgendwann sind die Special-Folgen einfach die, wo Julian mit dabei ist. Genau. Gut, Jasmin. Ja, schön. Wir verabschieden uns von den Leuten. Das war die 5. Ausgabe, glaube ich, des Die Therapie Summer Specials, a.k.a. André allein. Wieder mal nicht allein, sondern mit einer ganz hervorragenden, ich finde das immer so doof, wenn die dann in so feministischen Podcasts so Gästin sagen. Ja, furchtbar. Das klingt ganz furchtbar, mit einem ganz hervorragenden Gast, nämlich Jasmin Klein. Jasmin, vielen lieben Dank. Ja. Ja, gerne. Bin sehr gerne gekommen. Jetzt bin ich selber mal in der Therapie. Ja, genau. Du bist ja nämlich auch Hörer. Immer nur höre. Ja, wunderbar. Ja, so kann es gehen. Ja, auch für euch vielleicht. Ja, das nächste Summer Special kommt bestimmt. Ja, Jasmin und ich wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja, und vergessen Sie nicht, lesen bildet. Tschüss. Tschüss.